Schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren und willkommen zum 53. Plankenschnack heute mit diesen wunderschönen Menschen hier. Hi. Wunderbar, schönen guten Abend. Schönen guten Hallo. Abend. Guten Tag. Na, wie geht's? Was ist leggy? <laughs> <Das ist laggy. lacht> Kann ich klagen. Hoffen wir mal, Ein dass Schick. das halt irgendwie bei bei Dizzy halt hält mit dem Internet. Ist ja alles Neuland. Alter, also, wuppen wir schon. Jetzt fangt doch nicht an zu weinen. Ist doch alles gut. Echt mal, was weint ihr denn? Ich sitze hier am UMTS-Stick, die okay? Ja. <laughs> Dieses Mimi. <laughs> ja. So. Schönen guten Abend. Jawohl. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, was habt ihr so gemacht die letzten zwei Wochen? Wie ist es euch ergangen? Slef, erstmal, hallo. Müssen wir dich sein noch gegrüßt. vorstellen? Ich meine, du warst vor einem Monat gerade mal hier. Du wirst vermutlich auch ein paar mal häufiger noch in den nächsten Monaten hier sein. Oh, gerne, gerne, gerne. Ähm, kann er noch mal was sagen, wenn, wenn er wünscht. Ansonsten kann ich sagen, was wir die letzten paar Wochen gemacht haben. Sag doch einfach beides. Ja, gut. Markus heiße ich, bin Redakteur, Jahrgang 79, mache hier auf Twitch Dinge. Darf jetzt einmal im Monat anscheinend hier im Plankenschnack über Spiele reden, was mich halt sehr freut. Und äh, was haben wir die letzten Wochen gemacht? Es kamen ja super viele Spiele raus. Und da ich immer sehr, sehr langsam spiele, habe ich nur zwei Spiele tatsächlich den letzten Monat gespielt: Elex und The Evil Within 2. Letzteres haben wir jetzt mittlerweile durch. In Elex habe ich das Gefühl, sind wir immer noch brutal am Anfang. Evil Within 2 fand ich ziemlich geil. Deutlich besser als den ersten Teil, den ich nicht so schön fand. Kommt aber immer noch nicht an Resident Evil 7 halt ran. Ähm, aber hat schon viele gute Verbesserungen. Die Story will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber naja, naja. Das war so der letzte Monat halt bei mir und jetzt kommen halt eben noch die ganzen Release-Titel vom letzten Monat, die ich halt noch nachholen muss, sei es jetzt ein South Park oder ähm, was kam denn noch alles raus. Haufenweise ähm, mhm. Spiele, die halt eben noch gespielt werden wollen, Mittelerde habe ich noch nicht reingeschaut, da sind halt eben noch so viele offen, die kommen dann halt irgendwann. Sally, was hast du so gemacht? Ich habe South Park gespielt. <laughs> Das, was du nicht gespielt hast. Und danach ähm, hatte ich einen ganzen Stapel mit, mit wundervollen Neuerscheinungen. Und ich habe mich für Ägypten entschieden. Und ich spiele jetzt gerade seit einer Woche das neue Assassin's Creed. Und ich muss sagen, es wird jeden Tag besser. So am ersten Tag, ja, okay. ist okay. Und am zweiten Tag so. Ja, Hast du denn? Ist okay. Am dritten wurde es dann schon so, boah, heute freue ich mich aber, ne? Heute habe ich aber Bock. Also es äh, Stockholm-Syndrom setzt ein bei dir. Kann, <lacht> <lacht> Nein, ich habe echt gerade richtig Spaß dran. Es macht, äh, ich habe Bock, die Achievements zu holen. Es ist eine riesige Welt. Es, äh, die Sidequests sind toll erzählt. Ich habe echt Spaß dran. Hast du denn auch äh, Syndicate und Unity gespielt? Bin, bin, Sehe ich so aus? <laughs> Nein, die habe ich wirklich ausgelassen. Ich habe Unity damals ähm, im Stream angefangen zu spielen. Das ist, glaube ich, drei Jahre her ungefähr. Da habe ich gerade ganz neu nah angefangen zu streamen und es war unspielbar. Es war vor Patch, Release-Tag, es war unspielbar. Es war also holte ich jetzt das Neue auf jeden Fall mehr ab als die anderen, abgesehen jetzt von diesen technischen Klamotten. Alles davor an Assassin habe ich gespielt und äh, ich habe an der Ezio-Reihe einfach sehr sehr viel Spaß gehabt und ich fand Black Flag war ein gutes Spiel war für mich schon kein Assassin mehr aber es war ein gutes Spiel an sich das Neue ist für mich wenn ich ganz ehrlich bin es ist kein Assassin's Creed ne also ich glaube ich muss so gut wie nie klettern ich habe äh, mal Meuchelmorde aber du kannst auch so dich durchkämpfen es spielt sich anders und es macht dennoch Spaß aber Sie könnten den Namen ändern und das Abstergo-Zeug könnten sie auch auslassen. Da äh ja, bin ich gespannt. Das steht nämlich auch noch bei mir auf der Liste, was ich irgendwann dann nachholen muss. Das habe ich auch noch nicht reingeguckt. Assassin's Creed Origins. Auf jeden Fall sieht es interessanter aus als Syndicate und Unity, weil die haben mich beide nicht mehr abgeholt. Ich habe auch die, ähm, die Classic-Reihe gespielt, also die Ezio-Reihe. Habe da eben auch Platin halt gemacht beim zweiten. Aber mhm. dann habe ich irgendwann die Lust verloren, weil es halt mehr vom gleichen immer nur mit einem anderen Setting war. Und wenn mhm. sie jetzt halt wieder mal ein bisschen neuen äh, Flair reingebracht haben, klar werden vielleicht alte Leute, die gerade dieses Abstergo. Und Assassinige halt toll fanden, enttäuscht sein. Aber Leute, die halt einfach nur ein Open World RPG spielen wollen, werden vielleicht dadurch mehr abgeholt oder wieder abgeholt. Ja, das kann ich absolut so unterstreichen. Also das macht wirklich, es, es macht Spaß. Das ist das Jeden Wichtigste. Tag mehr. <laughs> so, das habe ich die letzten äh, zwei Wochen gemacht. Und du, Dizzy? Ich lege, glaube ich. <laughs> <laughs> ich. Ich muss ja jedes Mal fragen. Da, kann ich reden? Ja, 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 gut. Jetzt, Jetzt gerade. dann ja? redest du gut. Sehr gut, äh, ich bin umgezogen nach Berlin in die Stadt ohne Internet und äh, äh, ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemacht. Ich hab, äh, Evil Within habe ich durchgespielt, Alex habe ich angefangen, habe ich wieder ausgemacht. Tauschmark habe ich auch durchgespielt, ähm, Cold Rush habe ich gespielt. Was haben wir denn noch alles gespielt? Wolfenstein habe ich durchgeschnallert. ähm. Und Game of the Year 2017. Kommt ja? nichts mehr dieses jo, Kommt nichts mehr dieses Jahr. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch was kommt, was das Top irgendwie. Und COD haben wir auch durchgespielt. Das also ist obwohl das ich Neue, umgezogen bin. Ja. Obwohl ich umgezogen bin, habe ich alles ja, durch. Ja. War doch gar nicht so wenig. Mhm. Nun, ja, aber der Großteil war eigentlich, ich bin umgezogen hierher in die Hauptstadt. Mhm. Gut also, im Chat, falls heute irgendwie ich kurz weg bin oder falls es laggt oder so, ich stream gerade von einem UMTS-Stick, weil mein 500 Down und 50 Up Internet gerade nicht funktioniert. Es ist Sonntag in Berlin, gerade. ja? Also, äh, wir müssen hier erstmal improvisieren, bis das zweite Internet da ist. Das zweite, weil eins reicht nicht. Frau Merkel lädt, lädt, lädt gerade den Wochenbericht hoch. Ja, Please wahrscheinlich. Stay tuned. Sie streamt gerade selber auf Facebook. <laughs> oh, war ja. Ich hätte auch, auch schon. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in den zwei Wochen, die Wochen verfliegen momentan irgendwie so. Ich, gestern war noch Oktober, obwohl ja gestern war noch Oktober, gestern war noch September, meine ich. Äh, heute ist schon November. Und irgendwie, ähm, naja, so gefühlt, meine ich. Ähm, und jetzt ist schon wieder 5. November und morgen ist schon wieder Weihnachten und dann habe ich wieder Geburtstag. Irgendwie äh, die Zeit, die Zeit, Tempus Fugit, ähm, tatsächlich. Aber. Ich hatte viel Spaß mit, mit den JRPGs, die ich gespielt habe. Da habe ich noch mal South Park zwischendrin äh, reingewämst, ähm, das mir auch sehr gut gefallen hat. Ich meine, es war jetzt halt ein South Park. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, der mit South Park an sich nichts anfangen kann. Also wer die Serie kacke findet, wird, glaube ich, das Spiel auch äh, nicht so toll finden. Aber jeder, der die Serie mag, der wird, wird da auch viel Spaß haben. Ähm, ansonsten habe ich Nino Kuni beendet was ein sehr, sehr geiles Spiel war und dann eben mit dem nächsten Projekt angefangen und das war, oder das ist jetzt momentan Xenoblade Chronicles X, das mir sehr, sehr viel Spaß macht, aber was natürlich ein Projekt ist, also das spielt sich nicht mal eben in einer Woche durch, sondern... Ähm, Wie fandest du denn bei Nino Kuni das Vertrautensystem, wenn ich mal fragen darf? Kacke. Deswegen bin ich froh, dass sie es <laughs> beim zweiten hoffentlich ähm, abschaffen. Also ähm, ich ja, fand ja, das ganze ist, ja, Kampfsystem ist, ja. fand ich, war so der größte Schwachpunkt bei, bei Nino Kuni. Echt? Tatsächlich, ja. Ich fand das Vertrauenssystem eigentlich ehrlich gesagt ziemlich nice und bin ehrlich gesagt schockiert, dass sie genau wie du schon jetzt richtig sagst, was du hoffst, passiert. Das Vertrauenssystem fällt ja im zweiten Teil, was ja, der im Januar ja kommt, fällt komplett weg. Ähm, ich mochte das. Das hatte halt so ein bisschen Pokémon. Du konntest halt eben deine Gruppe zusammenstellen, evolutionieren und. Irgendwie coole Dinge mitmachen und dass das ja. jetzt alles weg sein soll, macht mich so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ja, aber bei Pokémon hast du wenigstens noch die Zeit zum Überlegen, weißt du. Und da musst du die ganze Zeit durch dich durch ein Menü durchscrollen. Wenn du unterbrochen wirst, musst du wieder am Anfang des Menüs anfangen. Und und ähm Du musst aber trotzdem schnell sein, du musst gleichzeitig noch deinen, deinen Vertrauten lenken und dann musst du nach einer Weile deinen Vertrauten wechseln, weil er keine Ausdauer mehr hat. Das sind so alles so viele, viele Dinge, die die in dieses Spiel, Spiel gepast, gepackt haben. Die fand ich nicht mehr zeitgemäß, waren auch nicht, als es damals schon rauskam. Also es ist ja schon ein paar, paar Jahre alt, ist es ja schon. Ich glaube 2011 oder so ähm, ja. war es rausgekommen oder 2013, ich weiß nicht. Die Version, die ich habe, ist von 2013, aber ich glaube, von 2011 war das Original. Trotzdem... Ähm, gegen das Vertrautensystem an sich hatte ich nichts. Pokémon ist ja auch cool an sich, aber das Kampfsystem, das die dann damit umgesetzt haben, fand ich meh. Dann zumindest mir die Möglichkeit geben zu pausieren und nicht dann so, so Pseudopausen durch die Auswahl, wenn das Spiel dann gleichzeitig paus pausiert, weißt du? Hm. Sowas hat mich. Ja, ich bin gespannt, wie es halt eben ohne funktioniert, wenn du halt ja. wirklich nur eine einen Vertrauten hast oder Selbstfähigkeiten hast und dann eben nicht switchen kannst, weil das limitiert ja schon irgendwo den Kampf, dass du halt eben sagen kannst, ich habe das Spiel halt sehr unkonventionell gespielt. Ich habe tatsächlich mehr oder minder die Gruppe kämpfen lassen mhm. und eben nur die Befehle gegeben und habe selbst halt ein Heilpad gesteuert und habe halt quasi die ganze Gruppe geheilt. Und okay. viele haben halt gesagt, ja, das wird nie funktionieren, wenn du ja. nur heilst. Ja. Doch es hat funktioniert. Ich habe halt wirklich Healer gespielt. Ja. Die Frage ist, ob das halt im neuen Teil halt möglich ist, wenn halt eben vorgegeben ist, nee, du kannst halt eben nur Schaden machen oder so. Ja. Deswegen mal schauen, wie halt der neue Teil dann überhaupt wird. Aber bin ich freue mich drauf, weil ganz im Ernst, das Kampfsystem könnte der absolute Müll sein und ich würde es trotzdem spielen, weil die Story einfach so unfassbar gut war. Also, naja, schön. und halt eben Art, ne? Ich ja. meine, allein die Zeichnung und der Soundtrack waren halt beim ersten schon richtig, richtig gut. Richtig. Von daher, da hatte ich auf jeden Fall viel Spaß dran. Und wie gesagt, jetzt an Xenoblade Chronicles X, was ja der nächste, das nächste JRPG-Spiel ist, ähm, habe ich schon wieder genauso viel Spaß. Auch wenn das noch ein bisschen mehr JRPG ist, also da muss man noch ein bisschen mehr grinden äh, und so. Da gibt es keine oh, versteckten Tricks. da kommen wir ja, würde ich sagen, nochmal zum Ende hin drauf, weil da steht ja auch noch was dann an. Ja, genau. <laughs> Mit gleicher Thematik. Richtig. Genau. Ja, das war mal. Meine... ansonsten hatte ich, äh, ja, gechillt. Ja, gechillt. Gechillt. Gechillte zwei Wochen. Ähm, genau. Dann, ich weiß nicht, dann können wir theoretisch eigentlich schon zum nächsten, äh, zum ersten Punkt kommen. Denn heute haben wir mehrere Dinge. Ähm, nicht nur... Neue Releases, ähm, die jetzt im November rauskommen, zu denen wir später kommen, sondern es waren ja jetzt in der letzten Woche auch oder in den letzten zwei Wochen zwei große Veranstaltungen, eigentlich mehrere große Veranstaltungen sogar. Ich meine, die PAX in Australien war zum Beispiel auch noch und so weiter. Darüber werden wir jetzt nicht drüber reden, da war jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, aber es war einmal die Paris Games Week und einmal die BlizzCon und damit werden wir jetzt auch anfangen äh, und zwar mit der Paris Games Week mit Dingen, die da unter anderem angekündigt worden sind. Denn das waren ja schon so ein paar, da waren schon ein paar Sch Schmeckerli dabei. Also, ähm, Sony hatte da ja eine große äh, Pressekonferenz, ja. ähm, die sie vorher schon extra gehypt hatten. Da dachte ich mir, oh, kommt da etwa et ein neues ja. Bloodborne oder was Neues von From Software? Ähm, ob das kam, erzählen wir gleich. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du ein bisschen ähm, durch die Liste führen? Ja, können wir machen, klar. Wenn also wir, machst. prinzipiell, was er meinte mit Sony, hat das Ganze gehypt. Sony hatte halt äh, Tage voraus schon getwittert, dass die E3, wo wir ja vielleicht so ein bisschen enttäuscht waren von Sony, weil sie halt eben nicht die Spiele rausgehauen haben, ähm, um halt, sage ich mal, nochmal die Leute irgendwo hinterm Tresen hervorzuholen. Es war halt eben das, was man erwartet hat, aber nichts Großartiges Neues. Und sie haben halt eben dann getwittert, ja, das war nur die halbe Story. Das heißt, wir haben uns die andere Hälfte für die Paris Games Week aufgespart. Das heißt, da will mit Sony mittlerweile auch halt große News halt droppen und ähm, sollten dann halt eben sieben oder acht Neuankündigungen sein, von denen man halt eben vorher nichts gehört hat. Und das Ganze hat natürlich dann schon mal gehypt Richtung Bloodborne vielleicht oder was anderes. Ja, und dann kam halt eben die ähm, Konferenz von Sony. Es gab quasi eine Pre-Show, die ging eine Stunde und dann sozusagen die Hauptkonferenz, die ging auch knapp eine Stunde. Und da hat Sony dann halt wirklich fast zwei Stunden Spiel an Spiel halt eben gezeigt, Altes wie Neues. Und ähm, so die interessantesten Klamotten habe ich jetzt mal versucht rauszuschreiben. Ähm, was ich ein bisschen enttäuschend fand, ich habe tatsächlich ge gehofft, dass halt wirklich nochmal Release-Dates genannt werden, konkrete Release-Dates. Das war leider nicht der Fall. Das heißt, da sind wir wieder in der Luft. Wir wissen halt immer noch nicht, wann die Spiele halt kommen. Es wurde dann ja irgendwie immer nur gesagt, ja, 2018, Early 218, Spring 2018 oder gar nichts. Naja, das war so ein bisschen die kleine Enttäuschung, weil ich habe eher gehofft, dass halt eben noch was ähm, an Daten halt gedroppt halt wird. Ja, wurde aber leider nicht. Nö. Nope. 218. Ja. ja. Lul. Ja, wobei ist ja just around the corner. Ich meine, wir sind ja schon ne, im November ja, aber so Spring, lange ist ja. es nicht mehr. 2018, das ist halt so. Mh. Ja, ist noch ein bisschen hin. Und da kann man schon davon ja. ja. ausgehen, dass es eher Summer 2018 wird. Schon fast. Das war ich halt. Hm? Hm? Haben Naja, wenn Summer sie sagen Spring, nicht. dann können sie ja immer noch sagen, ja, okay, Spring schaffen wir nicht. Ich würde doch Summer. Wird doch erst Juni oder Juli oder ja, so. Ja, Sie haben halt prinzipiell gesagt, dass viele der angekündigten Titel im ersten ähm, Quartal kommen sollen. Das wäre das erste Fiskaljahr, ja. was halt eben für die Steuer noch relevant ist. Von daher irgendwo Januar bis Ende März. Ähm, mal schauen, ob sie wirklich alle diese Titel da rausknallen, weil dann haben wir dasselbe, was wir halt äh, dieses Jahr hatten. Wir haben halt das erste Quartal wieder bumsvoll, haben dann von April bis Oktober quasi nichts, dann kommt nochmal eine Welle im Oktober mit irgendwie gefühlt 10 Spielen und dann kommt bis Ende des Jahres wieder nichts. Ja. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen suboptimal gelöst. Das heißt, ähm, die Pausen dazwischen sind halt sehr, sehr groß. Anstatt halt über das ganze Jahr halt irgendwas zu releasen, machen sie es halt immer sehr geballt. Was ja aber klar ist, weil die Leute eher Anfang des Jahres und Ende des Jahres zu Hause sitzen und Zeit für Videospiele haben im Sommer. Das ist richtig, klar. Ja. sind natürlich viele, die ja, ja, aber man, Großteil, könnte es ja. trotz, man könnte es trotzdem auf, mehr auf September und, und November verteilen. Es ist, also dieses Jahr war schon ein bisschen arg mit dem Oktober. Ja. Wobei Obwohl, im Oktober kam ja auch kaum noch was Interessantes raus. Naja. Naja, ich glaube, von den Spielen bis Oktober komme ich bis Februar nächsten Jahres. <laughs> so viel kam da raus. Also ich kann mittlerweile drei Viertel der Spiele, die angekündigt werden, weglassen. Ich auch. Oh, mich Weil haben sie die... schon abgeholt. Also die meisten Sachen habe ich weggelassen. Warum hast du Alex nicht weitergespielt, wenn ich nochmal fragen darf? Fragst du mich das jetzt ernsthaft? Ja klar, wie gesagt, dass das Spiel clunky ist, das war klar. Wie gesagt, so ja. die ersten zehn Level sind halt ähm, extrem hart. Aber wenn du die halt irgendwann geschafft hast, dann ist, lässt es auch wirklich ganz fluffig spielen. Das war nicht hart, das war dumm. Du bist halt am Anfang ist eine Ratte gekommen, die hat dich angesprochen, bist du bist tot. Du bist halt keine zehn Minuten hast du gespielt. Und dann die Steuerung dazu, wie willst du darauf reagieren? Du drückst den Knopf und er rollt sich einfach nicht weg. So da kriegst du die Krise. Also du hast ich habe da die PC Krise gespielt, gespielt, ne? Bitte? Du hast auf dem PC gespielt? Ja. Also, also, so ist es zumindest auf der Konsole halt nicht, daher, also Input-Delay würde ich sagen, hat es nicht. Klar, das Combat-System ist clunky, also es ist kein Dark Souls, es ist kein Rocket Science, aber wie, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie hat, äh, geht es schon. Klar, am Anfang bist du halt eine Glaskugel, ähm, du wirst von allen halt aus dem Leben geknattert, muss du halt schon ein bisschen aufpassen, aber wie hat, nach so zehn Leveln geht es. Vor allem, ich mag halt die Story und die Dialoge, du merkst halt schon, dass halt ein gewisser halt Charme drin ist, halt eben typisch Piranha bites und, ähm, aber ich kann es verstehen. Wie halt viele Leute haben halt eben die ersten Stunden gespielt und haben dann halt gesagt: Okay, ist nichts für mich, deinstallieren oder macht mir keinen Spaß, ist zu schwer. Ja, das ist zu, zu klanky, schwer ist ja oder nicht zu mal das, yeah. Also die Steuerung ging gar nicht. Also das ging überhaupt nicht. Das war nicht mal ansatzweise in irgendeiner Form 2017 reif. Nee, nee, das ist klar. Das heißt halt noch dieses also, Oldschool-Dingsbums-System. Also ich habe eine Stunde gespielt und dann habe ich es wieder deinstalliert. Okay. Die, die, also die Story. Mal außen vor, ne? aber das so abzuliefern geht gar nicht. Also, es ja, ist halt, es ist halt für, für, für Leute gemacht, die halt Gothic damals gespielt haben genau. und ähm, die, ich, den, die dann da irgendwie drüber hinwegsehen können. Aber ich finde persönlich, ich kann da über sowas nicht hinwegsehen. Ich Gothic vor allen Dingen damals für den gespielt. Preis nicht. Also, ich sag mal, du willst eine 50 Mark für dein Spiel haben und das, das Basic-Element, das Fundament von dem Spiel funktioniert gar nicht. Und das ist halt einfach das Fundament von, von diesem Spiel und das funktioniert null. Also wirklich ja, gar wobei nicht. Weil sie ja selbst gesagt haben, das Fundament ist halt nicht der Combat, sondern tatsächlich halt das RPG, das Questen, das Erleben der Story und der Welt. Das Beiwerk ist halt tatsächlich das Combat-System, das haben sie aber auch klar so gesagt. Ich also du, du kannst die Quest ja auch größtenteils lösen, ohne halt irgendwen umzubroten. Ich muss aber persönlich sagen, selbst die Story holt mich nicht ab in dem Spiel. Also ich habe viele Streams geguckt, jetzt bei dir zum Beispiel, deinen dein Angespielt-Stream. Ähm, und auch bei den Bibern habe ich ein bisschen zugeguckt. Ich habe dann auch bei Ami-Streamern extra reingeguckt, weil mich interessiert hat, wie ähm, eben Leute, die diesen deutschen Lokalpatriotismus nicht verspüren, was die dazu sagen. Und man muss einfach sagen, die Texte, die Dialoge sind unglaublich billig. Also... <laughs> Es ist, das ist schon, als hätte das einfach ein. Es liest sich mehr wie eine Fanstory, wenn 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 du die Dialoge liest, als wirklich eine Story, die wo, wo wirklich ein Regisseur hintergesessen hat, wo, wo, wo Autoren hintergesessen haben, die die Erfahrung mit Storywriting haben und sowas das klingt eher so, als hätten das ein paar ähm, Studenten halt geschrieben, die gerade aus dem Game Design Studium rauskommen und ähm, einfach ganz viele Klischees draufgepackt und viel zu, viel zu ja, lang gut. die Dialoge. Vielleicht ist es bei mir nochmal was anderes. Wie gesagt, halt ich selbst bin hier im Ruhrpott geboren. Essen, wo Piranha bereits herkommt, ist keine 20 Kilometer von mir entfernt. Ist ja. auch halt tiefster Ruhrpott und ich fühle mich halt super abgeholt von den Dialogen. Ich lache mich zum Teil halt schlapp. Das ist halt wirklich so frei Schnauze, wie ich halt eben vielleicht dann auch sprechen würde, wenn halt ein NPC sagt, ja, äftig, dich. Ja, und dann kannst du antworten, ja, äftig dich doch selber. Das ja, das ist, das ist auch cool. Kommt halt schon irgendwie lustig. Ja, aber da bedarf es halt mehr als als ähm, Schimpfwörter. Weißt du, Game of Thrones ist halt auch mehr als Schimpfwörter und Penis zeigen. So. Ähm, Lass uns lieber nicht darüber reden, sonst schlafe ich ein. <laughs> ja, aber weißt du, da, da ist halt auch ein bisschen mehr Tiefgang in der Geschichte und Charaktere entwickeln sich und so. Ähm, das allein reicht mir nicht. Dann nur heftig zu sagen, ja, war jetzt nur ein Beispiel, ja, wie halt ja, eben der, weiß, der grundsätzliche meinst. Ton halt ist. Es ist halt eben rauer, es ist halt eben mit dem Herz auf der Zunge und das wird halt ausgesprochen. Das heißt, es ist halt eben nicht super hochtrabendes Blablabla, Bla, Bla, hm. sondern tatsächlich, ja, wie man eben unter Freunden auf der Straße halt mit Leuten reden würde. Und genau diesen Charme finde ich halt sehr, sehr nett. Ich finde es manchmal so ein bisschen trashig. Das, ja, das ist ja ist so, ein so, so, so un unfreiwillig komisch, so. Also ich habe bei ein paar, paar Streams so reingeschaut und da ist irgend so einer, ich weiß nicht, wieder wie Mad Dog oder so, und die Dialoge da habe ich mir so, was stimmt jetzt nicht mit dem? Es ist halt manchmal so unfreiwillig komisch. Für, oder sie haben es mit Absicht so gemacht. Ich werde es mir noch anschauen. Also ähm, ich werde es mir noch anschauen. Ich möchte aber vorher Dragons Dogma weiterspielen, weil ne. Aber ich werde es mir, ich werde es mir irgendwann noch anschauen. Ich komme übrigens auch aus dem Pott. Nicht geboren, aber seit ich vier bin. Also ich bin auch hier aus Ja, da gut, das zählt nicht. <laughs> und ich mag auch die Menschen hier und wie man ist und wie direkt man ist. Aber für eine Geschichte bedarf es da für mich mehr. So, ich mag Storytelling. Ich will, nee, jetzt, okay. ich will jetzt nicht die Keule rausholen und es mit Witcher 3 vergleichen, natürlich, weil das ist so, als würde ich ein, ein, ein weiß ich nicht. Um, Ne? Naja, nicht. vom Preis her liegen da nur 10 Euro Unterschied. Ja. Ne? Das ist, sind Welten. Ja, gut, aber machen wir uns nichts vor, das waren die Piranha-Byte Games halt immer, die ja. haben polarisiert. Es gab halt eben Leute oder eine Fanbase, die sie halt eben mochten und Spaß haben. Es gab halt Leute, die damit gar nichts anfangen konnten, weil es zu clunky war, weil die Story nicht interessant war oder die Dialoge nicht gut geschrieben. Das ist auch bei Alex so. Also ich glaube... Mit dem Spiel werden sie auch nicht großartig neue Leute ins Boot holen, die die Alten nicht kannten, weil dafür ja. ist das Spiel halt Stand 2010, whatever. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, wie auch wenn man jetzt sich jetzt die deutsche Presse anguckt, ist es relativ gut bewertet worden. International ist es 20 Punkte teilweise schlechter bewertet worden, ähm, weil die halt eben den Lokalpatriotismus nicht haben, beziehungsweise halt ein AAA-Budget halt erwarten, was halt in dem 27-Mann-Team halt eben nicht drin ist. Das funktioniert halt nicht. Also von daher, ähm, auch wenn Leute bei mir in Stream kommen, kannst du das Spiel empfehlen, ist ja so die häufigste Frage. Ich sag immer, mir macht es im Moment Spaß. Ich kann es aber nicht jedem empfehlen, das ist halt, das muss man sich selbst angucken, ob man damit leben kann und Spaß haben kann. Dann ja, go get it. Wenn du sagst, nee, du brauchst halt irgendwas Poliertes, du brauchst ein Combat-System, was für dich funktioniert, dir gefallen die Quests oder die Dialoge nicht, ja dann lass es, weil dann passt es definitiv nicht. Also, aber ich habe echt ein Problem mit dem Preis. Ich habe ein ganz großes Problem mit dem Preis von dem Spiel. Äh, es, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Über Prime ist das Spiel für einen Tag für 12 Dollar angeboten worden. Über Prime. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein Fehler war oder ob das äh, gewollt war. Es gab irgendwie eine Aktion. Du konntest quasi, wenn du mit deinem Twitch-Account Prime verknüpft hattest, über die äh, Amazon-Spiele kaufen Seite, was da unten immer angeboten wird. Unterm Stream gab es das Spiel für 12 Dollar, also ungefähr 9 Euro. Ich habe nirgendwo ein Statement gefunden, ob das tatsächlich ein Fehler war, aber Leute haben das Spiel tatsächlich für diesen Preis für den PC über Amazon bzw. Twitch gekauft und können es auch spielen. Ähm, mittlerweile ist der Preis wieder auf 59 hoch, beziehungsweise bei Steam lag er ja irgendwie mit Pre-Order-Bonus bei 45. Ähm, und Konsole ist, glaube ich, auch ein Zehner unter Vollpreis Konsolenpreis gewesen. Mhm. 69 ist, glaube ich, normal, 59 kostet er auf der Konsole. Ja. Mhm. Also mein, da mein, haut er einfach nicht hin, weil das keine Relation ist. In, also in meinen Augen ist das absolut keine Relation. Mein größter Kritikpunkt ist, Sie haben sehr, sehr viel Arbeit in diese große Welt investiert, während Sie an anderen Ecken hätten arbeiten sollen. Sie hätten lieber eine kleine Welt im, im Vergleich mit, mit, weiß nicht, Gothic 2 oder so machen sollen, aber dafür halt Geld und andere Ressourcen wie Zeit in wichtigere Dinge. Ja gut, aber jetzt dann nehme ich Ocean ein Capture, für, Beispiel für diese, für diese These, Slabby. Hm. Ähm, guck dir doch einfach mal Zelda an. Viele alte Zelda-Fans haben Zelda Breath of the Wild abgestraft, weil es eben nicht dieses Zelda-Feeling hatte mit Rätsel und Quest, was die vorigen Teile hatte, weil die ja. Welt so groß war. Ja. Sie haben auch den Fokus auf World Design gelegt. Beides. Und das dann auch vom kleinen, ich nenne es mal Indie-Studio. Gut, Indie ist vielleicht jetzt falsch, weil sie ja einen Publisher hatten, ähm, aber vom kleinen Studio mit, mit nicht dem vorhandenen Budget. Wenn selbst Nintendo es nicht hinkriegt, wie soll das halt ein kleines Studio machen? Nichtsdestotrotz äh, verlangt dieses kleine Studio dafür einen Vollpreis. Ja, ein bisschen unter Vollpreis, aber wenn es halt eben durchspielt, liest es bei 60, 80 Stunden 100 vielleicht 150, 200. Ich meine, klar, jetzt sind wir wieder bei dem Argument Spielzeit versus äh, Money, aber trotzdem kannst du damit halt lange Zeit Spaß haben. Ich meine, was hätten sie verlangen sollen? 29 Euro? Dann hätten sie es auch über Early Access machen können oder Aber was für ein 29-Mann-Team kannst du ja mal hochrechnen, ungefähr. Das ist halt einfach, also was, was, mir, halt, was mir halt wirklich dabei sau aufstellt, Es kann ja, es kann, die, die Story kann gut sein. Das, das will ich gar nicht abstreiten. Nur, wenn du, wenn du 2017 auf den Markt kommst und für äh, 2017er Verhältnisse den Spiel rausbringt, was absolut nicht dem aktuellen Standard entspricht, solltest du bei weitem nicht dieses Geld verlangen für das Spiel was nicht heißt, dass es, dass es unter Wert äh, gehen soll, aber du gehst halt, äh, du gehst halt im, im, im großen Becken schwimmen und nicht im Kinderbecken. So, und wenn du im großen Becken schwimmst, dann solltest du aber auch mitschwimmen können. Und das können sie leider nicht. Und ähm, ich finde, das ist irgendwo an, an irgendeiner Stelle falsch angesetzt worden, weil dann hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Polish betreiben sollen. Weil wie gesagt, also sich da in dem Spiel bewegen, ist eine absolute Katastrophe. Die Kamera, absolute Katastrophe. Und das äh, und, und die Dialoge in, in meinen Augen, die waren, die waren schön. Also, das, was ich gespielt habe, die waren äh, witzig, die hatten Charme. Die waren zwar sehr lang, aber es ist halt ein RPG, das ist normal. N nichtsdestotrotz äh, versuchst du, ein, ein, ein Spiel zu verkaufen, was überhaupt nicht in diesem Becken schwimmen sollte. Gar nicht. Und auch wenn du jetzt wieder runter gehst und sagst, da sind 27 Mann drinne, dann musst du bei weitem nicht so viel Geld einnehmen. So, dann ist halt wieder die Frage, was Verkaufszahlen sind und so weiter und so fort. Und dann musst du das runterbrechen. Ähm, aber für mich hat sich wirklich nicht angefühlt wie, wie ein Spiel, was in dieser, in dieser Region überhaupt unterwegs sein sollte. Und, ähm, also ich habe damals Gothic auch gespielt, ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, das, also das war für mich wirklich sehr erschreckend. Weil ich hatte mich sehr gefreut. Und ich mag das Szenario, so diese Mischung aus, aus Mittelalter und, und futuristisch mit dem Jetpack und so. Das, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und dann war es mir so. Mh, nun. Schade. Aber es gibt ganz viele andere Leute, die sehr, sehr viel Spaß an Erlax haben. Also. Ja, ja. ja ich habe die... auch Spaß. Also ich kann nicht klagen. Klar, ich würde es mir wünschen, dass es da ist in, in vielen Dingen. Ähm, beziehungsweise, dass vielleicht das Combat-System gerade halt eben noch besser wäre, weil ich halt so ein Combat-Focused-Guy bin, der halt gerne eben. Den mini spielt. Okay, ist es aber nicht. Man hat ein bisschen Eingewöhnung gebraucht, aber man, man hat dann halt Spaß. Also, ich werde es auch weiterspielen. Ich bin jetzt so bei roundabout 30 Stunden oder so und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich es das auch durchspielen werde. Vielleicht sollten wir zurück zu der, zu der Paris-Geschichte kommen. Wir sind <laughs> ja. völlig abgedriftet gerade. <laughs> das stimmt. Weil ich glaube, die Leute warten, dass wir äh, ankündigen oder den Leuten sagen, was, äh, was rauskommt. <laughs> Nee, hat mich halt eben nur interessiert wegen Alex, deswegen wollte ich nochmal kurz nachfragen. Ja, ähm, Paris Games Week, gab's halt eben Updates zu ähm, vielen Titeln, die halt bereits bekannt waren, unter anderem neuen Trailer für Spider-Man. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Transition aus CGI-Trailer und Gameplay war, da bin ich mir nicht sicher. Es mhm. sah halt sehr nach Trailer aus, muss ich sagen. Datum wurde einfach nur genannt 2018. Wann genau 2018, keine Ahnung. Ich tippe mal nach dem, was wir wissen... Mit den anderen Daten, die gleich noch kommen werden, wahrscheinlich eher Ende 2018. Sah allerdings ganz cool aus. Wird für mich wahrscheinlich ähm, das beste Spider-Man-Zeit Shattered Dimension, weil das war das letzte Gute, was ich gespielt habe. Und das ist auch schon PS3-Ära. Mhm. Und seitdem gab fand ich, kein Gutes mehr. Keine Ahnung, habt ihr noch ein Spider-Man auf dem Radar, was gut war? Weil das, was da auf der PS4 rauskam, war Grütze. Das konntest das du nicht spielen. Grütze. Es gab zwei gute auf der PlayStation 3. Müsste gucken. Ich glaube, das war einmal Spider-Man 2 und Ich muss nachgucken, ich habe so da. Also es gab zwei Teile, die ich auf der Playstation 3 gar nicht schlecht fand und die wirklich Spaß gemacht haben zu spielen. Und danach kam Grütze. Das, ja, war, ja. Also, das war sehr gut beschrieben. Das war nicht das, also, das, das letzte Spider-Man, was ich gespielt habe, war auf dem Gameboy. Also kann ich da nicht mitreden. Und da war <laughs> ich, ich Spider-Man gespielt. Acht Jahre alt. Okay. Ja, wie, war für mich halt ein Highlight, das zu sehen, dass es. Zumindest hohe Production Value hat. Also mhm. zumindest nach den Trailern. Was das Gameplay ist, klar muss man abwarten. Bei den Trailern muss man halt immer ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ja, da gab es halt einen Extended Trailer. Da hat man mehr gesehen. Genau wie beim nächsten Spiel. Um, und das war tatsächlich Detroit Become Human. Das war mir allerdings schon wieder fast in dem Trailer zu viel gespoilert. Da wurde halt eben wieder darauf eingegangen, um, welche Entscheidungen man halt treffen kann, welchen Einfluss die halt eben haben. Sah immer noch ziemlich geil aus. Ist für mich halt ein Spiel wie Beyond äh, Two Souls und Heavy Rain, was halt mit den mit der Story halt steht und fällt. Das heißt, äh, Gameplay ist wieder sehr minimalistisch. Ist die Story gut oder für dich mhm. gut? Ist das Spiel wahrscheinlich gut? Ist die Story langweilig? Ist das Spiel langweilig? Und da wurde halt eben gesagt: äh, Spring 2018, Frühjahr 2018, das ist einer der Titel, die wir dann halt schon relativ bald sehen könnten. Ich werde mir nichts mehr dazu ansehen. Nee, ich auch nicht. Weil es einfach zu viel ist, was ich sehe. Ja. Es, ist, es ist genau das, worauf ich mich bei diesem Spiel so unglaublich freue. Schon als Achievement Hunter zu schauen, wie viele Möglichkeiten gibt es in diesen einzelnen Situationen äh, und, und inwieweit wirken sie sich aus. Und das will ich nicht alles in den Trailern so komplett vor. Jetzt ist ja genug. Wir wissen doch jetzt, dass es so viel auswirkt. Also, ich glaube, es hätte mir immer noch die, äh, die Szene gereicht, die auf dem Hochhaus ist, mhm. von dem Detective. Das, das hatte mir eigentlich schon absolut gereicht zu sagen. Das, das werde ich mir angucken. Wir wissen ja, das ja es gibt mehrere ist, Protagonisten. Genau, ne? wie das nachher zusammenpasst, ob das wirklich nur ähm, einzelne Stories von einzelnen Charakteren sind oder ob die mhm. auch in ein großes Gesamtes passen, weil da hat man ja noch nicht so viel von halt gesehen. Man hat, hat diese Fitzel gesehen, mittlerweile glaube ich drei oder vier verschiedene. Ähm, aber wie du sagst, ich möchte mhm. nicht mehr mehr sehen, weil. Ich gucke mir ähm, mehr. An. Nee. Ich würde es einfach viel. spielen und dann genau. gucken, ob es geil ist. Nee. Ich weiß nicht. Ich mag diese, dieses. Die beziehen sich seit drei oder vier Spielen immer auf diese Entscheidungen und so. Ich ja, genau, darum geht's. Ja, ja, eben. Das ist halt der, der Hauptteil. Und dann hast du halt alles voll mit Quicktime-Events noch und, und das ist dann halt <laughs> das Spiel. Das, ich weiß nicht. Naja, also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen das. Die mögen auch diese Running Simulator oder Walking Simulator, wo einfach eine Geschichte Jetzt rede erzählt wird. Ich mich mal wird. aus dem Fenster. Bitte. Ist es nicht das bessere Telltale. Ja. Weil genau das macht ja. ja Telltale Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele es mittlerweile von Telltale gibt. Das hat mich am Anfang mal mit Walking Dead interessiert. Ja. Dann wurde es schnell relativ langweilig, weil mhm. dann kam eine zweite Season, eine dritte Season, dann kam es irgendwie mit, mit Wölfen, mit, mit Game of Thrones, mit Borderlands. Und im ja. Endeffekt, was mich bei Telltale am meisten stört, was tatsächlich bei den Spielen hier von, von Quantic halt nicht der Fall ist, Du hast halt in Telltale meist nur suggerierte Entscheidungen. Das mhm. heißt, du, du denkst, du triffst eine Entscheidung, aber sie führt trotzdem zum gleichen Ergebnis, egal ob mhm. du dich für A oder B entscheidest. Das hast du halt bei den Spielen hier halt nicht, dass ist, das es ist wirklich hier verschiedene Enden und Einflüsse halt gibt, je nachdem, wie du dich entscheidest. Und deswegen finde ich die Spiele deutlich stärker und kann damit leben, dass es wirklich nur Quicktime-Gameplay ist, mhm. was mich bei Telltale nach zweimal, wo ich das verstanden habe, dann total gelangmalt hat. Mhm. Ich persönlich habe Fahrenheit gespielt damals und fand es genial, auch wenn mich die Quicktime-Events ein bisschen genervt haben damals. Das waren aber so die ersten Quicktime-Events eigentlich. Ich weiß nicht, die, danach habe ich nicht mehr gespielt. Also Heavy Rain und, und ähm, Beyond Two Souls habe ich dann nur noch gesehen in anderen Streams. Das reicht dann okay. ja auch. Also man muss die Story nicht unbedingt selber spielen, glaube ich. Es reicht. Das sind so Spiele, die von Twitch so ein bisschen, glaube ich, ähm, weniger halten oder weniger was haben, außer natürlich, dass man darüber spricht und dass sie dann dadurch ein bisschen Werbung ähm, generieren. So, ich glaube eher, dass, dass wenn du es einmal gesehen hast bei einem Streamer, wirst du es dann selber nicht mehr spielen, was bei anderen Spielen wieder anders ist, weil es hier wirklich rein um die Story geht. Ähm Richtig. Also das ist halt eine indirekte virtuelle Novelle, wenn du so willst. Also das mhm. ist wirklich ein Spiel, was man super gucken kann. Das muss man nicht selber spielen. Und du kannst es wahrscheinlich gerade die Quantic-Dinger bei vielen verschiedenen Streamern gucken, weil jeder sich vielleicht anders entscheidet und dementsprechend mhm. auch andere Storystränge halt haben wird. Ja, der Vergleich mit... Also ich mag sie nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist mir zu und Grüße. Mhm. Ich habe Heavy Rain gespielt und habe, glaube ich, auch nach zwei Stunden ich gesagt, Leute, nee, da. tut mir leid, aber... <laughs> das uh, habe ich mittlerweile bei der, Telltale. Wie hieß der kleine Junge? Ich weiß, ich weiß es nicht, ]nung. keine Ahnung, der Sohn halt. Ja, der Sohn. Das ich werde den Namen wahrscheinlich. Ich werde den Namen gleich im Chat lesen. In Welchem Spiel denn? Uh, Heavy, Heavy Rain. Rain. Heavy Achso. Rain habe ich zu Release gespielt und da war das was, was halt noch nie da gewesen war. Und da war es gut. Aber ich muss sagen, ich habe es auch nur einmal gespielt. So es ist so, ja, es, es war einmal und es war in Ordnung. Was mich gar nicht catcht, ist das andere Beyond Two Souls. Interessiert mich nicht. Das ist so. Ach, Sally, wir können uns die Hand reichen. Life, life is strange, weiß nicht, interessiert mich so gar nicht. Es ja, aber mich das, das meinte ich halt an. mit der Story. Heavy Rain war halt eben so ein klassischer Krimi. Hm? Ne? Wer ist der Täter? Das fand ich halt super. Und Beyond Two Souls war für mich halt vollgeladen, halt wirklich mit, mit Klischees. Also abgesehen von einer Fantasy-Story. War es halt wirklich so übelste Klischeekiste, wo ich mich halt wirklich beim Spielen extrem aufgeregt habe in zwei, drei Szenen. Natürlich musste, ey, ihr das auch noch passieren in dieser Fantasy-Welt, wo ich gedacht habe, ey, ne, komm. Und also Beyond habe ich mich auch nicht so gut unterhalten gefühlt wie Heavy Rain. Deswegen bei ähm, tatsächlich Detroit wird es auch drauf ankommen, magst du die Story, dann wird das Spiel für dich gut sein. Magst du sie nicht, dann wird das Spiel nicht gut sein, weil wirklich viel Spiel dahinter ist halt nicht. Beyond the Souls habe ich übrigens durchgespielt. Und das fandest du besser. Als äh, Heavy Rain. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Naja, weil du sagst, das Heavy Rain hast du ausgemacht und Beyond durchgespielt. Ich weiß Deswegen. nicht, was mich da geritten hat. Wahrscheinlich hat Doc wieder rumgeheult wie eine Mimose. Und damit mir aus Sacke habe ich durchgespielt. <laughs> ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann mit sowas einfach nichts anfangen. Das sind nicht meine St Ich sag nicht, dass sie schlecht sind, aber ich kann, ich habe da gar keinen Bock drauf, die zu spielen. Das langweilt mich so sehr, wenn da. Äh, eine Frau ist in der rote Betewoche oder ein Kerl und der die ganze Zeit da rumquängeln ist so. hm. und dann immer so eine bedrückte Stimmung und alles regnet und alle müssen sterben und ich kann durch die Zeit reisen und meine Freundin, ich bin jetzt lesbisch. Ach nee, das war ja Life is Strange. Oh, fast ähnlich. Das war gerade Ich kann damit. Also <laughs> nee, also für mich, für mich ist das nichts. Ich finde das Spielprinzip, finde ich sehr, sehr cool. Also, finde ich wirklich in der Tat sehr geil, dass du durch die Entscheidung, dass sich äh, äh, vieles ändert und nicht so suggeriert, wie, wie du schon sagtest, bei Telltale oder auch bei Quantum Break. Bei Quantum Break ändert sich auch nichts, die Schlingels. Habe ich zweimal durchgespielt, mich unterschiedlich entschieden und es ist immer dasselbe passiert. Ja, das ist halt diese Sache, die ich, ich kacke. Bei, bei Beyond Two Souls und, und Heavy Rain äh, war das ja anders, aber da holt der, wie gesagt, mich holt da die Story gar nicht an. Kann ich, ich auch Sex and City gucken. Ich habe von Grund auf schon ein anderes Feeling bei, ähm, ähm, Detroit. Es ist, es ist nicht dieses Feeling von diesen anderen beiden Spielen, sondern da hab ich, ich habe da echt Bock drauf. Ich bin ja ich für bin mich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sowas halt sehe, das ist für mich immer so dieser ähm, klassischer Mix aus Blade Runner Story mit AI, Artificial Intelligence, was halt von Steven Spielberg ist und das ja. so ein bisschen gemischt halt die Thematik, ne? können Androiden träumen und in diese Richtung scheint es ja auch zu gehen, weil diese hm. Entscheidung die halt im Endeffekt diese Maschinen ja treffen sollen, sind ja allesamt menschlich und nicht mehr dann irgendwie rational begründbar oder eben auch ja, auf, äh, auf Direktiven, genau, ne? genau, und das ganz ist, genau. Ich, ich, das ist vielleicht das, was mich so ein bisschen an annagt an der Sache. So, oh, doch, ne? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie es wieder vollpacken mit Klischees. Und ja, das die, hoffe ich nicht. Die das Story nicht. eben wieder so. Es gibt halt gute AI-Stories und es gibt halt eben so klischeegeladene AI-Stories. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung nach Heavy Rain und, und vor allem halt Beyond Two Souls, dass sie da auch. Will. Ich meine, sie, sie zeigen schon diese, diese Wahl zwischen ähm, gut und böse und, und also nicht jetzt ganz so schwarz-weiß. Natürlich hast du dann mehrere Auswahlmöglichkeiten und nicht alles ist richtig und alles ist falsch. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie es ein bisschen wieder übertreiben werden. Mit dem, dem, ähm, Androiden sind doch auch nur Menschen in Metallform und sie denken so doch viel, genauso. So viel Gedanken mache ich mir da noch gar nicht. <laughs> Gesehen? Ich würde es spielen und würde es mir angucken genau. und dann gucken. Ganz also genau. so viel. Da möchte ich auch nichts mehr zu sehen. Das hm. ist nicht gut. Vielleicht das nächste Spiel dann was für Dizzy. God of War. Wurde oh. eigentlich ein kleiner Schnipsel nur gezeichnet, ein kleines Combat-Gameplay. Ähm, Wobei das war, glaube ich, Gameplay und zwar wie halt eben Kratos mit seinem Sohn halt interagiert und das Ganze angekündigt für Early 2018, wo ich denke, dass es halt bis Ende März noch nächsten Jahres halt rauskommen wird. Sieht geil aus, wird wahrscheinlich aber vielen Fans, ich will jetzt nicht sagen, vom Kopf stoßen. Es geht halt weg vom klassischen God of War Gameplay, ähm, was halt Slay war, sondern eher so in die Richtung eines, ich nenne es mal Darksiders. Also so würde ich es jetzt halt eben beschreiben. Es sieht halt eben erwachsener aus oder deutlich anders. Ich finde es geil. Weil nach den ganzen God of War-Teilen habe ich persönlich gemerkt, die Luft ist raus. God of War 3 so als absolutes Highlight, wo dann Ascension schwächer wurde, weil sie mhm. halt drei nicht mehr toppen konnten. Ähm, ja. Was sollen sie machen? Und deswegen jetzt der Versuch des Reboots komplett halt das Setting so ein bisschen zu ändern, beziehungsweise das Combat-System. Es sieht halt eben aus wie: ja, es erinnert mich wirklich krass an Darksiders. Ich mag schon, ich habe schon Schwierigkeiten ein bisschen mit der Kamera. Es ist mir zu. Es ist auf jeden Fall, es flotter, als ich wie ich gedacht habe, was ich vorher nämlich gesehen habe zu God of War, war mir so ein bisschen träge. Und ich bin es gewohnt, in God of War Gas zu geben. Und das, was ich gesehen hatte bis dahin, war so. Das war jetzt wenigstens schon ein bisschen schneller, was ich sehen konnte. Ich bin aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit, 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 mit der. Ich bin so ein bisschen. Ich liebe God of War. Ich habe die Teile alle gespielt bis auf 100 Prozent und ich finde sie großartig und mir fehlt schon so ein bisschen. Es, weiß ich noch nicht. Also es ist so. Mh. Du hast alle Let. auf 100 Prozent gespielt? Ja. Alter, Nein, als, als, als Dingsbums nicht. Das war der einzige, den ich nicht auf 100 Prozent gespielt habe. Ich bin verzweifelt jetzt hat. beim ersten Teil, den haben wir letzte Woche fertig gespielt. Im ersten Teil die. Die Säulen, wo du diese Säulen mit diesen Drehschneidern hochkraxeln musstest. Ich glaube, wir haben über zwei Stunden für diese Säulen gebraucht. Und Hast eine du die dritte Herausforderungen gemacht? Nee. Die nee. sind gut, da, nee. da kommst du ans spiel nee. <laughs> nee, klar. Also ich, ich, ich bin ein großer God-of-war-Fan. Und für mich vielleicht als so eingefleischter Fan, ich weiß so nicht, was ich von dem Kind halten soll. So. Also, ich, mir, sind die, mir sind die Tränen gekommen, als das angekündigt worden ist. Ich habe Kratos da rausgekommen, sind so wie so, oh, Kratos! Und dann habe ich dieses kleine Kind gesehen, wer ist das denn? Was ja, das ist wahrscheinlich nur ganz kurz am Anfang und dann verschwindet der, aber dass der die ganze Zeit da ist, weiß ich noch nicht. Naja, scheint ja aber auch ähnlich wie bei äh, Hellblade ist es ja, Tipps dann in den Kampf halt reinzuschreien, ne? dass er halt so ein Sidekick halt ist und auch oh, wirklich toll, nützlich da sein steh ich soll. total drauf. Ich mag es eigentlich auch nicht, weil ne, als Streamer redest du selber und wenn permanent jemand bubbelt, ist es super nervig. Ja, ähm, ich hoffe, dass es das halt nicht zu viel gebubbelt wird von ihm. Dann so wie Backseat Gaming, ne? da verbietest es im Chat und dann genau. es, macht es das Spiel die ganze Zeit. <laughs> das ist etwas, was mir bei Assassin gerade so ein bisschen sagt, Alter, wenn du den Satz jetzt noch einmal wiederholst, dann klatscht aber kein Beifall. Ne? Das, das mag ich nicht. Also so. Ich finde, es sieht halt aus wie ein God of War von Naughty Dog. Ja, so. zum, genau. Oder das ein Last oder ein Tomb, Tomb Raider. Mit, genau. mit Kratos. Und wenn ich daran denke, so God of War war halt immer. Es hat halt Spaß gemacht, dieser fucking brutale Dude zu sein, der auf alles scheißt und du hattest auch Quicktime Events. Das hat letztens äh, ein anderer Streamer hier ähm, Excessive Profanity schön zusammengefasst. Es gibt schlechte Quicktime Events und es gibt gute und God of War ist einfach das Beispiel für die besten Quicktime Events. Du hast in mhm. einer Szene hat Kratos einen Typen beim Kopf gefasst und du musstest per Quicktime Events diese zwei Kios. Sticks reindrücken und Kratos hat ihm die Augen in den Schädel gedrückt. So, das sind Immersionhafte äh, ähm, Quicktime-Events und das Spiel war so mhm. brutal. so du hast Leute in der Mitte zerrissen, du hast ihnen den Kopf vom Leib gerissen. Das sieht mir ein bisschen mehr nach Wischiwaschi und. und ähm, Aber auch Kratos muss mal in Rente gehen. Ja. Aber kann er dann nicht einen, ja, einen genauso brutalen Sohn haben? Vielleicht würde er, vielleicht ist der Sohn ja noch viel brutaler als Kratos. Das hoffe ich. Das hoffe ich sehr. Also, ich bin auf jeden aber Fall im sehr gespannt Effekt, auf mein, die Änderungen. Ich meine, jetzt, Muss wenn sie sagen. im vierten, vierten Teil sind und mal ein Reboot machen, äh, wird es doch langsam Zeit, dass sie mal was Neues ja, machen. Natürlich, natürlich. Von daher, man lässt sich halt einfach mal überraschen. Ja. Ich hätte Übrigens, ganz äh, ist, übrigens, Leth du wirst das noch sehr häufig sagen, ob, Dizzy, ob das was für Dizzy ist. Ich mag ganz viele Spiele nicht, kann sich schon mal dran gewöhnen. <laughs> Der Chat denkt immer, ich bin schlecht drauf, aber ich mag einfach gewisse Spiele nicht mehr. Ich habe halt schon meine 500 Spiele gespielt und wenn was schlecht ist, dann sage ich das halt einfach. Oh also wow. ihr den Satz, den wirst du noch sehr häufig sagen. <laughs> Schön, nee, aber wie gesagt, das war so eines meiner Highlights. Wie schon gesagt wurde, nach vier fünf Spielen beziehungsweise mit den PSP-Ablegern irgendwann muss was Neues kommen. Ist ein Versuch. Ich denke mal, es wird einige Leute abschrecken, die die Alten super geil fanden und nichts anderes wollen. Ähm, es wird aber vielleicht neue Leute ins Boot holen, weil es halt einfach cool aussieht und ein cooles Actionspiel halt ist. Kratos weglassen hast du das Problem, Sally. Ist der Name, ne? Das ist eine Marke. Allein wenn ja, äh, die Marke droppst, gucken die Leute ich hin. Weiß. Aber man hätte den Bruder, also wenn du die Folge, ne Man hätte den Bruder nehmen können oder so. Ja, aber so. was ich ist das denn nicht. für ein Titel? God of War's Brother. What? <laughs> God, ja. of Wars, God of War ist God of War, es steht ja nicht Kratos da. Also von dem her. Es war eigentlich, ist Kratos mit dem dritten Teil, war die. Weißt du? Nein, es, war so, es, nein. Am Ende, es war ein wunderschöner Abschluss. Aber am Ende gab es trotzdem noch den kleinen Teaser, dass es weitergeht. Es ja. war aber ein wunderschöner Abschluss. Trotzdem so, haben man sie hätte dieses äh, den letzten da, diesen AA, ah, a ah, ah, assassin bla, bla bla den hätte man schon weglassen können. Und das da ist halt jetzt so neu. Mir fehlt die ganze Sicht von früher, dieses weite Rauszoomen von der Kamera. Und die kommt. Das, das fehlt mir alles. Ich bin, ich werde es spielen. Ich habe God of War 3. Aber ich bin noch nicht gehypt. Ich habe God of War 3 letztens erst noch durchgespielt. Endlich mal. Hm? Und ich muss persönlich sagen, ich fand die Story bis 75 Prozent ins Spiel rein, genial. Und dann hat es tatsächlich ein bisschen nachgelassen für mich, weil ähm, Kratos dann diese, diese, diese ähm, Heldengeschichte zu Ende bringen musste und die mussten irgendwas reinbringen, um ihn wieder zum Menschen zu machen quasi. Und dann haben sie ihn ein bisschen verweichen lassen. so Er wurde dann plötzlich, hat sich dann um, um dieses kleine Mädchen gekümmert und gesorgt. Dann äh, diese allerletzte Und Pandora. Ja, genau. Und die, dann diese allerletzte Szene in dieser Dunkelheit, dann, wo er halt äh, mit seiner Vergangenheit nochmal konfrontiert wird und sowas. Und das fand ich auch schon ein bisschen schwierig, weil ähm, für mich entweder du hast halt so einen so einen Doom-Guy, der, der einfach alles abballert und auf alles scheißt und am Ende alles wegknallt, oder weißt du? Aber das ich ist jetzt mein persönliches Gusto. Ich fand's nach den du letzten vier Teilen. du nicht? Es sind, ja, sind ja vier, vier Teile super. vorher. Und es ist so gesehen es ist God of War 3 der fünfte und da finde ich einen perfekten Abschluss für. Wenn man die Geschichte so eins zu eins durchverfolgt, war es der perfekte Abschluss. Na ja, gut, aber das Spiel heißt ja auch mit Absicht nicht God of War 4 oder hat einen Untertitel, es soll ja halt einfach so nur God of War in Klammern Reboot, weil ich, ich könnte ist ja keine mir Zahl vorstellen, dran, dass sie tatsächlich den Sohn quasi einsetzen wollen und dass deine Geschichte hiermit anfängt und Kratos dann so ein bisschen weniger wird. Das wäre meine Frage. Äh, darf ich kurz? Ja. Chat, es ist einfach, Slabby hat mehr Upload, konstanten Upload und lädt mit mehr Bildrate hoch und empfängt alle Kameras besser. Das hat nichts mit Skype zu tun, weil wir Skype gar nicht benutzen. Also, worauf kann ich diskutieren. Slabby hat besseres Internet und mehr Upload. Punkt aus, fertig. Nutzen die gleiche Technik wie immer. Genau, ich die gleiche Technik wie immer, nur anderes Internet bei jemand anderem zu Hause. Ist alles, alles in Ordnung, Leute. Das liegt, wenn dann immer an mir, wenn es vorher schlechter war. Also, Slabby hat besseres Internet. Ganz einfach. Da braucht ihr euch nicht wundern. Wo wir von Reboot reden, äh, The Last of Us. Mh. Ja, mmh. ja. achso, Last of Us. Mmh. Ich hab mir das. Uhuhu. Jetzt haben wir aber eine Sache übersprungen, die müssen wir gleich noch. Ja, ich aber das, das ja war halt machen. ein perfekter, das wär, war halt ja. für mich ein perfekter Übergang, um da reinzugehen, weil das hätten sie, das sollen sie zulassen. Das okay. sollten sie zulassen. Das sollten sie nicht öffnen. Absolut nicht. Das sollten sie zulassen. Was mhm. meinst du? Also ich habe The hab Last of Us, Last of Us. 1, 1 noch nicht gespielt ich auch nicht, aber was? ich habe es gesehen. Bei ja, allen. immer noch nicht. Nein, ich habe es gar nicht gesehen. Ja, ich weiß. Ich mache es noch. Ich, ich mache das jetzt irgendwann. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Und ich bin noch nicht gespoilert worden. Na gut, dann <laughs> muss ich jetzt ja was sagen, ohne dass es dann schon Spo Spoiler gibt. nur nee, ähm, nee, nicht das Ende bitte. Das würde ich jetzt nee, nicht gespoilert nee, ähm, haben. Also sagen wir mal so: Es war mir schon klar, dass eine Fortsetzung kommen wird. Das war so an unsicher ja wie das Arm in der Kirche. Was, was ich jetzt halt nach dem Trailer halt ja, das Spiel schlägt halt wieder härtere Töne an und wie hat der Trailer war schon echt harter Work muss ich sagen und hat ja auch direkt eine Diskussion halt nach sich gezogen, ob halt diese Gewalt in Videospielen halt überhaupt gezeigt werden sollte, gerade halt in Trailern, um damit eben Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, ja und Naughty Dog hat alle halt einfach nur geantwortet, ja ist ein Spiel für Erwachsene, also von Erwachsenen für Erwachsene. Punkt. Und ähm, aber wie hat wenn das Spiel so rauskommt, man hat leider noch kein Gameplay gesehen, aber die Trailer ist auf jeden Fall schon eine gewaltgeladene Story. Mhm. Fand ich auch interessant, dass sie jetzt noch ähm, komplett andere, andere ähm, Charaktere mit eingeführt haben. Ähm, da da frage ich mich auch, ob sie jetzt wirklich so diesen GTA 5-Weg nehmen, dass man mehrere Charaktere quasi oder zumindest die Stories von verschiedenen Charakteren an verschiedenen Orten ähm, die ganze Zeit mitbekommen wird. Weil im ersten Trailer bei der E3 war ja, war ja die, die, Kla ja, wie hieß sie? Ich habe das ja auch nicht gespielt. Hm? Das Ellie? Mädchen. Ellie, genau. Ellie. Richtig. Ja. Ähm, haben sie ja Ellie gezeigt, wie sie Gitarre gespielt hat. Jetzt waren halt Charaktere, die man überhaupt nicht kannte, ähm, die sie gezeigt haben. Also vielleicht wagen sie sich da ein bisschen weiter raus. Geschichtstechnisch. Ja, wobei so ein bisschen diese Switches hat es ja minimal schon im ersten Teil. Ähm, dann würden sie es halt eben nur ausbauen. Es war, glaube ich, aber auch nicht klar, welche Charaktere das sind. Sie wurden halt nicht namentlich hier im Trailer halt genannt. Man kann mhm. jetzt halt eben raten, äh, Rätsel raten, um wen es da überhaupt in diesem Trailer halt ging. Ja. Ähm, zeigt halt ein bisschen die Technik, man hat kein Gameplay gesehen, macht halt wieder Lust auf das Spiel. Genannt wurde kein Datum. Ich glaube tatsächlich, dass sie erst Days Gone veröffentlichen werden, weil es eine ähnliche Zombie-Thematik hat wie Last of Us. Also Days Gone sch schätze ich mal 2018 und Last of Us, weil kein Datum genannt wurde, frühestens 2019. Mhm. Das hätten sie auch, das sollen sie zulassen, so, das ist vorbei. Die Story war gut zu Ende. Das war gut, das war schön. Dann hat man nach dem DLC, nach dem Spiel war alles so... Oh. Da hast du gedacht, bitte kein Zweiteil. Weil ich habe immer gehofft, als die Gerüchte aufkamen, ja, es kommt Zweiteil. teil mm -mm, mm -mm. Und jetzt machen sie das. Und das ist so, mm, ich weiß nicht. Das könnte einiges kaputt machen. Weil, also The Last of Us war wirklich von vom Stimmung, von der Stimmung her und von der von der Story her, von den Gefühlen her, so eine, so eine richtig gute Mischung. Also, das war wirklich eine exzellente Mischung. Und das nochmal hinzulegen, uff. Ja, aber ich sag mal, bei Naughty Dog habe ich Vertrauen, dass sie es hinkriegen. Ich meine, sie haben auch letztendlich nächsten Drake halt immer ganz gut hinbekommen, ähm, wenn sie halt das Gameplay noch ein bisschen verfeinern. Was ich interessant finden würde, ob sie halt vielleicht nochmal so ein bisschen äh, eher so in eine Richtung Open World halt gehen würden, weil die Elemente waren jetzt ja auch beim letzten Uncharted halt drin, ob sie daraus äh, das eben als Test genommen haben, um halt eben so eine Welt zu generieren. Um, oder ob es halt wieder sehr, sehr schlauchig bleibt, um die Story halt sehr, sehr dicht zu halten. Kleiner, Open World hast du halt die Probleme, dass die Story halt verwässert, weil du weißt halt nie, was der Spieler als nächstes genau macht. Um, ist halt die Frage, für welchen Weg sie sich halt entscheiden. Also, wenn Naughty Dog anfängt, Open World zu machen. Dann habe ich meinen Glauben verloren an eins der besten Studios, die es gibt da draußen. Ja, in Uncharted hat es ja die Passagen schon drin in der Wüste, wo du dich mehr oder minder so ein bisschen in so einem Areal freier bewegen konntest, um halt Schätze halt zu looten oder optional ähm, komplett halt zu lassen, wenn du keinen Bock hattest. Ja, die Tendenzen waren ja schon im letzten Uncharted halt drin. Die Frage ist, ob sie es halt eben testweise gemacht haben ähm, und ein bisschen experimentieren wollten oder äh, ob sie sagen, okay, lassen wir komplett wieder weg, bringt nichts. Das wäre sehr schön. In jetzt Last Legacy oder wieder das hieß? Meinst du? Äh, Wie ist das? Wie hieß denn jetzt der vierte Teil? Ach, der vierte Uncharted Teil? Charter vier. 4. Ach so. Genau. Nee, ich dachte, du meinst jetzt den mit den beiden. Nee, Mädels. nee, im, im vierten Teil, mit Nice Drake, der noch. Da waren ja halt in dieser Wüstenpassage, wo du mit dem Auto, mit dem Jeep rumgefahren bist, konntest ja halt sagen, du nimmst den direkten Weg quasi zum Ziel oder du guckst dich im gesamten Areal um und suchst halt Schätze oder ähm, halt Gimmicks für Trophies oder so. Ja, das war ja so eine Mini-Open World. Ja, ja, das hat ja jetzt der, der, ähm, dieses kleine. Da mit den zwei Mädels, ich weiß nicht, wie es hieß. das ist Last Legacy? Irgendwie so in die, yeah. in die Richtung. Wir die haben es noch nicht gespielt, das Lost DLC. Legacy. Der ist genau. tatsächlich, genau, oder Lost Legacy, genau. Der ist ja. tatsächlich so. Also ich hab's noch nicht durchgespielt, aber das, der Großteil bewegt sich nur auf einer Map tatsächlich. Und du fährst halt hin und her mit dem Auto und löst Rätsel und, und kommen natürlich mhm. auch die lame, wie ich finde, Schießpassagen rein und dann mal ein bisschen äh, rumge äh, Stealth. -e. So, das stellt mich immer an Naughty Dog. Deswegen gucke ich die Spiele auch lieber bei Streamern, als sie selber zu spielen. Weil das Spiel einen, genauso wie die Tomb Raider Sachen, auch einen immer zwingen. Äh, hier musst du jetzt stealthen, da musst du jetzt schießen, da darfst du jetzt endlich mal wieder ein Rätsel lösen. so Ich spiele die Spiele mhm. nur, um Rätsel zu lösen, um diese coole Story zu erleben. So, das ist für mich Naughty Dog. Und diese Schießpassagen, Aber die einfach nur Naughty dieses Dog Spiel lang Ja. Ja. Was wolltest du sagen? Äh, da finde ich, Naughty Dog hat halt echt äh, besten Konsolen-Aimbot hingelegt, den es gibt. <laughs> ja. In Anscha 4 und... Und das macht das Spiel so unglaublich toll, weil du kannst auf das Schießen einfach scheißen. Du brauchst nur. Zack, 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 zack. Richtig. Zack, schießen geht da ruckzuck. Aber und dann rennst du durch vor. und Wim, dann, dann bist du fertig so. Ja. Wegen des Gameplays spielst du die Spiele halt nicht. Der Eben. hat sich nämlich seit dem ersten Teil hat sich da nicht viel getan. Es ist halt einfach ein, ein, ein Railgun-Shooter, wenn du so willst, wo halt eine Story- und Rätselpassagen dazwischen sind. Also es, da muss man sagen, hatte sich eigentlich jetzt der die Tomb Raider-Reboot, die beiden Teile, deutlich besser entwickelt als Uncharted, weil da halt deutlich flüssigeres und besseres Gameplay drin war, meiner Meinung nach. Und Uncharted ist halt seit jeher. Naja, wie gesagt, äh, wie du schon sagst, einfach äh, L1R1, ein ähm, bisschen aim, ein bisschen schießen und Rätsel lösen und nächstens Sprüche halt hören. Ja. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich ist Reboot. Wurde auch angekündigt. Bzw. angekündigt war es schon, aber jetzt haben wir ein Datum. Wir ähm, hat eigentlich von Reboot geredet. <laughs> du hast gerade Reboot gesagt. Wahrscheinlich. Da du was? Ja, ja. Du meinst Fortsetzung. Sports, ja, das ist halt aufgemacht wird. Ja, nee, genau. Reboot meine ich nicht. Nee, nee. Ja, ja. Aber also tatsächlich, wenn es halt um, um Reboots geht, äh, kommt jetzt hoffentlich äh, mal eins, das richtig einen drauf legt. Und zwar das, ähm, was heißt Reboot? Es ist ein Remake. Remake. Ähm, mhm. Von Shadow of the Colossus. Äh, oh, das und das sieht so toll aus! Das sieht tatsächlich toll aus. Da kann man sich aus, nicht ja. vorstellen, dass es ein PlayStation 2 Spiel ist. Es ist so, ich habe nur so geguckt, so. Oh, und ich werde sowas von nochmal spielen. Oh, es ist so toll. Mich hat eine oh, News ist... zu dem Thema halt abgeschreckt, muss ich sagen. Und zwar, ähm, also, es wurde eben nochmal jetzt ein Datum halt genannt. Ich weiß nicht, ob das vorher bekannt war. Release ist der 6.2. nächsten ja. Jahres. Also im Februar können wir das Spiel spielen. Ich habe den auf der PlayStation 2 nicht gespielt. Ich habe das HD-Remake auf der PlayStation 3 versucht zu spielen. Habe wegen der Steuerung abgebrochen. Habe so die ersten drei, vier Kolosse gemacht und habe dann aufgegeben. Jetzt soll das Ganze halt nochmal überarbeitet rauskommen. Aber. Und da hatte Kotaku die Möglichkeit, das Spiel schon mal anzuspielen. Und sie haben in dem Artikel geschrieben, sinngemäß, ähm, das Spiel ist noch genauso clunky von der Steuerung wie damals, aber es ist dreimal so episch. Ja. Es ist die Frage, ob man sich damit dann doch noch auseinandersetzen kann, wenn einem vielleicht schon The so Last Guardian, was halt ja schon für die PS4 rausgekommen ist, auch schon zu klunky war. Weil da wird es wahrscheinlich nicht unbedingt so viel mehr geben, als dass es da schon bei Last Guardian gab. Das heißt, wer auf das Allheilmittel eine bessere Steuerung wartet, so wie ich, wird vielleicht enttäuscht sein. Es wird halt nur nochmal epischer inszeniert sein. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe auch ähm, den, den, also den Teil, da habe ich, glaube ich, die ersten zwei, drei ähm, Kolosse besiegt. Und fand die Steuerung eigentlich nicht so nervig, muss ich zugeben. Ähm, auch bei, 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 was habt ihr gerade gesagt? Verdammt, ich hab den Namen vergessen. Las ähm, Guardian. Las Guardian fand ich es nicht so schlimm. Klar, hat's mal ab und zu genervt und so. Und man ist Besseres gewohnt heutzutage. Aber ich fand, es ging noch ähm, bei Las Guardian. Also, ich freue mich Nur auf jeden Problem. Fall drauf, es endlich spielen zu können. Also, es endlich zu spielen und dann auch noch in so einer schönen. Grafik, weil das sieht einfach wunderschön aus, was wow. sie da gezeigt haben. Ja. Also, ich habe zum Glück, ich ähm, komme fast mit jeder Steuerung zurecht. Das ist für mich kein. kein oh, es ist, oh, ich freue mich so drauf. Das ist, äh, ich freue mich so drauf. Ich bin so. Ich, ich habe so gehofft, dass vielleicht ein oder zwei Kolosse zeigen, aber mhm. ähm, ich bin so gespannt. Ich freue mich da drauf. Ist für mich ein unglaublich tolles Spiel, ein, ein Meilenstein damals gewesen und. Ein, Einfach, oh, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und das sieht so gut aus. Also, das, das, das wow. Ich finde es ein bisschen schade, ja, ich werd's mir Definitiv natürlich... auch angucken und hoffen, dass ich halt mit der Steuerung klarkomme, Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass natürlich jeder mittlerweile die Story kennt. Ähm, oder die meisten zumindest die Story kennen. Ähm, weil die auch <laughs> relativ nicht. wichtig ist. Oder ein Spiel. Wenn ich eine Steuerung höre, dann ist das eh nach einer Stunde wieder aus. So schlimm ist sie nicht. Ist halt, fertig. Nee, person. fand ich auch nicht. Ich, also, ausprobieren wäre ich so oder so, aber ich sage halt, dann mache ich es halt aus. Ja. Ich, also, wie gesagt, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mich da, ich will mich gar nicht mehr ärgern. So. Ich mache es einfach aus und dann ist gut. Du musst halt viel klettern. Es gibt ja klettern. andere Leute, die das spielen. Ja, du musst halt viel klettern in dem Spiel. Und dann stört die Steuerung häufig, weil du auf beweglichen Dingen kletterst und. Ist das wie bei 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 dem wie hieß das Spiel mit dem Hund und dem kleinen Jungen Last Las Guardian. Das war so ein Unfall. Die Kamera ja, Pest ja, ja. So war ein so Spiel. ein Nein. Unfall. Unglaublich gutes Spiel. Unglaublich ich habe bis jetzt gut. aufgrund mich von, nicht eine von gewissen aufgeregt. Streamern, die ich geguckt habe, die dann sehr sehr geraged sind bei dem Spiel, habe ich es bis jetzt noch nicht gespielt Last Guardian. Ich muss mal irgendwann mich noch mal rantrauen, gesagt, Ich habe sowohl damals Alko probiert. Ähm, da bin ich bei der Passage mit dem Wasserrad, habe ich aufgehört, weil das so framegenau springen war, das nicht meins ist. Shadow of the Colossus hatte ich aufgehört, weil irgendwann die Steuerung und Last Guardian habe ich deswegen halt eben gar nicht erst angefangen, aber das muss ich nochmal nachholen. Einfach nochmal gucken, ob es halt wirklich besser geworden ist. Ich habe mich da null aufgeregt über die Steuerung. Ich habe das einfach so, ja, ist halt so, ne? Und es war so ein, ein unglaublich, also Last Guardian das ist unglaublich toll. Ich fand's auch gut. Und mich hat die St Steuerung tatsächlich da nicht gestört. Ich finde man, man, aber ich komme halt aus dieser N64-Zeit, wo jedes Spiel noch eine kleine Latenz hatte <laughs> und man sich immer erst daran gewöhnen musste. Das heißt, vielleicht liegt es daran, dass ich es in den Händen habe, mich an diverse Steuerungssachen. Gut, Gegenbeispiel, um, um, um jetzt da nochmal was zu sagen, bei Alex komme ich ja zum Beispiel auch klar. Es ist die Frage, ähm, wenn die Steuerung klunky ist. Und das Spiel aber nicht erwartet, dass du präzise steuerst. Hm. Kann ich das ja noch verstehen. Aber wenn das Spiel voraussetzt, dass du halt gut steuerst, also wie jetzt bei Ico, genaues Springen an irgendwelche Gegenstände, hm. aber dass die Steuerung einfach nicht hergibt, dann regt mich das auf. Wenn das Spiel halt super forgiving ist und du halt sagst, äh, ist egal, ob du jetzt eine Sekunde früher oder später springst, dann ist das egal. Ähm, das fand ich, das passt halt eben nicht. Und früher waren die Spiele halt, ja, gut, es kommt drauf an, welche Spiele waren halt eben vielleicht etwas, ähm, ja, verzeihbarer, dass du halt eben nicht so genau steuern musstest. Ich werde spielen. Aber sowas. Ja gut, das mache ich auch, ja. Zumindest noch reingucken. Und ich freue mich drauf, sehr freue ich. Ich freue mich drauf, seit die es auf der E3 angekündigt haben. Weil ich es tatsächlich noch nie komplett durchgespielt habe. Gucken wir das auch mal Das wird gut. Das nächste Spiel kam komplett aus dem Nichts. Ja, wobei nicht komplett aus dem Nichts. Ich habe vor der PSG schon gesagt, wir haben schon lange nichts mehr von Sucker Punch gehört. Mhm. Ich hätte jetzt also die, die Macher von Infamous bzw. von Sly Raccoon und da war halt schon lange nichts mehr da nach Last Light, ähm, beziehungsweise dem DLC. Second Sun, so, nee, Second Sun und Last Light, so rum hieß es. Ähm, ja, und sie haben dann tatsächlich auch was angekündigt. Und zwar, ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Ghost of Tsushima. Tsushima. Oder Tsushima. Tsushima, keine Tsushima. Ahnung. Und ähm, ja, am Anfang dachte ich, wo halt noch nicht genannt wurde, von wem das Spiel ist, dass es irgendwie aussieht wie Nio 2. <laughs> mhm. hab ich auch. Ich dachte gedacht. auch erst, oh jetzt kommt das Add-on für, für ähm, Nio oder so. Mhm. DLC. Ja, dachte ich tatsächlich auch. Sieht, muss ich persönlich sagen, sehr, sehr interessant aus, weil ähm, diese ganzen Zuckerpunch-Games, fand ich, sahen immer schon ganz interessant aus. Ich habe sie einzig und allein aus dem Grund raus weggelassen und sie nie gespielt weil mich einfach immer diese Protagonisten genervt haben. So ich kann oh, mich nicht kann auf einen verstehen. Protagonist einlassen, der die ganze Zeit diese pseudo coolen Sprüche raushaut. Und das war halt bei Infamous mhm. immer so. Und das kotzt mich einfach irgendwann an. Und das hat mich auch an, an ähm, ähm, ach Kacke, jetzt fällt mir das andere nicht ein. Ähm, ist auch egal. Aber ihr wisst was ich meine? Diese diese Spiele, wo 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 der wo man jemanden steuert, den man selber Kacke findet. So die möchte ich nicht spielen, weil ich möchte mich ja. ein bisschen identifizieren mit dem Typen. Und das, wenn sie jetzt die, die Spielweise nehmen, oder, oder zumindest ihren Skill, den sie jetzt in den anderen Spielen bewiesen haben und den auf ein bisschen ernsteren Ton eben auf Samurai äh, rüberbringen, dann finde ich das gut. Dann finde ich das sehr gut. Einen sehr, sehr guten Schritt. Ähm, und da freue ich mich drauf. Ja, das Einzige, was mich halt ein bisschen, also es soll, man sieht jetzt hier den, den Trailer, den sie gezeigt haben, man hat halt kein Gameplay gesehen, es soll ein Third-Person-Action-Stealth-Spiel halt werden. Und ich mag halt prinzipiell dieses Japano-Setting, nenne ich jetzt mal einfach so nicht. Wie gesagt, halt hätte mir auch besser gefallen, wenn es halt Fantasy oder Sci-Fi gewesen wäre. Okay, ähm, angucken werde ich es mir wahrscheinlich, weil es halt eben sonst richtig handwerklich gut aussieht, was uns erwartet. Am Gameplay müssen wir abwarten, weil es wurde auch kein Datum genannt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das werden wir frühestens wahrscheinlich auch 2019 dann sehen. Ja. Vermutlich. Das war quasi eine der von dem anfänglich sieben genannten Neuankündigungen, die. Einzige große aaa neuankündigung Die restlichen sechs waren mehr oder minder halt Indies, in Anführungsstrichen leider Indies. Mhm. Das heißt, wer halt eben auf was von From Software gewartet hat oder so, da wurden wir an der Stelle schon mal ein bisschen vorgegriffen, enttäuscht. Da kam halt nichts. Das heißt, die Frage ist, ob wir dann vielleicht Ende des Jahres auf der PlayStation Experience noch was hören, wobei ich glaube, dass die definitiv kleiner ausfallen wird, wenn sie jetzt schon, schon so viel auf der Games Week in Paris halt rausgehauen haben. Ja, da kommt ja noch eventuell was von Sony. Ja, wie gesagt, ich glaube fast nicht. Ich glaube eher, dass sie das mittlerweile als Happening dann etablieren wollen okay. und nicht mehr als Newsplattform, weil das ist tatsächlich ähm, die erste Dezemberwoche ist die äh, PlayStation Experience. Genau. Da noch großartig fürs Ende des Jahres anzukündigen ist sinnlos, weil das Weihnachtsgeschäft ist da mehr oder minder schon vorbei. Was sollen sie dann noch ankündigen? Mhm. Warten wir mal ab. Ich, ich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles, wo Sony dabei ist, werde ich hoffen, dass From Software auch dabei ist und irgendwas ankündigt. Es wird mal <laughs> langsam From Zeit. Software Fanboys, oh Mann. <laughs> ja, das nächste Spiel. Wusste ich überhaupt nicht zuzuordnen, was es sein soll, aber ich fand es super interessant raus. Und zwar Concrete Genie, oder wie man das ausspricht. Jenny? Ich weiß Genie. es nicht. Ja. Ähm, ähm, ist halt mehr oder minder ein künstlerisches Spiel, wo man halt... Ein Jungen spielt, der einen Zauberpinsel hat und damit seine Stadt anmalen kann. Er hat wohl keine Freunde und kann sich damit Freunde zeichnen, ähm, hat wohl relativ Probleme mit anderen Gruppen oder so, die ihn da auf den Sack gehen. Sah auf jeden Fall das, was man im Trailer gesehen hat, ziemlich cool vom, vom Stil halt aus. Also das, was ich gesehen habe, würde ich gerne spielen. Ich auch. Ich fand das schön, dass man den Monstern, wenn man diese malt, man kann entscheiden, ob verschiedene Hörner, wie sie aussehen sollen und so. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, das könnte ein Unglaublich schönes Spiel für den Stream sein. Da freue ich mich wirklich drauf. Und ich hatte vorher nichts davon gehört. Ich habe nur nee. geguckt, denke ich mir, oh, wie schön, und oh, guck mal, die Monster und das Ganze. Es sieht halt, das ist so, oh, abends kommt, lass uns noch was zocken, wir spielen das. Es sieht bezaubernd äh, aus. Freue mich. Ich bin gespannt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt überhaupt nichts darunter vorstellen, wo da irgendwie die, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die Spielmotivation halt herkommen soll. Aber kann ja sein. Also, ne, man, man sieht zwar, wie man das, wie man da irgendwie Monster malt und so, so ein bisschen in Richtung Where the Wild Things are, sieht das ein bisschen aus. Ähm, wer die Kindergeschichte kennt. Ähm, äh, ja. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert hat? Ja. So ein kreativer Sandkasten wie Little Big Planet zum Beispiel. Nur jetzt halt quasi nicht in im Sidescroller-Format, sondern halt eben in der 3D-Welt, dass du da halt eben mit deinen, nicht mit Stickern arbeitest, sondern halt die Wände anmalen kannst. Und dass das Ganze halt so ein kreativer Baukasten ist, mhm. wo halt vielleicht sogar dann in dem Fall, wie man jetzt ja auch im Trailer sieht, noch eine Story halt dabei ist. Mhm. Ich lasse mich überraschen, aber ich habe für mich persönlich noch zu wenig Gameplay gesehen. Also halt von dem tiefer gehenden Gameplay. Man sieht zwar, was man macht, man sieht ein bisschen die Story, aber wie beides jetzt miteinander spielen soll, verstehe ich noch nicht. Oh, das ich finde, das ist, das ist so witzig, euch da so zuzuhören. ne? Für mich ist, ich habe das gesehen, ich war verzaubert. Spiel ich. <laughs> Interessiert mich alles andere nicht. Ich bin so. Ich sehe etwas. Oh, guck mal, und oh, die Musik war noch niedlich und die Geräusche, die die machen, das ist, ich will das spielen. Punkt. Das ist mir alles andere, ist mir total egal. Ich, ich, ich finde das bezaubernd. Freue mich drauf. Mal ja, das sehen, was wirklich es wirklich schön wird. gemacht. Also, das habe ich ja. halt, wie gesagt, auch ähm, abgeholt, wo ich sage, das macht mich neugierig auf das Spiel. Oh, so niedlich. Freue mich. Ja. Wir werden wir sehen, was draus wird. Und dann gab es als nächstes eine News tatsächlich für mich, wo ich sehr skeptisch bin. Ich weiß, jetzt jetzt uh, flame mich, ich habe noch nie Monster Hunter gespielt. Und das, was ich bis jetzt von Monster Hunter gesehen habe, ja, wie diese kleinen Hobbits da so rumgehoppelt sind, sah schon lustig aus. Und dann haben sie ähm, auf der Konferenz angekündigt, dass du auf der PlayStation 4, wenn du dort Monster Hunter spielst, was halt ja nächstes Jahr rauskommt, ähm, kannst du tatsächlich als Aloy spielen aus Horizon Zero Dawn. Das heißt die rothaarige. Und da habe ich gesagt, hey, jetzt jetzt wird's langsam interessant, weil die habe ich ja schon gerne gespielt. Das, das ist hat nicht die dein Ernst? Doch. Das Nein. hat die Chance, dass ich Monster Hunter spiele noch mal deutlich erhöht. Und ich dann nehme ich als Aloy. Ein kleines Gimmick. So und diesen Bericht, das habe ich eben nicht mitbekommen, ne? Und dann bei mir im Chat so, la 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 la, ja und dann das Alloy-Ding und ich, was? Von was, 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 was redest du? Ja, die kann man da drin. Interessiert mich gar nicht. Und ich ich liebe Horizon, ein unglaublich tolles Spiel. Aber ich freue mich sehr auf Monster Hunter. Ja, das und ist so da wie ist mir... das, äh? das ist so wie mit Link Mario Kart zu spielen. So ja, aber es ist immer noch ja. Mario Kart. Nee. Das hat mich ja, aber tatsächlich das Spiel nicht so. Bitte? Das Auge spielt mit. Und ähm, wie hat sich diesen Monster Hunter Art-Style, ich kenne ihn halt nicht. Ich habe halt mehr oder minder die Klone halt gespielt: Tukiden, ähm, Kiami, ähm, beziehungsweise mhm. jetzt ist ja auch der zweite von Tukiden draußen, beziehungsweise God Eater, wo ja jetzt mittlerweile nach 1 und 2 auch der dritte Teil angekündigt wurde. Die Teile habe ich halt gespielt. Das ist halt, ja, ein Klopgrinder, Das heißt, du bereitest dich vor, um einen großen Gegner umzuhauen, um dann noch einen größeren umzuhauen. Mhm. Äh, Rinse and Repeat. Und das hat. Wie gesagt, ich hatte halt nie die Plattform von Nintendo, dass ich halt Monsanto hätte spielen können. Als auf der Playstation war, ist es an mir vorbeigegangen. Ähm, wird das erste werden, was ich mir angucke und dass ich dann direkt als Aloy spielen kann auf der Konsole? Ja, warum nicht? Nehme ich gerne mit. Ja gut, vielleicht interessiert es mich deswegen nicht, weil ich Aloy zum Kotzen finde, aber das sind dann... But Oh. Ich mag Steinig sie total ihn. und mich, mich interessiert es jetzt gar nicht, weil ich mich sehr auf Monster Hunter freue. Und äh, man sich da vielleicht schon mit ein, zwei Leuten so abgesprochen hat: so, wir könnten ja dann zusammen spielen. Köö, kö. Also, äh, ich freue mich auf Monster Hunter. Ist mir egal, wen man da anziehen kann. Vielleicht kann man dann noch extra irgendwie Zevas looten von Monstern, damit sie ihre Tränen aus dem Gesicht wischen können. Aloy <laughs> <laughs> ist keine Elo, Wollte ich gerade sagen, Aloy war ja wohl der tougheste Mädchen jenseits der Apokalypse. Je, jede Zwischensequenz, die ich gesehen habe, hat sie immer diese Fresse gezogen: so, oh, ich bin so traurig. <laughs> ja, wobei, wenn man mal oh. ganz ehrlich ist, was, kein, was keiner gemacht hat. Die hatte nur einen Gesichtsausdruck, Slabby. Die ja. hatte nicht mehrere, der war fix. Ja. Die Leute haben quasi Mass Effect Andromeda dafür gehatet, dass es scheiß Gesichtsanimationen hat, aber Horizon hatte auch keine. Das heißt, es war mehr oder minder auch ein statisch gemeißelter Gesichtsausdruck, wo die immer. Ja, gut, aber den haben sie wenigstens irgendwo. Also, jetzt ich, ich mag das jetzt nicht mit, mit Andromeda vergleichen, weil da ist es so. Ja, er war wirklich gut, war der Horizons. Habe ich noch Horizons habe ich noch einigermaßen Respekt, so. Für, für die Charaktere. Mit Mass Effect Andromeda brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Also, was die da rausgeklopft haben, das ist schon. Also, ich fand die nett. Also Aber viel also wichtiger finde war. ich als News bei Monster Hunter <laughs> ist, dass im Dezember, am 9.12., das steht hier noch gar nicht, das habe ich mir in, in, hier rein tätowiert, am 9.12. beginnt die Beta für Monster Hunter. Aber nur zwei Tage. Ja, und. <laughs> aber dann kann ich es schon spielen, weil, wenn das Spiel rauskommt, sind wir alle gerade auf der, auf der Dreamhack. Das heißt, zu Release können wir es nicht spielen, aber im Dezember können wir es spielen. Hast du keinen Laptop? Hoffentlich. Laptop? Ja, kannst du doch spielen. Also dann. jetzt mit PlayStation, Laptop, Elgato und Aber ich glaube, es war was? PlayStation Plus, ne? Glaube ich. Oder? Ja, wahrscheinlich. Da bin ich nämlich jetzt nicht sicher. Also ja. kann sein, dass man da PlayStation Plus verbraucht. vom ich. 9. an war das ja. irgendwie zwei, drei Tage, dass man da die Beta reinschauen konnte. Genau. Und mal irgendwie zwei Bosse waren, oder was heißt zwei Bosse, zwei große Mopeds, die man da umhauen kann. Ähm, und ein bisschen halt die Areale da durchstöbern. Ich möchte noch mal ganz kurz festhalten: Slippy hat gerade kundgetan, wie sehr er Bock auf Monster Hunter hat. Und nämlich gar nicht. So. Du gar nicht? Nee, du. Doch, ich habe. Du möchtest keine PS4 Laptop und Elgato e mitnehmen? <laughs> ich du hast keinen Bock mal, da drauf. Ich habe doch nicht mal eine externe Capture. Ich habe keinen Laptop tatsächlich. Ich habe tatsächlich keinen Laptop. Ah, jetzt kommen. Da ist die, ja, der musste wohl <lacht> <lacht> ja wohl Dreamhack canceln. Ja, warte. Man muss ja auch mal Prioritäten setzen, wenn man ein Spiel mag. Ja, ne? aber wir wollen ja zu also. dritt Monster Hunter spielen. Man bringt ja nichts, wenn ich cancel, aber alle anderen beiden sind auf der Dreamhack. Also, das ich, ich habe hab Monster Hunter. ausgelegt? Ja, maximal yes, viele delictal. Leute, ja. Mhm. Ich habe Monster Hunter noch nie gespielt, also ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ich habe es kurz auf der Wii U damals gespielt, aber nicht viel. Aber ich weiß, was mich erwartet und ich habe Bock darauf. Äh, die Klone auch nicht gespielt, also Tokiden oder God Eater, weil gibt es ja mittlerweile halt die einige Kloner Klone. Die Klone gar nicht so gereizt, muss ich zugeben. Ich habe das auf der PSP gespielt. Was? Monster ähm. Hunter. Mhm. Ah, okay. Ja, da habe ich nicht gespielt. Und ich wollte unbedingt deshalb dann meine Wii haben, weil da konnte man das, oder auf der Wii U konnte man das auch dann irgendwann spielen und ist dann aber nie dazugekommen. Und jetzt kommt es auf der Playstation 4 und dann spiele ich Monster Hunter. Da. Ja. Ist das so gut, ja? Also ich kann mit den ganzen letzten Spielen gar nichts anfangen. Also anfangen im Sinne von, ich kenne die alle nicht. Also ich, ich behaupte mal, das ist ein Spielprinzip. Das ist... Du kannst es fast mit einem MMO vergleichen. Es endet irgendwie gefühlt nie. Also, wenn du wirklich alles machen willst und grinden willst, sitzt du da 200 bis 500 Stunden bestimmt locker dran. Das heißt, das Spiel lebt davon, dass du grindest und halt farmst und dich vorbereitet auf das nächste, wofür du dann wieder farmen musst. Das ist das Spiel. Das motiviert mich halt mal so für 20, 30 Stunden. Da werde ich mir auch Monster Hunter definitiv angucken. Aber ob ich es dann halt durchspiele, das kann ich nicht versprechen. Dann spielt man es vielleicht nur noch mit der Gruppe halt, genau. Genau, alleine würde ich das wahrscheinlich auch nicht so lange spielen, aber es ist halt Multiplayer und das dann mit anderen zusammen zu spielen, da kommt und dann, das glaube ist ich. Slappis an dem Mund. Voll, voll, voll. ja, ja, das ja ist auch eben. Aus meinem Munde. Also es wird auch seit Ewigkeiten mal ein Multiplayer sein, den ja. ich hier spielen werde. Monster Hunter. Und dann gehen wir diesen kack riesen so lange töten, bis ich meine Schuppe bekomme, um mir den Brustpanzer herzustellen, ja? So. Und ich gehe dann wieder genau so lange mit, bis ihr euren Brustpanzer habt. Das muss dann aber echt ein dolles äh, Spiel sein, wenn ihr dafür Multiplayer spielt. Weil, also ihr beide spielt ja fast gar keinen. oder Er hat ja schon lange auf dem Multiplayer endlich mal. Aber Monster Hunter, selbst Stefan sagt so, oh. ja. Was, ja. dann soll das was heißen. Also wenn Stefan schon sagt, was sagt er... Oh, also. ja, könnte man mal gucken. Die so. Ikone der, der Games-Reviews, <laughs> ja, für Multiplayer <laughs> Stefan. Ja. <laughs> Bin gespannt. Ich gucke mir das bestimmt auch mal an, denke ich, mal. Also wenn das wirklich alle. Wobei, das kann ich mir gar nicht sagen. Ihr fandet auch alles Stadio Valley toll. Das hat jetzt am Freitag hat Dayson das gespielt und ich saß daneben und denke mir so, oh Mann, ey. Okay. Wow. Wow. Nun? Also, wenn wow. Stadio Valley Multiplayer rauskommt, werde ich das auch spielen. Was heißt, super. wow! Also, Stadio Valley <laughs> ist super. Ja, das Ihr habt auch kein Wolfenstein gespielt. Wolfenstein das ist mir was damals Wolfenstein irgendwann. in den was, was war das, 90ern eingeführt hat. Nur in noch mehr Pixel auf dem Bild. Und oh, noch eine oh, abgefahrene ich noch nicht, Story. Ich habe keine Zeit gehabt. In die Story fand ich witzig, ja. Dieses vollkommen überzogene, nackte, schwangere Frauen hüpfen durch, durchs Bild und knallen alle ab. Das fand ich super gut, aber. hey, klingt nach einem Spiel. Maga, wenn du dir die Story reinziehst. Ja. Dann siehst du mal eine Story, die jeden beschissenen Hollywood-Film überhaupt aus den Latschen geknallt hat. Die fand ich auch gut. In Spielform. Ja, aber ich kann dieses, dieses Fadenkreuz nicht sehen und dieses Waffenwechseln und au Laden. Das braucht man das gar, gar nicht. Es gibt genug AOE-Waffen. Nimm dir eine Schrotflinte, damit trifft jeder, auch ich, okay? Und ja, die macht Spaß. Aber ich, mir macht das einfach keinen Spaß. Der muss ja auch nicht. Doch. Story ist sensationell und ich bin ansonsten auch nicht so der Shooter-Spieler, aber Wolfenstein ist sensationell. Schon der erste Teil war sensationell. Der allererste war einfach von 19 N New, äh, New Order. Also <laughs> okay. sensationell. Jo. Ich sag da zunächst, sonst heißt es ja gleich wieder. Die lobt die ganze Zeit nur Wolfenstein. Was anderes macht er ja gar nicht. Nicht jeder mag die Spiele. Ich habe einen Satz gesagt. Und Chat redet schon wieder durch. <laughs> nee, Stardew Valley ist viel geiler, war ich. Nee. Geschmäcker sind nee. halt verschieden. Richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, als ihr mich angeguckt habt, als ich gesagt habe, Stardew Valley habe ich nicht gespielt. Und dann habe ich gefragt, hab ihr wollt wahrscheinlich spielen? Nee, gefällt mir nicht. Darauf wollte ich ja hinaus. Ja. Es geht ja nicht darum, dass, ich, dass ihr das spielen sollt. Geht einfach nur darum, dass halt Geschmäcker verschieden sind. Ihr spielt halt alle manchen äh, Sachen, die ich nicht spiele. So, zusammengefasst. Punkt. Oh man. Da können wir Beim eine ganz lange Liste aufzählen von <laughs> den Spielen, die ihr alle nicht gespielt habt, die ich auch gespielt habe und sagen, okay, die sind halt toll. Jetzt kommt Beim ein Spiel, das genau, ihr wahrscheinlich danke. alle nicht oh. gespielt habt, außer mir. Und, und auf hab das. Hab ich habe Traumhaus gespielt. Bitte? ich Traumhaus gespielt? Nein. Nee, ihre Schwestern schau, und die halt. Welpen habe ich gespielt und das sogar auf 100%. Wow. Traumhaus hat leider keine Platin, darum können die mit den Torten werfen und, und sich die Schuhe da anziehen, so viel wir so wollen. Hat keine Platin, spiele ich nicht. <laughs> ich habe Monster Hunter <laughs> gespielt. Wie wählst du deine Spiele aus? Muss es ein gutes Spiel sein? Nein, es muss Nein, eine es Platin hat. Trophy haben. <laughs> so aus. Prioritäten war richtig gesetzt. Oh, also, Mann. wenn das nächste Spiel eine Platin-Trophäe hat, dann verwette ich Ey, mein ersten Teil. Weißt du, wie schwer da ist? Ja. Hast du den ersten Teil gespielt? Ja. Es, ja. es ist eine Katastrophe, da Platin holen zu ja, wollen. Genau. Ich habe das gespielt und es ist sau schwer. Aber ja. ich gucke es sehr gerne zu. Ich auch. Das war damals der Grund, einer der Gründe, warum ich auf Twitch gelandet bin, der erste Teil, weil ich spielen Ach, wollte und weil ich jemanden sehen wollte. Der dieses Spiel tatsächlich beherrscht und, und es kann. Und ich habe ihn dann in, in Bananasaurus. Banana, Banana, genau, der hat das doch. Gefunden. Bananas richtig gut da drin. Genau. Ja, jetzt teaser nicht, jetzt sag schon, um welches Spiel es geht. Spelunky 2. Ja. Das ist einfach. Ich bin also, muss mit. Fandest du den, fandet ihr den wirklich gut, den ersten? Es ja. hatte halt so viele Gameplay-Elemente, die mir halt nicht gefallen haben. Prinzipiell so dieses alte Retro-like finde ich cool, aber ich mochte halt, ähm, dass du halt ständig unter Zeitdruck warst. Das hat mir halt so mhm. gar nicht gefallen, weil ich bin halt eher so der äh, Typ, der sich super viel Zeit lässt mhm. in Spielen. Und dass du halt dann gehetzt wirst, zum Ausgang kommen musst, weil die Gespenster dich sonst wegknüppeln, das fand ich immer super anstrengend. Du, so ein B-Rex, der konnte auch zehn Minuten spielen und ist dem Geist die ganze Zeit ausgewichen. Du konntest den Geist ja, gut, ja tatsächlich auch nicht. dafür, oder du musstest den Geist irgendwann, wenn du die Highscores haben wolltest, dafür benutzen, damit er aus allen Edelsteinen Diamante macht. Weil durch einen Edelstein, durch den er geflogen ist, der ist dann halt zum Diamanten geworden. Und solche okay. Tricks. Das heißt, den musstest du tatsächlich dann zum ähm, Gameplay benutzen. Ich habe den also gerne ich gespielt, ich habe den aber auch nicht übertrieben gespielt. Ich glaube, ich bin bis zum Alien-Level gekommen damals. <laughs> um, und dann habe ich irgendwann ausgemacht, weil als ich damit angefangen habe, war das auch schon wieder älter, das Spiel. Und dann hat es schon nicht mehr so viel, so viele Leute haben es nicht mehr gestreamt. Um, es ist einfach ein, ein, ein Jump'n'Run, um, aber mit Roguelite. Einflüssen. Also, die Level werden zufallsgeneriert. Jedes Mal, wenn man neu anfängt, wenn man stirbt, ist man auch wirklich tot. Also, es hat ähm, äh, Permadeath mit eingebaut und solche Geschichten. Und es gibt halt wirklich einen Endboss. Nach fünf Stages oder vier Stages kommt der. Ähm, und es gibt jede Menge versteckte Sachen, die die Leute dann eben gefunden haben. Und es gibt eine fast unmögliche Sache. Für die man irgendwie das Spiel komplett übertrieben spielen muss und perfekt beherrschen muss. Und die hat damals nämlich Bananasaurus Rex als allererster äh, hinbekommen, irgendwie in einem anderthalb hm. Stunden Stream oder was. Also in einem anderthalb Stunden Run. Ähm, also, das ist schon sehr, ein sehr, sehr krasses Skill-Based-Game. Er hat es erst kürzlich gespielt wieder. Und da habe ich ihm wieder zugesehen. Und es ist zum Zusehen jemanden, der das wirklich spielen kann, ist das unglaublich toll. Für mich ist es ein. Absolut frustrierendes Spiel und nicht, nicht eben gerade die Richtung, wo ich sage, nein, das kann ich nicht, da gucke ich halt gerne zu. Ja. Da es mal bei 90 Richtung, Prozent aller Spiel. Richtung der zweite geht, nee. ich bin halt nicht so der Fan von, von Roguelite, weil ich mich davon nicht so wirklich motiviert und abgeholt fühle. Es gibt ganz wenig Spiele, wo es halt funktioniert. Death <laughs> Cell ist zum Beispiel ein Spiel, wo es halt funktioniert, dass es Roguelite ist. Ähm, und bei Spelunky hat es bei mir komischerweise nicht funktioniert. Ähm, obwohl es halt von der Grafik und der Art halt schon ein cooles Spiel ist, da also ich gehe davon aus, dass die Fans das erst noch mit dem zweiten dann halt weiter Spaß haben werden. Sie haben ja noch kein Gameplay gezeigt, also wird sich natürlich noch herausstellen müssen, ob sie da irgendwelche Änderungen im Gameplay ähm, reinbringen oder ob sie einfach nur es schöner machen, aber es unterm Strich wieder genauso sein wird. Ich meine, wenn man jetzt sich jetzt mal anguckt, alle haben sich auf, auf wie hieß das, Meat Boy. Worlds Meet Boy irgendwas ähm, gefreut und jetzt wird es halt ein Autorunner und alle <laughs> alle haben nur gesagt oh wie schade so es könnte ja sein dass sie sowas irgendwie reinbauen bei Spelunky oder dass es eben nicht mehr Roguelite ist sondern wirklich vollgefertigte ähm, Level sind oder so das würde glaube ich vielen Leuten gegen den Kopf stoßen das werden sie wahrscheinlich nicht machen aber ich freue mich ja, und, und das nächste Spiel geht ja auch wieder in die Richtung eigentlich wenn man das so sagen darf prinzipiell ein bisschen abgedrehter ja. Guacamelee! 2 wurde angekündigt. Ich habe den ersten Teil halt auch gespielt. Ähm, ja, ist halt eben quasi wie, wie kann man es beschreiben? Combo Side Scroller. Ja. Anders wüsste ich nicht, wie ich es beschreiben sollte. Das heißt, du machst halt deine Combos, um durch das Level zu kommen. Du bist halt ein bisschen Klopper Brawler, mit halt eben 2D Side wenn du so willst, so Jump and Run Passagen. Und da wurde auch der zweite Teil halt angekündigt. Der hat, äh, hat mich jetzt nicht unbedingt umgehauen. Ich habe den ersten auch zwar so gespielt, aber auch nicht durchgespielt. Ob ich jetzt einen zweiten haben müsste, weiß ich nicht. Auch da wahrscheinlich mhm. wieder für Fans wieder mehr vom selben mit ein bisschen Innovation. Für die, denke ich mal, ganz interessant. Ich habe Guacamelee 1 nie gespielt, muss ich zugeben. Ja, ist halt so vom Arztteil halt eben völlig überdreht, eben so auf mexikanische Mythologie, ne? El, El Diaz de la Pollo oder wie es heißt, ja, keine ja. Ahnung. Ähm, und dann eben halt. Bist du dann halt eben mit Kombos am Rumbrawlen? Ja. Es wird halt immer schwieriger. Du musst halt immer die Kombos halt können, sonst hast du nachher keine Chance mehr. Ja. Na, an sich ist es ein Spiel, was mir bestimmt gefallen hätte damals, aber es ist damals komplett an mir vorbeigegangen und irgendwie. Gibt es doch sogar Remastered für die PS4. Das war ursprünglich auch so. Mit allen ich, Ed und so ein genau, genau. dran. Also solltest du dir mal angucken. Das ja. gibt es oft ganz günstig im Angebot. Sollte ich. Also ich hab's Du weißt, wie sich Gäste fühlen. Hm? Ich sag, ich weiß, wie sich die Gäste fühlen, die manchmal nur ein, zwei Computerspiele spielen gerade. Ich habe die letzte Stunde überhaupt, ich habe keine Ahnung von den Regeln. Ich hatte, also ja. ich hatte auch wirklich keine Zeit, mir die Sachen anzugucken, aber ich kenne die Spiele nicht. Kennen sie alle nicht. Macht nichts. Also ich habe es privat gespielt, ich hab's noch nicht im Stream gespielt. Es ist eigentlich eine relativ... Macht mach nix, sie hat die Schnauze. Platin. Ja, was soll ich denn jetzt? Oh, du Armer. Lass die Leute die reden gut, die Ahnung Ich lass mich, ich lass mich gerade berieseln. Das letzte Spiel hört sich echt cool an. Camille? Zwei? Ja. Das nächste Spiel hat mich eher angesprochen, muss ich sagen. Ich dachte erst: What the fuck ist das? Gibt's jetzt Max Payne? Nochmal also irgendwie. Und äh, nee, dann haben mhm. sie angekündigt. Uh, the Hong Kong Massacre. Ein twin -Stick -Top, -Down top down shooter spiel ähm, Was allerdings so ein bisschen aussah nach Max Payne mit Bullet Time. Mhm. Die Mischung sah cool aus, der Artstyle sah cool aus. Das war ein Spiel von der Indie-Sektion. Also es war eines von diesen sechs Indies, die halt angekündigt wurden, neben Spelunky und Guacamili wo ich sage, das würde ich mir ganz gerne doch im, im äh, Stream halt mal anschauen beziehungsweise das mal anspielen. Der Stil hat mich extrem abgeholt, muss ich sagen. Echt? Ja. Ich habe am Anfang, ich habe auf sowas, ge also ganz kurz, cool, so Hongkong und so. Ich habe erst gedacht, es würde so etwas kommen wie dieses Open World Spiel. Wie hieß denn das, was in Deutschland geschnitten war, wo man den Kopf so in den Ventilator reindrücken konnte? Hat auch. Ähm, ich finde, es sieht aus Dog, wie Hotline Dog, Miami. Irgendwas mit Doc? Ja. Und dann kam das von oben und ich so, äh, öh, Top Down? So. Hotline Miami? Hm, nö. Und jetzt Top-Downs machen mir nur Spaß. Das war ähm, der, der Zombie-Slasher. Den habe ich mit Stefan zusammengespielt. Also, ich mag das, wenn man die im Koop spielen kann. Clipping Dog. Dogs war das genau, hm. was ich gemeint hatte. Er ist hm. so, oh ja, komm. oh nee, Top-Down, okay, okay, doch nicht. Hm, nee, aber ähm, willkommen zurück. Ich glaube, er ist wieder da, oder? Äh, hallo, ja, hallo. Super. Entschuldigung, macht nix. Aber so, so, äh, Top Down macht mir eigentlich hauptsächlich Spaß, wenn man sie im Kob spielen kann. Wobei ich Hotline Miami auch auf dem Klo sehr viel gespielt habe. <laughs> das ist jetzt schlecht. Nur den ersten, den ersten Teil. Ups, musst du, musst du. Das ist jetzt schlecht, weil jetzt habe ich dich zweimal. Und oh, ich bin dich, Sali. <laughs> dich nicht weg. Du bist ich. Oh ja. Oh, schlecht. Warum, warum bist du denn, warum ist denn dein altes Ich immer noch? Ah, jetzt, okay. Oh, so, oh, jetzt, wein doch nicht, alles gut. Ja. Clavi, das machst du sehr gut. Ja. Wir das lachen einfach, heute, okay? Heute wir lachen so das heute einfach weg. So. Oh, wow, Dizzy ja. hat bei mir gerade Standbild oh, nee. gehabt, das sah sehr unheimlich aus. Nee, hey, wait. Hä? Geht nix, oder was? Jetzt bin ich irgendwie, ich muss zu Dizzy. So. Und so, ne, waren wir. Ja, ja, wobei okay. ich sehe auch gerade im Chat, dass halt sehr oft halt Hotline Miami gesagt wird. Ich, ich fand mit Hotline Miami hat es gar nichts zu tun, weil Hotline Miami ist doch das Spielprinzip. Du gehst mehr oder minder in ein Gebäude und wirst alle töten. Findest dabei Waffen. Perfekt. Ähm, genau. Ähm, mhm. Aber nee, es gibt ja tatsächlich klassische äh, Top Down Twin Stick. Naja. Ähm, ich überlege gerade, wie er sieht. Nicht Dead Nation. Ähm, doch, das doch, Dead Nation ist war's. Ja, ähm, das. Dead Nation war es. Die haben ja auch eine Story. Es ist ja nicht nur halt irgendwo reingehen, irgendwas umbroten, sondern du gehst ja halt eben quasi mhm. durch dieses Level. Und deswegen mit, ich würde es eher mit dieser Art von Spielen halt ähm, vergleichen, als mit Hotline Miami. Und Dead Nation war großartig. Also das habe ja, ich schon, schon hat ein paar das Mal Spaß gemacht. Das habe ich schon ein paar Mal durchgespielt und dann kannst du halt umso öfters durchspielst, ne, immer den Schwierigkeitsgrad noch anheben und noch höher und noch höher. Das war echt großartig. Aber das hatte mich jetzt vom, vom Stil her war mir das das hat mich gar nicht abgeholt. Ich mochte halt die alten Max Pains. Also ich mochte nicht den dritten, aber die davor. Also den dritten da habe ich mich nicht mehr ganz so ich abgeholt bin. gefühlt. Ja ja, das beste Spiel <laughs> des Jahres, nein. <lacht> <lacht> Yeah. Ich fand, das, das war nicht mehr so, aber die ersten waren halt ganz cool. Ja. Oh Mann. Und dann, wo wir dabei sind, was ich dann auch ganz cool fand, deswegen habe ich es rausgeschrieben: es kommt ein Tennis für die PlayStation 4. Tennis World Tour. Ich musste tatsächlich, ich habe mich innerlich gefreut. Das letzte war Virtual Tennis, was ich auf der Playstation 3 mit Move gesteuert habe. Und jetzt kommt endlich mal wieder ein Spiel, also ein Tennisspiel für die Playstation 4. Und ich werde mir das auch, wenn, auch vielleicht nur privat. Definitiv angucken, weil zwischendurch so ein bisschen immer mal Tennis spielen, mache ich ganz gerne. Bin gespannt, ob es halt ein cooles Tennis halt wird. Sah ganz, ganz nice aus. Oli mit vernünftiger Karriere und allem Drum und Dran. Ja, gut, das ist Pflicht, klar. Das war eben das Steckenpferd von Virtual Tennis, dass du halt eben die Karriere halt gespielt hast. Ähm, sowas erwarte ich natürlich, klar. RPG-Einflüsse und sowas auch. Was? RPG? Also mit, mit Punkte verteilen und besser werden mit der Zeit. Äh, ja, das hatte Virtual Tennis, glaube ich, okay. dass du halt die Vor- und Rückhand-Pipa-Pops halt steigern konntest. Mhm. Ja, das ist cool. Und das, hatte sowas, sowas würde ich auch gerne mal wieder spielen. Ich mag an sich Sportspiele und so und, ein und Tennis könnte ich mir auch. Das letzte Tennis, was ich gespielt habe, war, glaube ich, <laughs> Wii Sports. Ähm, ja. Tennis. Tennis. Ja, Sally, auch am Start? Tennis? Warte. warte, warte, so, warte. Oh. Kann man oh. mich sehen? Nein. Ah. Nein? Nein. Nö. Dann okay. Oh, warte, warte, jetzt können, jetzt können wir dich sehen. Okay. Das ist für mich Tennis. Ah! Oh. Uh. Nein. Aber ich bin gar kein Fan von Sportspielen allgemein. Und Tennis finde ich schon in echt langweilig. Und im Videospiel. Oh. Gott. Oh, da gehe ich lieber. Gibt es nicht ein Videospiel, wo man Gras beim Wachsen zu sehen kann? Oh, ich spiele dieses Mayonnaise-Glas-Spiel. Es da gibt ein Spiel, ich... wo man Farbe beim Trocknen zuschauen kann. Ah, nee, ich gehe das Mayonnaise-Glas-Spiel <laughs> spielen. Da muss ich die ganze Zeit das Glas anklicken. Und dann hat es verschiedene Outfits angehabt. Das war. Nee, Ten mit Tennis? Nee. Der ja, war für mich ein Highlight, weil es gab halt, wie gesagt, wie lange ist jetzt die PlayStation 4 schon draußen? Um, fünf Jahre, sage ich jetzt mal gab es halt kein Tennisspiel. Wie hat Fußball, siehst halt jedes Jahr mittlerweile eine Neuauflage, egal ob jetzt Pro Evolution Soccer oder von, von EA. Ähm, genauso halt bei, was weiß ich, Basketball, Eishockey. Tennis ist halt komplett mittlerweile ähm, irgendwie vom Markt verschwunden und dass da mal wieder jetzt eins kommt, finde ich halt ganz cool. Wii Sports war immer lustig. Ich ja, keine Wii. Hatte ich keine Kann ich, habe ich nicht. Hab. Also, weil du halt, ne? Das hier machen konntest und dann gegen andere. Ja gut, das konntest du ja bei Virtual Tennis wie gesagt mit, dem, mit Move auch. Ich glaube jetzt nicht, dass das Neue nochmal Move-Unterstützung hat, weil Move ist, glaube ich, genauso tot wie Kinect. Um, aber ja, wie gesagt, damals ging es halt. Das ja. Problem war, danach hatte ich dann halt, wenn ich einen Abend gespielt hatte, hatte ich Muskelkater und konnte mich nicht mehr bewegen. <laughs> das war nicht so cool. Stimmt, spielst du nicht Angeln? Angeln ich? ist das Geilste, was es gibt, und jedes Spiel, in dem man angeln kann, ist ein gutes Spiel. Ja, angeln. Oh. Aber Tennis, ja. Tennis ist toll. Oh. 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 Ja. <laughs> nee. Dann gehe ich lieber angeln. Ja, und das letzte. Da sagt der Chat natürlich wieder nichts, aber wenn ich mal was Schlechtes sage, weiß Tennis gleich wieder Randali hier. Hey, bei Sali dürfen wir nichts sagen, wenn die was nicht mag. Ich finde Tennis toll, okay? So. <laughs> und jetzt dürft ihr auf Sali rumhacken. Danke. <laughs> Oh, ich habe schlechtes Internet, jetzt müsst ihr mitleiden. Wir haben okay los. Nein, weiter. <laughs> so, habe ich jetzt eigentlich währenddessen mein Internet ganz kurz, nur ganz kurz weg war, hab ich was verpasst. Nö. Nö. Eigentlich nicht. Gut, wir waren nur bei Tennis, ne? Und ähm, das war so mehr oder minder das von der Sony-Konferenz, was jetzt halt für die Playstation interessant war. Und dann gab es noch mehr oder minder eine Kleinigkeit außerhalb. Ähm, und zwar. Von THQ Nordic. Die haben nämlich jetzt erstes längeres Gameplay zu Biomutant gezeigt. Ihrem neuen, äh, ja, wie soll man das nennen? Postapokalyptischen Katzenfuchs RPG. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ähm, auf jeden Fall leider sehr viel immer auf Französisch gewesen. Deswegen hat man nicht so viele News außerhalb der Konferenzen halt mitbekommen. Wie gesagt, die Franzosen sind da halt sehr eigen, wenig auf Englisch. Sie haben es halt eben zweisprachig gemacht und haben halt ein bisschen vom Gameplay halt gezeigt. Und ich finde, das Spiel sieht super interessant aus. War für mich ja schon das Highlight der Gamescom, wo sie es announced haben. Und jetzt haben sie eben auf äh, der Paris Games Week mehr Gameplay gezeigt, mhm. von Crafting über Combat bis hin halt, wie die Level aufgebaut sind, so ein bisschen. Und es sieht nach einem ziemlich coolen Spiel aus und soll schon 2018 rauskommen. Also quasi relativ kurz von Ankündigung bis hin zum Release. Ich bin gespannt. Also von daher war auch eventuell mein Highlight von der Games Week, weil man ein bisschen mehr davon gesehen hat. Wann hast du gesagt, soll das rauskommen? 2018. Achso. No. Also, es war auch mein Highlight der äh, Gamescom. Und äh, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Das sieht. Ich freue mich da drauf. Mir gefällt das, was ich gesehen habe. spricht mich alles an. Freue mich drauf. Der ist halt wieder so ein bisschen just cause, ein bisschen halt eben typisches normales äh, Third-Person-Action-Spiel, ein bisschen over the top, vor allem, dass du halt eben anscheinend auch so verschiedene Formen von Fluffy direkt auswählen kannst am Anfang, mhm. wie dein Aussehen aussehen soll. Der Loot, wenn du den halt eben anziehst, dass er halt eben auch ganz cool aussieht. Das wird eben in dem Video auch gezeigt. Ähm, ich finde es sehr ja, stimmig. Könnte ein cooles Spiel werden. Ich lasse mich ja, überraschen. Slabby ist skeptisch. Warum? Ich, ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Es hat so ein paar Vibes, ähm, von. <laughs> die, die, müsst, die müssten mir mehr zeigen, erstmal. Einfach nur kämpfen, rumlaufen, das reicht mir mittlerweile nicht mehr. Weißt du, in Third Person genauso wie First Person. So. Es könnte halt super cool sein, eine richtig gute Story. Es könnte aber auch gleichzeitig irgendwie sehr, sehr flach, sehr schnell werden. Also, warten wir mal ab. Und was, was halt eben nicht zu sehen war, das war halt in dem Gespräch. Ähm, da war eben auch der Flow von THQ. Und der hat eben ein bisschen halt über das Spiel halt erzählt. Ähm, es soll halt komplett halt ein Quest-System haben mit moralischen Entscheidungen, ähm, mhm. die auch eben Reichweite haben. Also, das heißt, entscheidest du dich für A, ist halt B tot oder umgekehrt. Das heißt, das soll auch das Ende dementsprechend beeinflussen und Kernkonzept. Weil es ja Bio-Mutant heißt, du kannst über die Zeit deinen Charakter mutieren lassen. Das ja. heißt, je nach deinem Spielziel kannst du halt sagen, du willst einen dritten Arm, du willst halt irgendwie einen Skorpionstachel, um halt Gegner zu stechen, du willst Flügel haben, weil du halt mehr fliegen willst. Das heißt, du kannst deinen Charakter da auch noch personalisieren durch dieses Mutantensystem. Und es gibt halt eben wohl moralisch Gut und Böse, wie du halt spielen kannst. Good Guy, Bad Guy. Ähm, klingt halt auch einem interessanten Konzept. Von daher, ich möchte spielen. Absolut, freue mich drauf. Ich merke aber auch, dass ich mir gar nicht so viel Gedanken immer. Ich habe auch einen guten Bekannten, der macht sich auch mal, oh, aber ich habe so Sorge, dass das Spiel nicht gut wird. Das kommt in einem halben Jahr, da mache ich mir doch jetzt noch keine Gedanken dazu. Das sieht gut aus und ich will es spielen. Ich, 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 ich zermater mir da vorher gar nicht den Kopf da so drüber. Das sieht gut aus, will ich spielen. Sally, du hast auch Gleich Spaß mehr. an Assassin's Creed, also. Macht doch Spaß. Ja, das neue sieht aber auch gut aus, Labby. Das also, neue ist auch echt gut. Gespielt. Es sieht schön aus. Ich persönlich muss sagen, es fühlt sich für mich an wie jedes andere. Und ich fand schon die Ezio-Sachen nee. langweilig. Also nee, so spielt es sich eben gar nicht, weil du, weil das Klettern und so. Früher hast du ja noch nicht mehr kämpfen können. Da hast du zwei aufs Small bekommen und warst down. Und jetzt kannst du ordentlich auf die Nase hauen. Das ist so. Wie nochmal? Ja, genau so. Okay. <laughs> Mir macht das Danke. Spaß. Ich finde, <laughs> es gibt so viel zu sehen und zu erleben. Schön. Ich, ich finde das toll, wenn, wenn Löwen auf, auf Nilpferde draufspringen. Es sieht toll aus, ich habe Spaß dran. Ich Muss man auch fünf Krokodilleder sammeln für ein Portemonnaie? Nee, zehn. Und danach 20. Und danach 30. Für das Level ist drei. ein bisschen viel. Aber umso größer das Krokodil, umso mehr Leder. Ist Geht nicht dein Ernst. Ja, doch. Das ist was? nicht dein Ernst. Ja, doch Holz, äh, Holz, äh, Bronze, Eisen, weiches Leder, hartes Leder. Du musst ja halt deine Taschen und deine Backpacks vergrößern und dann war in Assassin's Creed immer so, dass du dafür halt eben was sammeln musstest, um halt was Größeres zu craften. Nee, das war eben nicht so. Das ist. Da, du, Nein. Das, war bei, das war bei Far Cry. Bei, ja, bei Far Cry ist das so. War das bei, bei Assassin's Creed nicht auch so, dass Nein. du. Brauchtest du da nur Geld? Ja. Das ist so eine, das mm. ist ein bisschen, es ist so ein bisschen Far Cry reingekommen und so. <laughs> ich überlege gerade wirklich, man braucht keine hohen Ressourcen? Nee. Ich muss kurz. Brauchte man nicht. Ich könnte schätzen. Also vielleicht, sammeln. Vielleicht, in den, vielleicht in den letzten Zweien, die ich nicht gespielt habe. <laughs> Aber. Oh nein, ich Also ich glaube in Unity. Gab es das im Black Flag? Musste man da wirklich Sachen das sammeln, um was aufzuleveln? Uh, wartet mal. Black Flag. Du musstest doch aber schon irgendwie diese dicken Wale machen, um irgendwas aus dem Walfleisch zu machen. Für irgendwas brauchtest du das. Es war nicht nur Geld. War das nicht für, nicht nur wegen Achievements? Musste man echt die Wale killen? Ich glaub, für, ja. für, zum Herstellen? Okay, da war das ein Black Flag, vielleicht. Keine Ahnung. Schon. Aber nicht so, wie es jetzt im in, in Dings dann drin ist. Dass man wirklich so viel Anzahl braucht und immer dieselben Sachen. Hm, ja, du killst es ja eh, dann kannst du es auch mitnehmen. Ich meine, sonst wird es da rumliegen und verschimmeln. Also von daher. Ja. Ähm, Passt schon? Ja, aber, aber wenn man dann jetzt wieder an dem Thema ist, wenn man auch, wenn man das schon in zig anderen Spielen gesehen hat, die Frage ist, wie willst du das Rad neu erfinden, Dizzy? Ähm, klar, kann man sagen, ich hätte gerne ein neues Open World, RPG, was cool ist, aber wie machst du es cool? Klar, den du den ist... Scheiß einfach rauslässt? Ja, aber was du machst du denn machen? dann? Was machst du denn dann? Das ist ja halt die Frage. Ubisoft hat halt eben ihre Open-World-Formel, die halt eben über größte Teile funktioniert für die Fanbase. Klar, irgendwann wirst du vielleicht überdrüssig, weil du es halt in zig Spielen schon gemacht hast, aber die Frage ist dann, was so, was dann? Und das ist halt die Frage, vor der wahrscheinlich nicht viele stehen. Du kannst die Mechaniken mischen. Zum Beispiel Far Cry 5 wird genauso wie Wildlands werden, weil sie jetzt ihre ganzen Spiele zusammenführen und die Mechaniken einfach mit Richtig. Rübernehmen. Das hat ja Ubisoft ja. jetzt schon seit Jahren gemacht. Das ist ja nichts ist Neues. Halt, ist, diese Sammelmechanik, auch, also ich weiß nicht, was die sagen. Und, ähm. Vielleicht passiert es auch nebenbei, aber ich. Ruhig. Nee, erzählt weiter. Okay. Erzählt weiter, bei mir kommt nichts durch. Nicht so gut. Nee, dann macht weiter einfach. Also, man muss es nicht machen. Es ist so, so, neben, man muss es nicht machen. Wenn du jetzt mehr Schlafpfeile haben möchtest, dann. Macht man ja, das nebenbei. Ich sehe eben aber auch im Chat, dass es dafür halt eben mh, abgestraft wird, aber ich sage dazu, wir hatten das Beispiel bei Telltale, die haben auch ihre Formel und wenden es nur auf verschiedene Settings an. Dasselbe hm. macht Ubisoft mit ihren Open World Spielen. Das ist jetzt dasselbe, ob du Far Cry spielst, da ist halt eben eine Far Cry Story. Du hast eine Assassin-Story in Assassin's Creed, du hast eine Watchdog-Story in Watchdogs, aber das Core-Gameplay mehr oder minder, klar, ist dasselbe. Aber das ist halt deren Konzept. Die Frage ist, solange wie wir, ihr, ihr da draußen die Spiele kauft, werden sie auch weitermachen. Weil warum sollten sie aufhören, wenn sie ja dumm Telltale wird auch nicht aufhören, solange wie die Spiele gekauft werden. Telltale könnte ihre Engine mal ein bisschen überarbeiten. Aber darüber reden wir gerade gar nicht. Ich habe einfach die letzten zwei ausgelassen und ich fand, Ägypten hat mich so angemacht und bis jetzt, es gefällt mir halt jeden Tag wirklich besser. Ich bin in Gizeh, ich sehe die Pyramiden, die, die, die Sphinx, man, man kann unten rein und, 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 und erforschen und so. Ich, ich habe da einfach gerade Spaß dran. Und die, ja, ich finde, ich, ich habe Spaß. Ja, und das ist ja das Wichtigste. Ich denke mal, das sieht man auch im Chat. Es gibt halt Leute, die mögen die Open-World-Formel. Die anderen sagen, ja, es hat abgenutzt. Ich glaube, das ist halt von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Wie gesagt, halt einfach dann halt nicht spielen, wenn man keinen Bock drauf hat. Ich gucke in die falsche Kamera, weil die steht da. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Und ähm, ja, wie gesagt, von daher einfach Spaß haben oder halt nicht. So. Ja. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich habe noch nicht reingeguckt. Das wird noch irgendwann kommen: dieses Origins. Das, waren ja, und das war so mehr oder minder die Paris Games Week im Groben. Viel von Sony, ein bisschen was von THQ. Ansonsten habe ich nicht viel mitbekommen, weil halt sehr viel Französisch war. Ich kein einziges Wort Französisch verstehe. Macht es halt relativ schwer, da die Streams zu gucken. Und ähm, wenn ihr nichts mehr ansonsten zu dem Thema habt, würde ich sagen, das war die Paris Games Week. Interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, auf gleichem Niveau wie die E3 würde ich nicht sagen. Klar, als Sony-Fan vielleicht. Gleiches Niveau, weil halt Sony eben ähnlich viel halt angekündigt hat. Ja. Schade, halt nichts von From Software. Schade, nichts zu Days Gone. Schade, keine fixen Release Dates, außer wie hat 6. Februar für Shadow of the Colossus. Ansonsten viele Spiele dabei, die ich mir gerne angucken wollen würde. Ob sie cool werden, werden wir erst hinterher wissen. War im Prinzip ja. eine Sony-Veranstaltung. Ja. Paris-Week. Wobei. Um ja. Können wir ja dann auch mal jetzt zwischenschieben. Äh, wann ist der Xbox Release? Ich als Nicht-Xbox-Fan weiß das gar nicht. Die Xbox One X kommt doch jetzt auch raus. ne? Da gab es aber auch nichts irgendwie neues so, oder? Doch, da wurde <laughs> jetzt, also ich habe schon die ersten Reviews nicht gesehen, aber gesehen, dass es sie gibt. Und äh, ich glaube, da wurde was ange angedeutet, angekündigt, wann die Xbox One X was? rauskommt. Aber ich finde die so uninteressant, dass ich mir die halt, also... Es interessiert mich einfach nicht, wann irgendeine neue Xbox rauskommt. Null. Vor allem nicht eine Xbox, die es halt schon gibt, nur in stärker. Also, 7.11., übermorgen. Ja, guck mal. Ach. Drei Leute freuen sich gerade. <laughs> ja, ich, ihr ja ich, ich weiß nicht, ich, ich, für mich fehlt das Argument, warum ich sie kaufen sollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Klar, sie ist vielleicht nominell stärker als die, äh, als die Playstation, aber ich kann halt nicht die Playstation exklusiv auf der Xbox spielen, also brauche ich die Playstation trotzdem. Und alles andere kann ich auf dem PC spielen. Soll ich dir sagen, was der Grund ist, das äh, zu kaufen? Ja, hau mal raus. Der Windows Store. Weil der nämlich der letzte Crap ist. Und wenn ja. du den umgehen willst, brauchst du eine Xbox. Das ist richtig. Aber wie viele Spiele sind denn wirklich jetzt dann noch wirklich, die dann halt kommen? Weil angekündigt ist ja auch nichts wirkliches. Wann kommt das nächste Gears? Wann kommt das nächste Halo? Keine Ahnung. Forza ist gerade rausgekommen. Aber auch für PC, oder? Ja, aber da ist halt diesen Windows-Store, der halt wirklich dreckig ist. Also der ist echt nicht schön. Nee, die Xbox hat leider nichts. Das ist schade, weil die eigentlich sehr gut ist. Und sie hat nichts. Ja, ohne jetzt haten auch zu wollen. Tatsächlich hat die Switch mittlerweile mehr Spiele als Exclusives als die Xbox. Das ist halt so. Ja, das muss ich bestätigen. Ich mag die Xbox echt sehr gerne. Aber ja. ich sag das jedes Mal. Oder oh, kommt einfach nichts. Aber dafür sind sie jetzt halt, haben sie ihren Markt auf dem PC erschlossen. Das ist richtig. Das heißt, ich werde die nächsten Spiele, die da halt rauskommen, mich irgendwie über den Windows Store aufregen und versuchen, da zu zocken. <laughs> Wenn nochmal irgendwas kommt. Also, eine, weiß ich, IS5 oder so. Ich brauche keine Xbox. <laughs> Tatsächlich. Nee, sie ist bei mir das fünfte äh, HDMI-Gerät an einem Vier-Port-Switch. Also, das heißt, sie ist noch nicht mal mehr angeschlossen, <laughs> weil ich halt nur vier Ports am Switch habe. Sie ist das fünfte Gerät. RIP Xbox. Naja. Genau, das war die PGW. PGW. In Paris. Petit Paris. Ähm, dann war noch eine andere Großveranstaltung. Das war die blisscon Habt ihr die verfolgt? Gar nicht. Ich weiß nur, dass ganz Twitter am Durchdrehen ist und irgendwas von WoW Vanilla spricht. Und das ist so der Moment, wo ich sage: Ich schalte mal um. Du wirst mit uns spielen. Nein, ich darf. Nein. Nein, 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 nein. Keine Vanilla. MMOs für Sally. Keine MMOs für Sally. Und ganz besonders kein Dark Age of Camelot und kein WoW für Sally. Da ja. habe ich zu lange im ein, Die nein. Frau weiß, wovon sie spricht. Nein. Nein? Okay, aber auf WoW kommen wir ja gleich zu sprechen. Erstmal, StarCraft 2 wird kostenlos. Ab dem 14.11. Ja. 11. ja. Das heißt, Frage das was komplett. Was mit ähm, wenn du die ersten beiden Add-ons hast, also bezahlt und gekauft hast, kriegst du das dritte sogar umsonst, also Legacy of the Void, was bei mir der Fall ist. Ähm, und ich habe tatsächlich halt die Konferenz geguckt und mit einigen drüber gesprochen und bei vielen war das genau der Fall. Sie haben das erste DLC oder Add-on noch gekauft, haben das zweite vielleicht noch gekauft und das dritte halt genau wie ich nicht mehr, weil irgendwann einfach die Luft raus war. Das heißt, es war über wie viele Jahre? F sechs Jahre? Lang. Fünf Jahre, dass die DLCs oder Add-ons halt rausgekommen sind und. Ähm, das Spiel war einfach durch und ähm, ja, ich kriege dann eine quasi Legacy of the Void umsonst, weil ich die ersten beiden Add-ons halt habe. Werde vielleicht mal die Kampagne irgendwann durchspielen. Der RTS-Train ist irgendwie abgefahren, dass man sich da so beschäftigt wie früher zu Zeiten zu weiß weiß ich Command and Conquer oder Age of, of Empires 2. ist halt nicht mehr der Fall. Ja ausgelutscht. Dafür jetzt alle, die das Spiel halt mal antesten wollen, ja kostenlos ab 14.11. Aber nur das Grundspiel dann halt für jemanden genau. wie mich, der gar nichts davon hat. Genau. Okay. Erreicht ja erstmal, Hast ja auch dann locker erstmal deine 20-30-Stunden-Kampagne. Werde ich wahrscheinlich nicht mal kostenlos spielen. Die übrigens gar nicht schlecht ist. Nee, das, das sage ich auch nicht. sehr ja auch Die wissen, wie man eine gute Story macht. Aber ATS für, für mich. Tatsächlich, also ich würde wahrscheinlich nicht mal in Warcraft 4 spielen, wenn das irgendwann mal rauskommen sollte. Ja, ich glaube, das äh, ist der Grund, warum es vielleicht auch vermutlich mal gar nicht rauskommen wird, weil der RTS-Markt ist mittlerweile Nische, genau wie Point-and-Click Adventure. Das war mal damals Mainstream, ist jetzt aber so, dass der Mainstream es einfach nicht mehr spielen will. Und ich glaube, das weiß Blizzard und deswegen werden sie es auch nicht machen. Und ähm, weil viele schreien ja, wir hätten gerne Warcraft 4, ich glaube, das wird nicht kommen. Unterschätzt man nicht die Fanbase von Blizzard. Und den südkoreanischen. Ja, aber du hast Markt. ja auch schon gesehen, wie sie auch für Diablo 3 abgestraft wurden. Klar haben sich die Fans ein Diablo 3 gewünscht, aber als es schließlich da war, äh, war das gezählt groß, dass es nicht so ist, wie die Fans es wollten. Wo der Blizzard dann in vielen, vielen kleinen Patches halt zurückrudern musste, bis das Spiel letztendlich so ist, wie die Leute es haben wollten. Ich glaube, das ist. Ja, schwierig. das wirst du. Das wirst du, Dass irgendwelche Leute rumkrakeeln, weil es nicht so ist wie es, ist, wie es sein sollte. Ja, aber es ist halt die breite Masse. Und als Blizzard halt ich quasi angefangen hat, so. Spiele zu machen, war es eine kleine Schmiede, ähm, die halt quasi coole Spiels, Spiele gemacht haben. Größtenteils RTS. Was anderes hat Blizzard ja damals nicht gemacht. Und dann kam halt WOW und plötzlich waren sie gigantisch groß. Und dann hieß es ja, mach mal weiter Spiele. Ja, was denn? Wir haben ja bis jetzt nur RTS gemacht. StarCraft, Warcraft, wir hatten Lost Vikings und World of Warcraft. Mehr hatten sie zu dem Zeitpunkt ja nicht. Und dann haben sie sich halt in den Kartenspielmarkt mit Hearthstone vorgeparkt. Dann haben sie Heroes of the Storm gemacht ins MOBA-Genre. Was ich eher erwarte, ist, dass sie als nächsten Zug irgendwann Battle Royale rausbringen. Weil jeder braucht ein Battle Royale, auch Blizzard. Overwatch Battle Royale. Ja, wahrscheinlich. Das könnte ich mir als nächstes nämlich ganz gut vorstellen. Ihr lacht darüber. Ich, lach nee, ich halte das für durchaus realistisch, weil sie ja sind in jedem Markt vorgestoßen, der hip ist. Karten, MOBA und jetzt muss dann halt, also in, naja. den MMO-Markt haben sie quasi angekurbelt und waren Vorreiter, alles andere haben sie nachgezogen. Ich kann mir halt den eben vorstellen, Kartenmarkt dass sie da auch, haben sie auch. Den Kartenmarkt haben sie auf dem PC auch angekurbelt. Ja, richtig. Also es gab, ja, aber sie, das war ja nicht mehr oder mit, ja, es war das erste Polish-Große, wie gesagt, tatsächlich gab es ja halt eben ja. schon mit Magic halt vorher welche. Ja, auf dem Tisch. Ja, nee, auch schon digital. Magic Gap the Gathering und so, die gab es auch schon vor ähm, äh, Hearthstone, glaube ich. Zumindest aber nur. Ich die Tisch, oder nicht. Also, Yu-Gi-Oh! gab es damals schon, das weiß ich, ne zwei, Anfang 2000er, aber so richtig salonfähig wurde es mit Hearthstone. Und nach Hearthstone kam die Sinnflut. Ja, da kann man halt noch mehr, klar. Dann hast du halt wenn ja. dann hast du halt äh, irgendwas Elder Scrolls-mäßiges drüber gehabt, klar. Das kam dann alles danach. Hat aber auch nicht so viel Erfolg, oder? Was? Ja, die anderen neben Hearthstone. Band? Ja. Band ist schon sehr populär. Das ist generell alles nicht äh, angesagt. Ja, die jetzt Stone. ist angesagt jetzt ist angesagt äh, ja. PlayerUnknown's Battleground. Also die Sachen sind angesagt. Ja. Selbst League hat äh, Probleme. Aktuell. Mhm. Also zumindest was Twitch angeht. Ne? Ich rede von Twitch. Also, also der Chat sagt auch, Magic ähm, gab es bei Steam auch schon vor Hearthstone. Also ich meine ja, mich auch, also, dass ich Magic halt vorher gespielt habe. gab es auch gut. davor. Ja, das, natürlich gab es die Spiele immer vorher. Blizzard hat nie irgendwas selber eigen hergestellt, nee, sondern immer die Formel genommen und sie perfektioniert, so vereinfacht. Also das war zum Beispiel bei mir ein Fall, warum ich Magic besser fand als Hearthstone. Ähm, Magic war halt etwas komplizierter. Du hattest nicht nur Einheitenkarten, du musstest eben auch Landkarten spielen, um die Einheiten dann irgendwann spielen zu können. Hm. Und Hearthstone hat das halt quasi mit diesen Mana-Münzen halt vereinfacht. Und das ist plötzlich dann für die breite Masse zugänglich. Das ist genau das Konzept von Blizzard. Es macht halt eben eine Formel, die halt eben von allen schnell verstanden werden kann, aber trotzdem dann irgendwann hart zu meistern ist. Ja. Ich bin ein riesen, riesen Magic-Fan. Ich war da schon früher... Im, 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 Real spielen Magic finde ich super komplex und super schön und mit Hearthstone kann ich halt persönlich nichts anfangen. Aber ich guck's, äh, ich, 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 ich mag viele Streamer und die spielen das und dann kriege ich halt ein bisschen was mit. Ja, ist jetzt nicht so, was ich mir dauerhaft angucken kann. Ja, Aber es gab auch. halt eben wieder Neue für Hearthstone, dass halt vielleicht nochmal wieder was Neues rauskommt auf der BlizzCon. Und zwar halt neues Add-on wurde wieder angekündigt und zwar Kobolds und Catacombs. Das heißt, wieder halt neue Karten thematisch halt eben in dieses Kobold- und Katakomben-Setting. Ähm, wer halt eben dann die Kampagne durchspielt, neue Karten freispielen, die wahrscheinlich dann wieder äh, das ganze Metagame umkrempeln werden. Da bin ich nicht drin, da kenne ich mich nicht aus, da kann ich nicht viel zu sagen. Ähm, weiß ich nicht, ob einer von euch noch die ganzen Add-ons gespielt hat. Ich habe das erste noch gespielt und habe dann aufgehört. Mhm. Ich habe sie alle noch gespielt. Also, Heartzone habe ich alle gespielt, ja. Ich habe nur ein Blizzard Game. Was? In die anderen ähm, Höhlen wage ich mich nicht vor. Oh je. Aber das ist halt irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann ist es auch, auch vorbei so und ich glaube jetzt gerade hat Hearthstone auch vermutlich gut zu kämpfen. Also wenn ich mir angucke, selbst die Pro-Spieler sind gerade woanders schon unterwegs. Da ist der Anreiz ist glaube ich gerade geflogen. Ja. Da haben und sie dann gegangen. nämlich auch und was angekündigt, ihr seht. Und zwar ein Free-to-Play. Roguelite-Content-Mode, genannt Dungeon Run, der halt jedes Mal anders ist, unabhängig von deinem Kartendeck ist ähm, und damit halt quasi in diese Roguelite-Schiene reingreift, ähm, was den Wiederspielwert erhöhen soll. Das haben sie auch angekündigt, auch für Hearthstone, damit die Spieler halt eben nicht irgendwann ausrennen oder gelangweilt sind. Roguelite ist halt ja auch im Indie-Genre im Moment so dass ein Heilmittel für, wir haben unendlich viel Content und genau da will Hearthstone jetzt auch mit rein. Hm. Aber ob das jetzt unbedingt den Pro-Spieler zurück äh, holt, weil da das ist die Szene eigentlich, die sie wollen, würde ich sagen, das weil weiß das ich an keine Ahnung. ist schwer zu sagen. Also aktuell ist wirklich alles schwer zu sagen. PUBG hat und und Fortnite drehen gerade alles um. Fortnite. Die drehen gerade, die krempeln alles um. Also die verschieben gerade Planeten, die sich jahrelang auf der auf derselben Umlaufbahn bewegt haben. Also ich glaube, das ist schwer, da nochmal zurückzuschlagen. Na, ist ja das nächste hype ne? Das ist ja normal. Es wird immer ein neues hype geben. So dieses Jahr war es das eben mit PUBG. Naja, aber du musst halt im Slappy. Also, ESports hat sich jahrelang gehalten und hatte, hatte wirklich jahrelang immer Dota, Dota, CSGO, League of Legends, Hearthstone so mhm. die das waren die Kol das war der Kolossus und ich habe ich habe wenn wir von reden, ich habe jahrelang habe ich mir Hartzone so Streamer angeguckt die haben nur Hart Man hört dich nicht schon und die spielen jetzt okay. Ja, ich weiß was du meinst. Natürlich, aber ähm, Esports Ready ist mehr ein Meme momentan, was äh, PUBG zumindest angeht, weil PUBG ist noch Nein. Welt ist ja nicht. Du bist nicht verständlich, gerade, Dizzy. Nee. Yep, Internet kackt ab. Wobei, ähm, du sagtest gerade, Welten soll. Nur ist das richtig, dass PUBG noch dieses Jahr rauskommen soll? Für den PC? Als quasi uh, Out of Early Access Release? So, Habe ich das richtig? Diesen Monat oder so rauskommen, ja. Okay. Haben ja, wo, wo wundert mich, weil halt da jetzt ja so eine kleine Hate-Welle gegen das Spiel ging. Ich selbst spiele es nicht. Für alle, die es nicht wissen, ist nicht meins. Ich spiel keine Shooti -Shooti, keine spiele keine Shooty-Shooty, keine Online-Spiele, vor allem auch nicht so was Battle Royaliges. Ja. Ähm, hat mich nur gewundert, dass es erst so gehyped wurde und dann so abgeschraft wurde auf den Steam Reviews, dass das halt ne, in super schlechte Kritiken halt umgeschlagen ist und Fortnite mehr oder minder einen Aufschwung bekommen hat, weil sie wohl jetzt die bessere Engine benutzen, was eigentlich die gleiche Engine ist, also die Unreal Engine, <laughs> aber hm. Ja, da kenne ich mich halt eben nicht aus, warum das jetzt halt so ist, weil Fortnite ist ja plötzlich dann auch, nachdem es ja als das Spiel, was es sein sollte, gefloppt ist, mit Battle Royale jetzt plötzlich doch wieder positiv angenommen wird. Ja, weil es eben eine Engine hat von den Engine-Machern quasi. Das kommt halt von Epic. Und ja. die wissen natürlich mit ein bisschen mehr Erfahrung, ähm, wie man eine vernünftige Engine hinklatscht, die auch nicht vernünftig ist. Die hat auch ihre Probleme, aber die ist um Längen besser schon mal als die von PUBG. Also, wenn wir uns über E-Sport unterhalten, da frage ich mich, ob PUBG da überhaupt äh, in 2018 noch hinkommt, weil. Ich mag, wie Sally jetzt gerade. Eine, eine Hälfte von Sally ist rechts und eine, eine andere <laughs> Hälfte ist links. Ja? Ja. Oh! Nee, oben, unten! Das, das ist. <laughs> wo. Alles wieder gut? Alles wieder gut. Hoffentlich. Alle sind wieder an ihrem Platz. Okay. Spiel. Das meine ich. Es geht nicht darum, dass das PUBG in den E-Sports geht, sondern einfach gerade Karten komplett neu verteilt werden, weil andere Spieler nicht gehalten werden in ihren Spielen. Ja. Und das passt. Da hast du auch recht, tatsächlich. Ja, zumindest auf Twitch. Und und das ist halt, ich glaube auch, äh, das was bringen. Ich glaube auch nicht. Äh, PUBG dicker, glaube ich auch nicht. Und Fortnite. Hört ihr mich noch oder soll ich lieber wieder schwierig, aufhören? Schwierig. Okay, ich höre auf. Macht, mach einfach, weil der ist egal. <laughs> Passiert. Ähm, okay. Genau. Hearthstone, Overwatch. Der nächste Punkt. Ja, auch ein Spiel im Endeffekt gewesen, was groß eingeschlagen hat, Overwatch. Um, dann aber auch so langsam, finde ich, so ein bisschen abgeäppt ist irgendwie. Und ja, sie haben halt eben Neuigkeiten dafür rausgehauen. Um, halt, um, dass halt eben neuer Held kommt, beziehungsweise Heldin in dem Fall. Moira, um, Support-Healerin, die auch offensiv halt spielen kann, sah ganz cool aus. Ähm, da ich selbst nicht mehr spiele, kann ich da so gar nicht mehr viel zu sagen. Eine neue Karte wurde angekündigt, irgendwie mit einem Blizzard Theme Park, Blizzard World. Ähm, spielt halt quasi mit Attraktionen von Blizzard aus allen Franchises. Kannst halt rumlaufen, ist wohl mit zwei verschiedenen Goals irgendwie. Keine Ahnung, also ist nicht nur ein Goal, sondern irgendwie zwei Goals auf der Karte. Und ähm, das waren die Ankündigungen zur Overwatch. Also das Übliche, was man halt so erwarten konnte. Weiß nicht, ob einer von euch noch spielt. Also da ich kein Shooty-Shooty spiele, ich meine, ich hab's für einen PC, äh, sieht man, achso, nee, ist ausgekiet hier, hab halt sogar die CE hier rumstehen, aber ja, wie gesagt, ab und zu mal ein Match, aber das war's dann auch. Ist halt nicht das, was mich halt für lange motivieren kann. weil ich Nein. auch zu so schlecht drin bin. Mein Bruder spielt es wie ein Irrer, aber ich persönlich, für mich war es noch nie was. Ähm. Jetzt ist sie wieder weg. Da kommt er wieder. <laughs> ähm. Ja, ich hab mir das, das Video, ich guck, ich guck das Video habe ich mir ganz gerne angeguckt. Also von, von Reinhard heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, das fand ich schön, weil Blizzard kann einfach diese ähm <laughs> Mein Spruch war, ich würde mir wünschen, dass sie wieder anfangen, so gute Spiele zu machen wie ihre Cine, ähm, Cinematics, weil mhm. die sind wirklich top-notch. Ja, mal wieder ein schönes Spiel. Nicht nur nur Cinematic-Trailer für irgendwelche Figuren aus dem Shooter. Keine Ahnung, ist zwar nett gemeint, netter Fanservice, aber okay, was bringt es im Letzten? Äh, eigentlich nicht viel. No. Ja. Ja, dasselbe kann man jetzt im Endeffekt sagen, äh, trifft auch für, für Heroes of the Storm halt zu. Auch da ist das letztendlich angekündigt worden, was man erwartet hat. Äh, weitere Bearbeitung und Polishing, dass es halt in diesem MOBA-Sektor eventuell noch konkurrenzfähig bleibt. Ähm, zwei neue Helden wurden angekündigt mit Hanzo und Alex Trasa und dann war's im Endeffekt hat man da auch nicht viel mehr zu Heroes of the Storm gehört wird wahrscheinlich nie an Dota oder League of Legends rankommen das haben sie wohl eingesehen das heißt das lassen sie so ein bisschen weiterlaufen und Solang machen so ein bisschen Pflege ja solange es Leute noch spielen ich meine zu Diablo hat, haben sie nichts gesagt ne ja was sollen sie denn zu Diablo auch noch sagen <lacht> <lacht> noch ein Add-on oder was ich meine sie hat jetzt ja letzte Blizzcon eine Klasse. ja eine Klasse <laughs> Hatten sie doch jetzt erst angekündigt, letztens. Sie kam doch jetzt Necromant. erst raus. Ja. ja. Eben. Der Nekromann kam ja jetzt erst. Mhm. Ja. Na, ich glaube, dass Diablo durch ist. Also, ganz ehrlich, was soll da noch großartig kommen? Das ist wie StarCraft. Ich glaube, das ist fertig. Ja, ja, da, ja, da. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. WoW. Neu, neues Add-on! Battle for Azeroth! Schon wieder ein neues Add-on! Ja, natürlich War schon. Wieder. auch quasi. Wusste man vorher auch schon. Ja. Ach, Damit echt? hat ja jeder gerechnet. Ja. Oh. Ja, halt wieder, ne? Ähm, das Übliche. Finde ich aber interessant, <laughs> dass sie, dass sie jetzt tatsächlich nicht irgendwie eine neue Rasse oder neue neue Sachen ein, also quasi die, die Welt nochmal erweitern, irgendwie, wie sie es bis jetzt immer mehr oder weniger gemacht haben. Außer natürlich bei, ähm, bei, bei jetzt fällt es mir nicht ein. Ja, wo der Drache da weggeflogen ist und die Welt kaputt gemacht hat. Und Cataclysm. Sie quasi die, genau, Cataclysm, ähm, wo sie die Welt quasi neu gestaltet haben, aber selbst da gab es ja auch, obwohl, ja gut, neue Bereiche wird es jetzt geben, aber sie führen einfach nur ein paar neue Inseln ein und machen das Ganze quasi Orks versus Humans, mehr oder weniger. Nur halt Allianz gegen, gegen ähm, Horde. Was ich interessant finde. Ist ein, weiß ja, ich nicht, wird man Schwerpunkt sehen. halt wieder ein PvP-Add-on, wenn er so willst. Ja. Genau. gibt halt eben dann verbündete Rassen, die du halt eben freispielen kannst mit Quests, die dann eben an deiner Seite halt kämpfen und ähm, ja, ich habe halt Mist of Pandaria nicht mehr gespielt. Ich habe von Classic bis Miss gespielt und ähm, mich spricht halt in dem Sinne nicht mehr an, weil es nicht mehr mein WoW ist, was es früher mal war. Ähm, wie du schon sagst, es ist das typische Zwischen-Add-on. Keine neue Klasse, keine neue Rasse. Ja, weil jetzt ja mit dem letzten der Demon Hunter gerade erst kam. Ne? Das heißt, da werden sie wahrscheinlich erstmal weiter balancen, als jetzt noch wieder was Neues rauszuhauen. Das haben sie ja früher auch so gemacht. Deswegen das übliche Zwischen-Add-on. Die Frage ist, das finde ich spannend, wie lange wollen sie das denn noch weiterführen? Anstatt vielleicht mal noch was Neues anzukündigen, also einen zweiten Teil oder ein neues MMO. Mhm. Weil das Spiel ist mittlerweile ja erstmal uralt. Sie machen halt immer noch regelmäßig quasi alle zwei Jahre ein Add-on-Pack. Haben schon in ihren Earning Calls, also in ihren Finanzberichten quartalsweise die Zahlen, die Abo-Zahlen gar nicht mehr mit drin. Die nennen sie schon gar nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, weil sie steigen, sondern eher weiter sinken. Ähm, stattdessen geben sie jetzt halt eben bekannt, wie viel Geld sie mit Mikrotransaktionen aus Spielen gemacht haben. Fun Fact: eine Milliarde mit Ingame-Käufen. Mhm. Nicht erfunden, haben sie gesagt. Nicht mit Verkäufen von Spielen, Ingame-Verkäufen in Spielen. Ja. Lootboxen. Eine Milliarde. Ähm, hm. Ja, das stimmt. Ähm, das fand ich jetzt, also ich fand interessant, sie haben auch schon das neue Intro gezeigt fürs nächste ähm, Ding. Ich vermute, dass die, die Geschichte jetzt tatsächlich mehr oder weniger auch zu, zu einem Ende bringen wollen. Äh, und daher versuchen sie jetzt in dem äh, Add-on den Kreis zu schließen. Sie haben jetzt nicht gesagt, dass das letzte wird, also ähm, nicht, dass jetzt jemand sagt, sie hat aber gesagt, dass das letzte, äh, nein. Um, aber es, für mich persönlich fühlt es sich so an, als, als würden sie wieder Back to the Roots, so Horde gegen Allianz, nochmal so einen kleinen Krieg hoch aufbauschen und dann vielleicht dann im übernächsten Add-on endet alles in einem großen Bumm, mehr oder weniger. Und dann wäre es das. Ja, aber wenn ich tatsächlich das letzte Add-on machen würde, ich würde das rausposaunen, ich glaube, das ist doch PR, oder? Wenn du halt wirklich ja, sagst, das finale Add-on. Genau. Ich glaube, da würden dann vielleicht sogar Leute wie ich nochmal reingucken, um halt eben nochmal den Abschluss halt mitzubekommen, ja. die den Anfang der Reise halt zumindest mitbestreitet haben, bestritten haben, Entschuldigung. Ja. Ja, werden wir sehen. Aber die wesentlich größere News, mit der tatsächlich, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben, weil eigentlich war gesagt, dass sie es nicht machen wollen, sie haben ja sogar den gleichen Typen, der im letzten Jahr auf der BlizzCon gesagt hat, you think you, you want it, but you don't. Ähm... Äh, ähm zu Classic Server nämlich, ähm, das gesagt hat, haben sie wieder dahingestellt und der durfte dann eben die Vanilla Server, also die Classic Server ankündigen. Und das war, also als ich das gehört habe, ich habe die BlizzCon, ich glaube, ich habe den Stream ausgemacht, zwei Minuten später bin ich auf Twitter gegangen, habe gesehen, oh, Classic Server, da habe ich mich das, mir das sofort angeguckt und ich habe, gut, ich habe bei dem neuen Intro ähm, auch geweint, aber ich habe geweint, weil es ist einfach wunderschön, so klar. Die Leute werden denen die Server einrennen am Anfang. Ähm, nach zwei Wochen wird es kaum jemand noch spielen wollen. Aber es wird schon ein paar Leute geben, die, die ähm, glaube ich, also, Classic-Server ein bisschen länger was spielen. Was ich werden. erstmal schade finde, ich war halt wirklich lange Jahre Blizzard-Fanboy und habe mich halt über sämtliche Ankündigungen gefreut, dass für mich, genau wie wahrscheinlich jetzt für dich, das Highlight der BlizzCon war, dass die Classic-Server in WoW angekündigt haben. Mhm. Wobei ich dann genauso reagiert habe wie Sali. Wenn ich noch geregelten Beischlaf haben möchte, darf ich das Spiel nicht anfassen, weil sobald ich irgendwie ein MMO anfange, gibt es Suchttendenzen und dann kommt die Bratpfanne von meiner Frau. Ähm, also von daher, ich weiß nicht, ob ich mir das halt nochmal angucken werde. Ich habe es halt ja 2005 bzw. 2004, als es rausgekommen ist, ähm, halt schon gespielt. Deswegen die Erinnerungen, die ich damit verbinde, sind genial. Aber sind wir jetzt mal ehrlich. Das sind Erinnerungen. Werden wir nochmal dasselbe Gefühl haben, was wir damals hatten. Wir wissen, wie WoW funktioniert, wir wissen, was auf uns wartet, wir wissen, wie wir skillen, wo wir leveln, wie wir grinden, ähm, wir wissen die Boss-Taktiken. Das wird nicht mehr so sein wie früher, weil wir waren früher jungfräulich und unerfahren im World of Warcraft-Universum mit dem Spiel. Und heutzutage hast du das Internet, selbst wenn du was nicht mehr weißt, guckst du bei pop MMO, Champion oder Bufft irgendwo nach, was es früher alles gar nicht gab. Damals, ich habe nachgeguckt, äh, beziehungsweise ähm, ich habe damals irgendwie fünf Monate gebraucht von 0 auf 60. Das ist heute ein Unding. Das schaffst du mittlerweile in einer Woche oder so. Ja, ja. Ähm, und das heißt, diese Erfahrung, also diese Nostalgie nochmal wieder zu bekommen, ist ein netter Gedanke. Aber ich glaube, dass wir da, wie du schon sagtest, nach ein, zwei Wochen sehr schnell enttäuscht sind und uns dann nicht mehr vorbereiten und Kernhunde gehen, um irgendwann genug Feuerresistenzen gegen Ragnaros zu haben. Die meisten, ja. Aber es wird trotzdem die ein paar tausend Leute geben, die auf ein, zwei Server verteilt, die spielen werden. Ja, wobei, das ist die nächste Frage. Äh, heutzutage Crossrealm hast du ja mehrere Server, Cluster und Pools. Mhm. Hattest du ja früher nicht. Das heißt, wie viele Server bieten die überhaupt an? Dann wirst du am Anfang, wenn sie zu wenig anbieten, super lange Warteschleifen haben oder sie bieten zu viel an, dann hast du nach hinten raus keine Population. Ich denke, also, sie werden nicht komplett vorbereitet sein, natürlich, weil es ist immer noch Blizzard und es wird Probleme geben am Anfang, aber. Ähm es wird, ich vermute, es wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis die Classic Server überhaupt da sind. So, das ist nicht was, 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 sie haben auch extra gesagt, das ist ein harter Job. Ähm, wir machen das, wir versprechen euch das, aber gebt uns Zeit. Und wenn Blizzard sagt, gebt uns Zeit, dann wird das auch ein Weilchen dauern, tatsächlich. Wobei, was ich lustig finden würde, <laughs> nur jetzt mal so, just saying das mit dem letzten Add-on, okay, das war das letzte Add-on, jetzt ziehen wir den Stöpsel, aber hier sind die Classic-Server, können wir da von vorne anfangen. Das wäre ein interessanter Joke auf jeden Fall. Hm. Ich vermute, dass sie schon es komplett nochmal umgestalten werden, also nicht wirklich Grafik, also allein schon an der Grafik-Engine ein bisschen was schrauben werden, sodass es zum, zum Beispiel halt für heutige ähm, Verhältnisse auch noch gut aussieht und solche Geschichten. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur die Server nehmen, dranpacken und die Leute wieder auf Vanilla spielen lassen. Genauso wie es damals zu, ich weiß nicht, was, was war die Version 1.6, ähm, die alle gespielt haben, von 2015. Also diese ganzen Nostalrius und wie sie nicht alle hießen, die Classic-Server, die eben Ja, aber vor waren. allen Dingen viele, viele. Vor, äh, der Denken dann an die schönen Momente, aber wenn ich jetzt daran denke, ich, ich habe halt in Classic Rogue gespielt, mhm. wenn er halt mit deiner PvP-Skillung ins Battleground gegangen bist, Ambush, Backstab, Magier tot. Alle anderen Gegner im Stunlock gehalten, bis sie tot waren, dazwischen halt noch einen diesel tee getrunken und dann war auch der Krieger tot. Ja. Äh, Im Endeffekt, Rogue war halt schon, wenn du ihn spielen konntest, hart op. Okay. Und ähm, das sind halt die schönen Momente aus meiner Sicht, aber die anderen werden dann wiederum kotzen. Hm. Und ich meine, sie haben das ja alles geändert, damit es halt, sage ich mal, für den Mainstream halt spielbarer bleibt mit Dungeon Finder etc. Und das ist ja nicht, sage ich mal, dazugekommen, weil es keiner wollte, sondern hm. weil sich halt die breite Masse ja gewünscht hat. Oder auch eben mit dem Skillen, wie skillt man. Ich meine, damals konntest du Guides darüber schreiben, heute hast du noch nicht mal mehr einen Skillbaum. Ja, aber genau die Nostalgie ist ja eben der Grund, warum es alle haben wollen. Und. Blizzard stellt jetzt bald hoffentlich die Option und viele werden trotzdem Spaß dran haben. Ich weiß, ja, und was Die du erste meinst. Frage ist, wer farmt wieder Warlord? High Warlord. Suchen wir uns wieder eine Gruppe und farmen uns dann auf Rang 14. Yay! Aber nur abgesprochen. Und ich helfe dann auch mit, dann nächsten Monat dich auf High Warlord zu pushen. Alter, war das ein Mumpitz. Hm. Einfach nur Time Waste, der dickste Time in WoW, PvP, auf den Maxenrang Rang machen. Ja. T1, T2, T3. T3. T T Gab es T3 dumm. überhaupt in Vanilla? Oder ah. haben sie bei T2 aufgehört? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, t t es gab T2,5, das war Akku 40 und ah, T3 ja. gab es ja. dann in Nax. Genau. Nax Ramas. Stimmt. Richtig. Dumm. Ähm, ich freue mich. Ich habe äh, ein bisschen auf, ich glaube, es war nicht Nostalrius, es war irgendein anderer Vanilla-Server mit einem guten Kumpel ein bisschen gespielt. Ähm, es ist wirklich was anderes, als wenn man es heute neu anfängt. Also, ähm, man, man, man unterschätzt das, wenn man heute WoW spielt, wie, wie, wie schwer es eigentlich damals war. Allein das Leveln, wie, wie vereinfacht es mittlerweile geworden ist, noch über ja. die Jahre. So. 24 Stunden alter Raktal PvP, ohne Witz. Es war, ähm, es gab, glaube ich, diesen einen epischen Ring für einen Schurken. Ich glaube, Don Julio hieß der Ring, den wollte ich unbedingt haben. Dann gab es auf äh, ehrfürchtig oder respektvoll, mhm. eins von beiden. Und das war quasi mein letztes BG, was ich brauchte für diesen Ring. Und das ging wirklich gefühlt 15 Stunden. Ich war 15 Stunden in diesem halt und wollte nur noch die letzte Stufe für meinen Ruf haben, um diesen Ring halt kaufen zu können. Boah, ich bin fast ausgerastet. Hm. Das war so, boah. Ja. Aber wie gesagt, also ich vermute, dass es noch ein paar Jahrchen dauern wird, bis die Classic Server kommen. Ich würde mich natürlich gerne überraschen lassen und nächstes Jahr schon auf einem Classic Server spielen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, auf der nächsten BlizzCon werden sie maximal ein Datum nennen. Ja, aber insgesamt, und das sage ich jetzt mal für die da draußen, das waren die News von der BlizzCon. Ich selbst habe mich nicht mehr so abgeholt abgeh wie früher, weil es war halt nicht wirklich viel dabei, ähm, wo ich sage, das macht nochmal interessant oder macht die Zukunft interessant von Blizzard. Haben die echt nichts mehr im Köcher? Ich, ich finde es halt schade, weil mhm. die haben halt wirklich nur ihre Franchises, wo es halt irgendwann alle paar Jahre eine Fortsetzung gibt. Mal eine gute, mal eine schlechte. Regelmäßig Content-Updates mit neuen Heldenkarten oder ein Add-on. Und das war's. Also das heißt, die verwalten im Endeffekt ihren Erfolg, aber sie erweitern halt nicht. Und das finde ich halt schade. Naja, gut. Wenn sie eine Milliarde mit Ingame-Verkäufen verdienen. Ja, okay. Aus wirtschaftlicher Sicht haben sie es nicht nötig. Das ist schon richtig. Und das ist nur das, was sie sagen. Die zwei anderen Milliarden, die sind, liegen in Holland auf einem Konto, ähm, <laughs> von denen keiner weiß. Weil. Ne? Sonst müssten sie rechtfertigen, warum Spiele heute immer noch 70 Euro kosten. Aber Spiele machen sich so teuer geworden. Wusstet ihr das nicht? Ja, ist so. Mhm. Kann man behaupten, wenn man alles Geld nach Holland und auf die Malediven bringt, dass es sehr teuer ist. Gut. Ja. Naja, Was erwartet ihr eigentlich von, von der Schmiede? Wenn das jedes Jahr auf der, auf der BlizzCon so ein Ding brettern? Hey, andere Leute brauchen vier Jahre, um ein Spiel zu releasen. Ihr erwartet das jedes Jahr auf der BlizzCon. so ein Pensum. Und die haben dieses Mal zwei Add-ons. Zwei. Release Zwei. Und das ist schon richtig fett. Das ist schon richtig fett. Und ihr sitzt immer noch hier und erwartet, dass sie noch mehr machen. Mit wem redest du jetzt? Mit euch? Ich <laughs> hab doch nichts gesagt. <laughs> oder nee, oder, oder nicht du jetzt. Geh jetzt. Was, Geh was, was erwartest Geh du von denen? Also, wo sollen die das herholen? nehmen wir mal jetzt aber den, den Umkehrschluss. Was kam seit StarCraft 2, Basisspiel, nicht Add-ons, und Diablo 3, Basisspiel, nicht Add-ons? Was kam an Spielen raus? Es kam Free-to-Play Hearthstone, es kam Free-to-Play Heroes of the Storm, ich gucke schon wieder in die falsche Kamera, das heißt, das sind halt zwei Spiele, die prinzipiell eher, sage ich mal, ein anderes Klientel ansprechen als den typischen Singleplayer-Kampagnen-Gamer. Und dann kam aus Titan rausgeschnitzt Mehr oder minder aus der Not wahrscheinlich, wie auch immer, Nova Watch. Gut, das ist halt eben nochmal was komplett anderes, was Blizzard sonst gemacht hat, weil sie, das war der erste Shooter von denen, spricht mich persönlich jetzt nicht an, das war das letzte Spiel. Und seitdem kam halt nichts an neuen Spielen. Das ist zwei Jahre her, andere Leute Aber brauchen vier Jahre. Ja gelebt, ne? Die ja, anderen andere Leute brauchen vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre und die drücken jedes Jahr einen DLC raus. Jedes ja gut, über den Jahr. DLC reden wir mal nicht. Also der DLC bringt ja trotzdem aber extra Content so. Also, versteht ihr, wie ich meine? Also Leute sitzen da und haben irgendwelche Erwartungen und kriegen aber trotzdem halt eine Unmenge an Content auf eine auf einer auf eine Dings geboten, auf einer, jetzt sag ich mal, bei der, bei der Keynote schon allein was da steht. Sagen wir mal einfach nur Classic-Server, das WOW-DLC, das DLC für Heartstone, äh. Und, und was auch immer da alles noch alles drinne ist, so, wo sollen die das hernehmen? Die haben auch nur die Ressourcen, die sie haben. Sollen sie jetzt noch wieder ein Spiel in Dings einkaufen? Ich meine, versteht dich, wie ich meine. Das ist halt, selbst wenn du nur ein WOW-DLC nimmst, du musst halt das Artwork machen. Also ich glaube, so ein Trailer von denen dauert schon eine Weile, bis die den fertig haben und so weiter und so fort. Pipapo. <laughs> ja, gut, die sind Präsentation, auch der ganze Merch muss fertig gemacht werden. Und das ist bei denen halt Lupen rein. So, und wenn jetzt, sag ich mal, äh, letztes Jahr. Auf der, auf der BlizzCon wurde auch ungefähr so ein Paket äh, announced und ich finde, das ist schon eine Menge. Also, ich finde, das ist schon eine, eine wirkliche Menge, was da rauskommt. Und zu sagen, wo na gut, wenn dich das nicht abholt, okay, aber man muss halt immer noch anerkennen, und zwar neidlos, dass das fucking viel Content ist, den du da kriegst pro Jahr. Für deren Franchise. Und du musst halt auch ja, immer noch sehen, alle Franchises müssen laufen. Das heißt, es läuft WoW seit 2004. Overwatch muss laufen, Starcraft muss laufen, äh, und, und, Diablo muss auch noch laufen. Die Leute sagen immer, das spielen nicht viele Leute, aber die müssen auch immer noch laufen. So, das heißt, wo sollen sie diese, die, die, Ressourcen hernehmen, um jetzt noch mal so ein Spiel irgendwo herzuholen? Plus, wenn du jetzt mal guckst, die ganzen Liegen, die überall laufen, das hängen die auch überall mit drinne. Wenn du Overwatch nimmst, nimm Hots, dann nimmst du, nimmst du Starcraft noch dazu, da, da haben die auch überall die Finger noch mit drinne. Also bei Blizzard würde ich jetzt mal sagen, auch wenn man vielleicht kein Fanboy von denen ist, aber scheiße, kriegst du jedes Jahr viel Content von denen. Aber ja. Richtig. Aber es ist halt eben verwalten. Das heißt, sie holen damit keine neuen Leute mehr ins Boot. Das heißt, die, die wegbrechen, bleiben weg und neue kommen halt nicht dazu unbedingt, weil halt eben nur diese besagten Franchise weiter bespielt werden. Und halt nicht wie damals Warcraft 1 und Warcraft 2, halt eben Singleplayer-Content, ähm, Singleplayer-Kampagnenspiele halt rauskommen, wo halt eben Leute vielleicht auch nochmal in Kontakt halt damit kommen. Das letzte war halt eben Diablo 3 und StarCraft 2. Auch wieder Fortsetzung. Und das ist auch eben schon wieder verdammt lange her, weil wir mittlerweile drei StarCraft-Add-ons hatten, anderthalb Diablo 3-Add-ons mit einer Klasse und einem äh, Story-Package. Ähm, Aber das ist doch deren Base. Ja, ja, na klar. Die haben eine, die haben eine, also die, nur mal um dir das kurz zu, zu, zu realisieren, ja. Die haben eine eigene Con, eine Blitz-Con, ja. wo es nur um deren Spiele geht. Richtig. Und da sind unglaublich viele Menschen. Und du Du willst gar nicht wissen, wie viele Leute diese Spiele spielen. Und die fünf, die weggehen, weil sie einfach nicht verstehen. Ja, aber wie hat wie viel, sich denn diese BlizzCon entwickelt? Die kam raus, als WoW so explodiert ist und WoW zehn äh, oder 11 Millionen, Millionen Subscriber hatte. Und da war ja. drei Viertel der gesamten BlizzCon WoW. Und ja. so ein Mini-Panel für Diablo und StarCraft. Und da WoW ja. mittlerweile am Sterben ist. Entschuldigung, Stopped! Sterben ist vielleicht der falsche BMW Ausdruck. Hat... Nee, 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 so, nee, nee warte. Schrumpft. WoW hat immer noch genauso eine gleich große Bühne wie Overwatch und auch wie StarCraft. Also schön vorsichtig. Ja, ja, mittlerweile sind die anderen größer geworden und WoW tatsächlich dementsprechend kleiner. Das heißt, die haben halt eben den Fokus mittlerweile auf ihrer Con, auf die anderen Themen, die früher genauso präsent waren, eben größer gezogen. Vorher war es halt nur WoW. Ähm, aber es ist halt eben nichts mehr in Aussicht im Moment ad hoc, was eben Neues kommt. Das heißt, klar, sie verwalten und spielen für ihre Fans. Aber wer soll neu jetzt nochmal dazukommen? Oder fängst du jetzt mit dem wievielten, fünften, sechsten, siebten wow on mit WoW an? Warum nicht? Okay, dann bald auf dieses Kanal. Ich WoW. sag, nee, pass auf, pass auf, ich sag dir das ganz ehrlich. Geh auf eine BlizzCon und du kaufst dir alle Spiele. Du kaufst sie dir einfach. Ich hab die Spiele. Ja, aber ich sag's nur einfach so, kommen da trotzdem noch Leute hin. Und es wird immer noch Leute geben, die da hingehen, weil Blizzard einfach mit, mit seinem Namen da steht. Ich will einfach nur, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass Menschen so utopische Anforderungen haben an irgendwas. Und ich sag dir so, wie das ist. Also ich bin, ich bin, ich bin nicht der größte Blizzard-Fanboy und äh, bin jetzt nicht so, dass ich sag, oh geil, ist egal, was die rausbringen, ich malen. Aber ich sag dir so, wie das ist. Entweder kommen sie nächstes Jahr 2018 um die Ecke und äh, werden dich komplett wegholen mit irgendwas, was sie da hinstellen, oder 2019. Und sie lassen das einfach so runterköcheln. Ich, ich wette mit dir. Und es ja, wird kein, genau wahrscheinlich kann Diablo 4 sein, oder Starcraft 3, oder was auch immer, aber die sind hundertprozentig, stehen die da und werden dich komplett wegballern mit irgendwas Neuem. Und ich rede hier nicht von, wir releasen zwischendurch einfach mal Hots oder so ein Scheiß. Sondern ja, die werden genau, da richtig bin ich dann an eben gespannt, Ganz Genau. Weil ich war halt eben von, von Diablo 3 als letztes, was ja eben das letzte große war, eben auch anfänglich halt super enttäuscht. Ich war halt Ultra Diablo 2 Fan und Diablo 3 war halt am Anfang halt Katastrophe. Klar, sie haben es mittlerweile halt gepolished und rund gefixt. Ähm, aber wie gesagt, dass man halt sagen kann, das war halt gewohnte Blizzard-Qualität in Diablo 3 zu Beginn. Oh mein Gott. Und deswegen warte ich seit diesem Tag, ehrlich gesagt, wieder auf die nächste Ankündigung für das nächste Singleplayer-Spiel. Und das ist eben jetzt schon, ich überlege gerade, Sechs Jahre her. Blizzard Ich glaube, es ist sechs. Aber sechs Blizzard Jahre hat her. schon ist ja mehr auf dem Multiplayer und die unterstützen ja auch den E-Sport und da sind sie ja voll drin. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, drauf warten. Ich würde auch nicht erwarten, dass Blizzard tatsächlich mit einem Singleplayer umherkommt. Also genau und das ist eben, denke ich, das Problem, was ich dann eben damit meine, was eben diesen Tenor von mir halt abschließt, warum ich diese Meinung habe. Blizzard ist nicht mehr das Blizzard, was es für mich früher war. Das heißt, die haben sich halt eben geändert und es holt mich halt eben nicht mehr dann so ab. Hm. Kann natürlich sein, klar. Ähm, ja, das, ich habe halt eben angefangen mit Starcraft, Starcraft 2 äh, beziehungsweise äh, Warcraft, Warcraft 2 und das is ist es halt eben nicht mehr. Mittlerweile ist es halt mehr Game as Service, Online-Spiel und ähm, das ist halt nicht mehr meins. Lässt sich dafür halt sehr, ist es sehr viel auch Geld mitverdienen. Ne? Ja, es ist richtig. Dafür aber ist es aber auch solide. Ja, das muss man nämlich bei Blizzard sagen. Alles, was sie rausbringen, hat einfach Top Notch Qualität. So. Klar kann so. man darüber rumheulen und, und, und ähm, sich beschweren, dass Diablo 3 nicht mehr so toll ist wie Diablo 2. Würden sie Diablo 2 in, mit neuer Grafik rausbringen, würden alle wieder heulen, dass es keinen Spaß macht, weil die Spielewelt sich halt entwickelt hat. Ähm, trotzdem, das, was sie bringen, hat halt Qualität und Hand und Fuß. Im Gegensatz Und das, zu das machen sie jedes Jahr. Nochmal. Ja. Jedes Jahr. Fucking Jahr yeah, machen sie das, seit 2004. Jedes. Und wenn es nur für uns als da sitzende Leute so klein ist. Wie gesagt, ich habe das jetzt einmal mitgemacht, live und hab da gesessen. Und alle neben mir so. Kann euch spielen. Und ich sitze da und die Liste hörte gar nicht mehr auf. Die hörte einfach nicht auf, weil da so viele Sachen drin sind. Und ich denke so, seid ihr bescheuert? Hallo? Und so ist es dieses Jahr auch so. Du, du schreibst halt drei Sachen auf und ich werde in der Keynote. Die Keynote geht, glaube ich, anderthalb Stunden. In der Keynote waren bestimmt noch Zilliarden andere Dinge drin. Zilliarden. Ja, gut, allein jetzt die Ankündigung des neuen Add-ons, klar, die kannst du natürlich jetzt mit jedem Detail halt ausschlachten. Sicherlich kriegst du damit 90 Minuten halt gefüllt. Aber es ähm, ist halt ein neues Add-on, es ist halt neuer Content. Jetzt darauf so im Detail einzugehen, das nee, ist, ist halt ist ja ja die, richtig, für aber die Spieler und für die Fans halt interessant. Es ist halt, man sollte das halt nicht einfach so abtun, als wenn es halt kein Content ist, weißt du? Also so, so kam es halt rüber und das stimmt halt nicht weil du halt wirklich eine Menge kriegst. Darauf wollte ich ja einfach nur hinaus. Und also man kann man kann sagen, was man will. Sie haben Lootboxen eingeführt und haben Lootboxen salonfähig gemacht, was übrigens äh, unsere Gaming-Szene vielleicht irgendwann mal ruinieren würden. Aber nichtsdestotrotz ist das, was sie abliefern, immer noch auf notch. In jedem Spiel, was sie da haben. Aber auch wirklich in jedem, ob es von 2004 ist oder von 2016. Ich werde angefallen. Fliege. Ja gut, Diablo 3, Wollen wie gesagt. Wollen wir dann weitermachen? Ja. Entschuldigung. Ich hatte nur mal kurz einen Moment zu reden. Ich habe so drei, fünf okay. Stunden nicht sagen können. Und <laughs> oh, es ging. Bei ja. den anderen Themen konnte ich ja Ah, jetzt per pünktlich genau, <laughs> jetzt hört's auf. <laughs> okay, Entschuldigung. Ja, ich bin schon wieder ruhig. Entschuldigung, Internet. <laughs> Gejinxt. Oh, genau, denn im November sollen ja auch noch ein paar Spiele rauskommen, habe ich gehört. Was? Da haben wir noch eine ganze Liste voll. Mit Dann Staff. mal los. Und zwar schon übermorgen, soll ich? Na klar. Ja, fangen wir an. Ähm, ja, für, für eines meiner lie absoluten Lieblingsspiele dieses Jahres kommt äh, übermorgen ein DLC raus. Und zwar für Horizon. Äh, Frozen Wilds heißt das. Ähm, soll mhm. 15 Stunden neuen Content bringen. Mit neuem Skill-Tree und mit neuen Gegnern. Und wird noch besser als das Grundspiel. Also ich habe gehört. Ähm, Eloy äh, soll noch mehr weinen. Sie haben die Tränen sogar noch realistischer rübergebracht. Ach, lösch dich, Slavi. <laughs> Und äh, im Moment, wenn man halt sogar noch vorbestellt, ich weiß, eigentlich sage ich ja immer nicht vorbestellen, sondern abwarten, aber wie Slavi schon gesagt hat, 15 Stunden für ein DLC. Ähm, Neuer Skilltree klingt recht solide. Im Moment noch im Angebot: 17,99 statt 19,99. Mhm. Im PlayStation Store natürlich ist ja PlayStation Exclusive. Ist wahrscheinlich eines der wenigen DLCs, die ich mir dementsprechend auch mal angucken werde, weil ich eher nicht der DLC-Spieler bin, aber das klingt nach nur 15 Stunden Kampagne. Ja. Ist okay, kann man sich mal angucken. Und das Basisspiel war halt super. Wird gespielt. Ja. Da gehe ich mit. Am gleichen Tag erscheint ein, ein Souls-like, eins der wenigen Spiele, die alle Souls-like nennen, die man tatsächlich Souls-like nennen kann, glaube ich. Auch wenn es vieles anders gemacht hat und Neues reingebracht hat. Ähm, was vorher in PlayStation 4 nur exklusiv war, ne, erscheint jetzt für den genau. PC. Und zwar Nio. Mhm. Ähm, mal gucken, ob ich es mir auf dem PC angucke. Wahrscheinlich aber auch. Du hast es noch nicht gespielt? Nein. Ich habe es angespielt. What? Ich habe so fünf Stunden, glaube ich, gespielt. Ähm, so Tutorial-Area habe ich durchgespielt und dann bin ich auf diese Insel gekommen. Dann habe ich mir viele Streams angeguckt und habe mich gewundert. Ich glaube, die Unterhaltung hatten wir schon beim letzten Mal hab mich gewundert, warum die Bosse genauso aussehen wie bei mir und warum die F Gegner alle so aussehen wie bei mir und dann ist mir aufgefallen. Ja, oh, ja, okay. Da kommt nicht mehr viel neues. Naja, die kriegen halt ich eine halt neue geil. Zahl vor ihrem Level und äh, das war's. Bis auf äh, dieses Japano Setting, aber das ist halt Geschmackssache, das war nicht so meins. Äh, ansonsten würde ich sagen, von den Mechanics und vom eigentlichen Spielgefühl das beste Souls like würde ich einfach mal so sagen, jetzt natürlich dann auch für für den PC, wo die Leute dementsprechend das spielen können, die keine PlayStation haben. Give it a try. Wenn ihr Dark Souls möchtet, mochtet, aller äh, vielleicht auch Lords of the Fallen, The Search oder sowas ähnliches in der Richtung. Stamina-basiertes Combat-System. Lässt sich super spielen. Japano angehaucht. Am Ende ein bisschen repetitiv, aber ja. Kampfsystem ich, war geil. Hatte gut. Spaß. Tatsächlich, fand ich. Hat sich gut gespielt. Auch dieses, wenn du im richtigen Zeitpunkt die Taste drückst, kriegst du halt ein bisschen von, deinem, von deiner Health wieder zurück und so. Ähm, Meine ich mich an was zu erinnern? Der ja. Key-Impuls, ganz genau. genau. Lustigerweise, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, das ist vielleicht auch ein Grund, warum Elex am Anfang so schwierig ist. Auch das hat ein Active-Combat-System, was das Spiel am Anfang so, sage ich mal, schlecht erklärt, dass man es nicht versteht. Ich habe es auch erst nach zwei Streams rausgefunden, mhm. dass Alex auch so ein Active-Combat-System hat, dass du halt mehrfach passend im Timing die Tasten drücken musst. Mhm. Machst es nämlich nicht. Du haust zweimal, deine Stamina ist leer und du hast keinen Schaden gemacht. Mhm. Das heißt, das hat auch gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja. Und Stimmt. genau so ein Ding ist halt eben ähm, ja. bei Neo halt essentiell. Du musst halt eben Stamina haushalten, -ha lernen. Ja. Stamina? Haushalten. Ich glaube, das ist das Wort. Und dementsprechend in den richtigen Momenten dann die Tasten drücken, weil sonst ist halt kein Schaden, keine Stamina und sehr schnell tot. Ich fand's cool. Also, ich werde es mir jetzt nicht nochmal auf dem PC angucken, aber für alle, die jetzt halt die Chance haben, go get it. Hab's ein paar Tage gespielt, werde es irgendwann mal weiterspielen. war, war gut. Ja, okay. das nächste Spiel habe ich nochmal draufgeschrieben. Genau. Und zwar The Colonists, heißt das Ganze. Kommt am 9.11. Ich weiß nicht, äh, arbeitest du mit, mit, mit Einspielern jetzt an der Stelle? Mit. Was? Redest du mit mir? Mit Einspielern, Videos, irgendwas? Achso, Overlay? Nee, weil nee, ich, nee. Jetzt gerade okay. nicht. Aber das würde ich doch schon ganz gerne zeigen. Weil, weil ich ja. sehe es nämlich jetzt sonst ähm, nicht. Ja, The Colonist äh, hat mich ein bisschen erinnert an Astronir. Ist halt ein Indie-Spiel, was in den Early Access kommt. Ist ein Aufbaustrategiespiel. Und ähm, ja, du bist halt eben eine Kolonie und musst halt eben Planeten besiedeln. Und das hat mich halt eben sehr an Astronier erinnert, was ich halt ganz gerne gespielt habe. Und macht einen ziemlich coolen Eindruck. Wie gesagt, geht in den I äh, also Early Access. Ähm, inwieweit es dann schon gepolished am Anfang sein wird. Oder ob man vielleicht das Ganze nur auf die Wishlist packt und dann vielleicht die Entwicklung ein bisschen mitverfolgt und dann in einem Jahr oder so zuschlägt oder im Sale. Um, das weiß ich nicht, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, weil ich halt genau diesen Grafikstil, den ihr jetzt ja dann auch im Trailer seht, ja, ich finde ihn cute. Ich mag den. Oh, sieht das niedlich aus? Sieht interessant aus auf jeden Fall. Ist nur für Steam? Äh, ich meine ja, wie gesagt da hm. erstmal Early Access, ob es dann irgendwann auf die Konsolen kommt, keine Ahnung. Achso, ein Early Access. Hm. Ja. Wir haben The Colonists, so heißt das gute Spiel, kommt am 9. Ja. Oder in Siedler, wie es eben gerade auch Bushi halt im Chat schreibt, ganz genau so in die Richtung halt. Wenn sie es halt gut umsetzen, warum nicht. Interessant. Ja, sieht es aus. s Stronier hat mir auch gut gefallen. Da überlege ich auch, ob ich das mal wieder anspielen soll. Weil das wohl sehr, sehr viel ähm, neuen Content. Okay, dann muss ich auch mal reingucken, weil ich habe es auch eben kurz nach Release halt gespielt. Und oh. wenn es halt eben Content-Update gäbe, warum nicht? Richtig. Ja, das nächste Spiel muss ich sagen, ähm, steht auf der Liste, ist aber eher so weniger für mich. Need for Speed Payback kommt am 10. Ähm, Na, Racer mit Story und Cutscenes, die dich dann am Racen stören. Das ist schon der erste Punkt, wo ich sage, ob das was für mich ist. Wenn ich halt ein Racer spiele mit Cutscenes, ich weiß es nicht. Dann soll das Ding noch, glaube ich, Lootboxen haben. Äh, ich, ich lasse das, glaube ich, aus. Also, wie gesagt, 10.11. Wer auf Need for Speed steht, ich weiß nicht, was ihr dazu sagen könnt. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Die Zeiten sind vorbei von Need for Speed. <laughs> Need for Speed PayPal. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Oder Paywall. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die Zeiten sind vorbei. Jetzt sind wird es Zeit, dass seit der Spieler Jahren. bezahlt. Seit, seit ein paar Jahren sind die schon vorbei. Es ist, ist vorbei. Ja. Leider. Es ist, ist vorbei. Ist, ich glaube, das nächste Racing-Spiel, was ich spiele, ist, dass wenn das neue Gran Turismo der Volltitel rauskommt, also nicht dieses GT Sports jetzt, sondern GT die volle Zahl. Mhm. Ähm, das werde ich mir dann angucken. Need for Speed. Ich habe gehört, die Gran Turismo-Leute arbeiten ganz, ganz eng mit den Star Citizen-Leuten zusammen, um ein Release-Datum zu er erarbeiten. Soonish. Ja. TM. Genau. <laughs> natürlich. Natürlich. Also viel Spaß beim Warten. Sage ich da. Nee, also die Rennspiele dieses <laughs> Jahres, das ist jetzt schon das vierte, das mich überhaupt nicht anfixt. Also es gibt Fans der Reihe und okay, finde ich cool, aber wenn sie dann schon wieder Lootboxes reinbringen, diesen Müll, brauche ich auch nicht zu spielen. Beim nächsten wundere ich mich, ähm, hatte ich da kein Datum hingeschrieben? Ich weiß gar nicht jetzt, wann es kommt. Hm, Habe ich im PSN gesehen, äh, beziehungsweise in den News rausgefunden. Und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob Sally das gespielt hat, Cat Quest? Nee, du hattest es nicht gespielt, weil dann war es, glaube ich, Divi. Divi ähm, hat es gespielt. Cat, Cat Quest. Kommt jetzt auch für die PlayStation 4. Werde ich mir ja. dann da auch angucken. Ziemlich cooles Spiel. Ähm, ist halt ein Katzenspiel mit Katzenhumor und ansonsten so ein bisschen Open World 2D Indie RPG im in Cute. Genau. Weiß ich nicht, ob er nur einen Trailer einspielen kannst. Ähm, ich mochte es, ich werde es mir auf der PlayStation angucken, weil Main-Plattform bei mir auch die PlayStation für die Trophys, um die halt mitzunehmen. Und das sah halt ganz, ganz nett aus. Absolut. Sieht super schnuckelig aus und Katzen. Ich freue mich schon drauf. Hm. Unbedingt. Ja, Steam ist es halt schon länger verfügbar für die PC-Leute hm. da draußen. Wie ähm, hat jetzt, jetzt noch mal erwähnt, dass es eben auch für die Konsole kommt. Sieht niedlich aus. Ja. Ja, also beim Zugucken hat es auch Spaß gemacht. Also, wie ich werde es dann auch mal selbst irgendwann mal spielen. Erinnert mich vom Stil so ein bisschen an bestchen Ich weiß nicht, ob das. Hm, zum so Beispiel. Immer... <laughs> dann ja. noch ein Spiel, das für eine neue Plattform rauskommt. Und zwar am 14.11. L.A. Noir. Ah. Ich kenne nur ja. die Memes. Ich habe das Spiel selbst nur, tatsächlich nur selber nicht gespielt. Ähm, aber es kommt. Ne Achso, komplett kom kom für Next Gen. Ich dachte nur die Switch-Version kommt raus. Aber die Switch-Version nee, 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 kommt jetzt auch ne? auch für PlayStation 4, beziehungsweise ich glaube dann auch Xbox One, komplett remastered für eben die, nennen wir es jetzt nicht Next, sondern äh, Current Gen. Ja. Was ich mich halt frage, warum genau LA Noir? Ich meine, <laughs> es ist nicht das beste Rockstar-Spiel, was Rockstar jemals veröffentlicht hat. Warum machen Sie davon nochmal ein Spiel für die PS4 hm. oder Xbox oder Switch? Hm. Warum nicht? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, wo vielleicht der zweite Teil nächstes Jahr kommt. Oder GTA. Red Dead Redemption schon Spiel spielen kannst. Was? Aber für PlayStation 4 wäre es jetzt gut, aber auf das andere kann ich auch alle. Also, von daher, die Frage habe ich mir gestellt, warum genau dieses Spiel? Weil es hatte halt eine schwierige Entwicklung und ähm, Rockstar ist da ja nur eingestiegen. Das heißt, das Spiel ist ja gar nicht ist komplett von denen gemacht, hat es ja Team Bondi. Und die sind ja nur als Retter eingeschrungen, weil das Spiel sonst irgendwie bankrott gewesen wäre und haben es dann irgendwie noch ein bisschen gepolished, damit es erscheinen kann. Also sie waren mehr oder minder Publisher und nicht Entwickler. Hm. Um, I don't know. Also ich hätte mir GTA 4 oder Red Dead Redemption gewünscht oder was weiß hm. ich. Ob ich mir jetzt L.A. noch nochmal angucke, wie gerade 14.11. kommt, kostet glaube ich um die 40 Euro. Also nicht Vollpreis, aber auch nicht Nice-Preis unbedingt irgendwann wenn vielleicht noch mal ein Sommerloch ist, weil ich habe den äh, Teil schon auf der Playstation 3 halt gespielt. Ja, ist ein cooles Spiel, lebt halt von der Story und diesen Crime Fällen, wo du halt eben Inspektor spielst und die Gestik und Mimik deutest, ob die gegen, äh, mhm. lügen oder nicht. Aber ansonsten, ja. Was sagt ihr? Muss muss nicht. Nö. Nee, <laughs> muss nicht. Nö. Also für mich nicht. Ich finde mal Prinzip, im tiefsten Sommerloch. Ich finde das Spielprinzip ganz interessant, dass du dann halt rausfinden musst. Lügt der erzählt er mir kein schwachsinn mhm. ah, aber irgendwie hm. Hm. hat mich nie abgeholt alles was ich davon gesehen habe apropos nicht abgeholt zwei tage später am 16.11. kommt battlefront 2 raus ach ja da bin ich raus gut da muss ich ja nichts zu sagen ist da irgendwer von uns drin also ja der der am wenigsten reden kann du wirst battle Ernsthaft? Du wirst das spielen? Nein, Mann. Ich wollte gerade sagen. <laughs> will ähm, ich keine 5 Euro ausgeben äh, für den Quatsch. Jetzt muss ich was fragen. Kann auch gerne in der Chat antworten. Ist denn mittlerweile Singleplayer-Gameplay gezeigt worden? Oder gibt es immer noch nur Multiplayer-Footage? Soll der Singleplayer nicht nachgeliefert werden? Mmh. What? Ja, der wird später kommen. What? Ja. <laughs> nicht dein Ernst. Doch, wow. der wird nachgepatcht erst. War ich die E3-Eröffnung mit, wir haben, aus, wir haben euch gehört und wir haben aus den Fehlern gelernt. Singleplayer ist jetzt das Beste. Am, okay. Ja, deswegen kommt er ja auch später. Ach so. Cool. Hm. Ja, gut, ist nicht mein Spiel. Bin nicht so der Star Wars-Fan, bin kein Shooty-Shooty-Fan. Wenn Singleplayer noch nicht mal drin ist, okay, können wir weitermachen. Da kann wenigstens Sally sich freuen. Kommt's jetzt? <laughs> ja, jetzt kommt's. Ja, wenn man es vorbestellt, kann man es auch vielleicht schon am 14. spielen, aber dann muss ich jetzt nicht extra mir die andere Version holen. Oh, Mann. Und zwar am 21. kommt dann Final Fantasy Monster of the Deep. Fischen auf der PS4. Ja, das, das irgendwas fehlt mir. Was? Da fehlt mir was. Was? Ihr habt die Sims 4 für Playstation vergessen. Verdammt. Nö, ich lösche mich jetzt. Da kamen Sims, sie Sims auch noch. Sims 4 kommt für Playstation. Entweder am 14. Okay. Oder am 17. Ja. ja. Da bin ich auch raus. Genau ja, wie bei nee. Angeln. Sims ist voll gut. Und danach kommt dieses Fall. Da werde ich mir das erste Mal diese VR-Brille ausleihen. Mein, mein unser, unser Nachbar hat, hat das Ding. Und dann leih ich mir das aus. Okay. Und dann gehe ich Final Fantasy fischen. Boah. Beides nicht so unbedingt meins. A, habe ich keine VR-Brille. Ja, und Sims war auch nicht so meins. Ich meine, da gibt es mittlerweile so viele Add-ons, da blickst du halt, glaube ich, gar nicht mehr durch, wenn du neu anfängst. Ich weiß nicht, was jetzt bei der Playstation-Version dabei sind. Ähm, da gab ja halt so viele davon. Und nö, beides nicht unbedingt. Spricht mich nicht an, holt mich nicht ab. Also von daher, der Monat tatsächlich an Spielen relativ mau. Also der November. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie die abgespeckte Version von Sims auf der Konsole sein wird. Ich habe schon die abgespeckte Version von Dreier und äh, Dreier mit Tieren ähm, gespielt gehabt. Ich freue mich da sehr drauf. Und dieses Angeln, ja, ich bin mal gespannt mit so einer VR-Brille, ob das. Äh, zum Glück muss ich sie mir nicht kaufen, sondern kann sie mir ausleihen. Da mal für, für einmal angeln. Mal gucken, wie es wird. Bin Dann gespannt. Kommt für mich wieder ein Spiel. Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich was für mich ist, beziehungsweise ähm, ob es eventuell ein Flop werden könnte. Da kann wahrscheinlich Slabby jetzt gleich mehr zu sagen. Am 1.12. kommt Xenoblade Chronicles 2, der zweite Teil, ähm, der besser die Fortsetzung, exklusiv für die Switch raus. Ich habe den ersten nicht gespielt. Ich kannte das Ding nicht. Ich habe das Ding in der Präsentation gesehen. Und dachte mir, das sieht interessant aus. Das sieht nach einem coolen äh, RPG aus. Würde ich mir gerne anschauen, so wie es halt da eben präsentiert wurde. Ja, warum nicht? Kommt am 1.12. für alle, die eventuell, wie ich, auch noch mehr wissen wollen. Am 7.11., also in zwei Tagen, kommt um 15 Uhr eine Nintendo Direct Show, wo sie halt exklusiv nochmal über das Spiel halt sprechen wollen, werden, was da halt eben drin ist. Ja, und eben noch mal ein paar Details halt zeigen. Ja, da ist am 7. halt noch mal eine Präsentation für alle, die sich unsicher sind. Ich weiß nicht, ob ich komplett reingucken werde oder einfach sage, ich bestelle mir das Ding zum 1.12. und gucke mal blind rein ähm, und will mich gar nicht so viel spoilern. Äh, Slavy spielt ja im Moment Xenoblade, Xenoblade Chronicles X. Ich weiß nicht, ob man das halt wirklich vergleichen kann. Ähm, er sagt schon nein, er schüttelt mit dem Kopf. Also von daher... Ähm, Guckst du dir auch an? Also ich bin gespannt. Ich, ich kann nur nicht ihn unbedingt viel dazu spielen, sagen. Aber ich brauche natürlich eine Switch vorher. So, die muss ich mir unbedingt diesen Monat noch zulegen, damit ich noch Mario zocken kann. Und auf jeden Fall Xenoblade Chronicles 2. Also ich habe Xenoblade Chronicles 1 eben nicht gespielt. Das gab es damals für die Wii. Das war damals komplett an mir vorbeigegangen. Und dann mhm. habe ich mir halt eine Wii U geholt für, für andere Spiele, also Mario Maker und so. War, glaube ich, damals das, Ausschlagge der, das ausschlaggebende Spiel, warum ich mir dann die Wii U geholt habe. Und dann habe ich mir halt Videos zu Xenoblade Chronicles X angeguckt und war sofort halt buff, also was, was die da auf der Wii U rausgeholt haben, ist halt unfassbar. Es ist halt ein JRPG mit ähm, Kampf, also der die ganze Zeit läuft. Es ist jetzt nicht rundenbasiert oder es ist nicht. Ähm, es ist nicht, dass du pausieren kannst oder so, sondern es ist, stell dir das vor, als würdest du so eine Party von vier Leuten in, in WOW steuern. Also statt fünf, vier Leute laufen rum und du ähm, hast ein Kampfsystem, das auch auf Basis von Timern läuft. Zumindest in, in Chronicles X soll das so, war das so. Ähm, wie es jetzt in zwei sein wird, da lassen wir uns mal überraschen. Ähm, das läuft halt die ganze Zeit mit einem mit Global Timer und im Allgemeinen halt mit Timern. Und ähm, du hast so ein Kombosystem, dass, wenn, wenn ähm, einer deiner Teammitglieder eine bestimmte Combo pusht oder anfängt, kannst du halt ähm, genau die Fähigkeit, die er gerade braucht, selber bedienen. Wenn du Glück hast, kannst du dann dem Nächsten die nächste Aufgabe geben und so schaufelt man sich halt hoch irgendwie und macht immer mehr Damage und kann so quasi einen Kampf auf seine Seite bringen. Das ist ein ganz interessantes Kampfsystem ähm, tatsächlich. Es ist aber immer ja, ich noch fand JRPG, halt auch die, also die Präsentation grinden. der Welt halt ziemlich interessant, dass es so irgendwie ja mehr oder minder auf so Titan halt spielen soll oder mhm. so. Die Titan halt quasi die Welt sind dass du halt verschiedene Klassen halt hast, zwischen Melee-Tank, Melee-Damage, Fernkampf-Heiler, Fernkampf-Damage-Dealer äh, und da halt auch so ein bisschen halt die Gruppe variieren kannst. Der hat, ähm, viel mehr weiß ich nicht drüber, ich gehe da relativ blind rein. Ich hoffe, dass es nicht zu grindy wird, dass man es halt, sage ich mal, ohne groß grinden durchspielen kann, nein. weil er sagt schon nein, das macht es ja schon skeptisch. Es ist ein weil... JRPG, du musst viel grinden. Ja gut, die Definition ist, wie viel ist viel? Also, ich habe jetzt in Xenoblade Chronicles X, das ist natürlich das, was ich jetzt als, als ähm, Grundlage nehmen kann. Ich bin jetzt knapp bei, oh, lass mich nicht lügen, 45 Stunden. Davon sind bestimmt 15 Stunden Grind. Und der Grind in wirklich der schlimmsten Rep repetitiven Form, also wirklich hingehen, umkloppen, nur XP? Oder ist das wenigstens irgendwie verpackt in, ja, es gibt schon interessante Quests? Fetch-Quests, Kill-Quests und solche Geschichten hast du auch. Ähm, die können dich ein bisschen rumführen, aber ja, also es macht schon mehr Sinn, wenn, wenn du schnell sein willst, macht es schon mehr Sinn, wirklich zu einer bestimmten Gegnergruppe hinzulaufen und die okay. zu killen. Was du auch machen kannst, wodurch du auch viel XP bekommst, zumindest in X war das so, das war ein sehr, sehr erkundungslastiges Spiel, tatsächlich zu erkunden, also rumzurennen und Sachen zu sammeln und, und ähm, die Welt zu erforschen. Weil da war die Geschichte darauf halt eben basierend, dass die Menschheit von der Erde flieht, auf einem anderen Planeten landet, den sie halt noch gar nicht kennt. Und da, der besteht halt aus fünf Kontinenten und die musst du halt erforschen und erkunden. Ähm, mit so einem ganz bestimmten System. Ich will hier gar nicht mehr in die Tiefe reingehen. Dadurch kannst du tatsächlich auch sehr, sehr viel XP holen. Das Problem bei diesen JRPGs ist immer, du hast dieses Partysystem und die Charaktere, die du nicht mitnimmst, die leveln auch nicht. Das heißt, wenn du leveln möchtest, musst du natürlich immer die einzelnen Charaktere auch wieder mitnehmen. Hm. Ja gut, wobei viele haben es ja mittlerweile quasi mit so einer Reservebank-Bonus, hast du ja dann schon, dass sie irgendwie mitleveln und nicht komplett halt quasi null abkommen. Ja. Gut, bleibt bleibt abzuwarten, wenn es halt super grindy wird und ich wirklich halt 20 Level grinden muss, um halt gut äh, ins Mittelspiel oder Endspiel zu kommen, kann sein, dass das Spiel dann nichts für mich ist und ich irgendwann abbreche, weil einfach nur stupides Grinden habe ich sehr, sehr lange halt in WoW halt gemacht, wo ich nächtelang halt äh, Mobs gekloppt habe für Geld, Blumen gepflückt habe, Erze abgebaut habe. Die Phase, dass ich halt sage, ich muss mich halt so beschäftigen, um halt weiterzukommen. Nee, dann spiele ich lieber. Also es darf, ein Spiel darf keine Arbeit werden. Es soll halt Spaß machen und wenn es halt keinen Spaß mehr ist und der Progress quasi blockiert ist, dann sage ich halt, okay, fuck it. Ich musste in Nino Kuni auch grinden. Also ja, aber da gab es ja zum Beispiel halt eine Methode, um relativ schnell halt zu grinden. Ich weiß nicht, ob ihr die nachher rausgefunden muss erstmal wissen. Ja klar. Ja natürlich, natürlich. Wenn sowas ist dann okay. Und die ging dann aber auch erst seit Level 30. Also wenn du vorher schon grinden musstest, war es dann auch noch schwierig. Ja, aber vorher musstest du ja eigentlich nicht grinden. Also zumindest, ja, ich ich habe es vorher nicht gemacht. Ich habe auch einmal gegrindet nachher mit dieser speziellen Methode. Und ähm, dann ging es eigentlich, da habe ich halt nochmal irgendwie 10 oder 15 Level draufgepackt und dann war gut. Ja. Welches Level hattest du am Ende in Ni Ninokuni? Kuni? gerade, was ich war. Ne? 50? Ja, ich glaube, ich war so auch um und die 50, 60 oder so. Ja. Was wohl aber auch noch relativ niedrig halt ist. Aber ich habe den also. Endboss relativ, okay, ich habe es aber auch dann auf leicht gestellt, weil ich keinen Bock hatte, so viel zu grinden. Okay, ja, ich habe halt normal durchgespielt. Ja. Ähm, um, Chat sagt gerade, wir haben ein Spiel nicht auf der Liste. Und zwar eins. Ja, das, das. das sagen wir dazu. Also, um, es sind natürlich nicht alle Spiele, ja. die irgendwie irgendwo rauskommen, sondern die, die so ad hoc interessant sind, dass das vielleicht das eine oder andere wie jetzt Lego Marvel, was ich hier sehe, Superheroes am 14. Gut, das steht jetzt nicht drauf. Ich habe noch nie ein Lego Spiel gespielt, da kann ich zum Beispiel jetzt persönlich ich gar schon. nichts zu sagen. Und Sally ich auch. Hab, uh, ich habe viele gespielt. Aber gut, ich habe auch nicht ich auf die Liste muss, gepackt dass gerade die Marvel-Superheroes, also gerade die Lego-Sachen sind die, die ich am wenigsten mag. Die ich hatten auch. so eine komische Flugsteuerung ja. und so. Haben mir am wenigsten Spaß gemacht. Und das ich stimmt. habe sehr viele Lego-Spiele gespielt. Und ich mag Marvel, aber ich fand halt einfach, manchmal von der Steuerung her und so, hat's mich nicht, war es nicht ganz meins. Und darum werde ich das wahrscheinlich auch auslassen. Genau das hat mich damals an Marvel auch gestört, tatsächlich. Ähm, Diese, ich hab, die ich Steuerung hab, war so seltsam. Ich habe Herr der Ringe durchgespielt und habe es geliebt. Oh. Und dann ähm, mit mit, mit ähm, hier Hobbit, obwohl sie den, den dritten Film nie reingepackt haben. Mhm. Alles super Spiele. Ähm, und dann habe ich Marvel angefangen und dachte mir, das ist doch nicht Lego. Das sind mhm. doch nur Lego Figürchen, aber das spielt sich überhaupt nicht so. Und nee, fand ich nicht gut die Marvel. Wer weiß, vielleicht haben sie es im zweiten besser gemacht. Dann ist der vielleicht besser. Aber der erste war nicht so schön. Kann ich aber, nichts zu sagen. Ja. Kann ich aber nur empfehlen. Also, ist ein schönes Spiel für couch op So mit, mit Frau, Freundin zusammen. Was? Mit meiner Frau und meiner Freundin? Nee, das gibt Stress. Nee, zu dritt wird es <laughs> auch schwierig. Nein, äh, sie spielt halt kaum. Also, ja. sie hat sich jetzt tatsächlich das neue äh, Super Mario angeschaut. Mhm. Das hatte ich halt eben bestellt. Um, und ich habe sie eben nur noch nicht gespielt, und sie hat sich dann tatsächlich die Switch geschnappt und man hat neue Super Mario gespielt. Aber das kannst du rot im Kalender anstreichen, dass Hasi halt wirklich mal irgendwelche Spiele spielt. Ja, das war aber bei mir und meiner Ex-Freundin auch so. So, und das war das einzige Spiel, das wir gemeinsam gespielt haben damals. Ähm, Lego-Herr der Ringe. Falls einfach Spaß macht. Deswegen, okay. deswegen sage ich, ich dir ja. Gott, ich oh. spiele meine Lego-Sachen am liebsten alleine. <laughs> Darf ich, ich mit meinem Lego so spielen? Meinem Lego. Ja, man kann, und dann geht der Bildschirm so auseinander in der Mitte so durchgesplittet. Geht mir schon auf den Nerv, habe ich keinen Bock drauf. Ich will mein Lego-Zeug alleine spielen. Gibt andere Spiele, die kann man zusammen spielen. Lego will ich alleine spielen. So. Gut, ja, aber das spielt ja auch Spiele. Habe ich noch einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Indie-Tipp ist, weil das Spiel ist ja noch nicht draußen, deswegen weiß ich nicht, wie gut es wird. Hm. Aber eventuell, wer Bock hat, setzt es sich mal auf die Wishlist. Oder du kannst eben kurz nochmal vielleicht den Trailer einspielen. Das Spiel kommt am 1.12. raus. Um, Seven These Days Long Gone heißt das Ganze. Ist so ein Isometric Stealth Action Spiel. Allein, dass es davon nicht mehr so viele gibt, finde ich interessant, dass mal wieder eins rauskommt. Um, Wie es natürlich wird, weiß ich nicht, weil gibt es natürlich noch keine Tests. Released ist es noch nicht. Sieht aber auf jeden Fall das, was ich in den Videos bzw. den Trailern gesehen habe, ziemlich interessant aus. Dass ich sage, ich würde es mir gerne angucken bzw. die Entwicklung oder die Tests halt verfolgen. Um, ja, da seht ihr jetzt den Trailer. Kann mir auch gar ja. nichts drunter vorstellen. Habe ich auch noch nie davon gehört, tatsächlich. Also, man selbst ähm, ist halt mehr oder minder so, so eine Art Ninja. Sie spielt halt in der Postapokalypse. Hm. Und ähm, das Momentum ist halt, dass es mehr oder minder mit Stealth-Skills halt arbeitet. Ähm, soll halt eben ein, ein Action-Spiel halt sein aus der isometrischen Perspektive. Also, so wie Shadow, Shadow Tactics? Ja, wobei das ist ja, glaube ich, eher rundenbasiert, ne? Hm. Das weiß ich nicht. Ich habe. Ja, nicht grundbasiert, nicht nicht ah. aber so wie, wie Kommandos damals. Ja. Aber so, so von der Ansicht her, oder? Muss man genau. sich das. Ja. Ist, aha, okay. Und da mochte hm. ich halt eben dieses äh, ja, mehr oder weniger postapokalyptische Setting und dass es eben auch in diese Richtung als halt Sales halt geht. Sehe hm. Hm. ich gerade zum ersten Mal was. Sieht machen. interessant aus. Hat er mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, an ähm, vom, 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 vom Stil so ein bisschen an Hop erinnert. Ja, vom Grafikstil. Genau. So ein bisschen. Weil es auch Cell Shading. Genau. Gibt. Ja, apropos Hop. Hop ist Hops gegangen. Und das fand ich super traurig. Was genau, ist Der Entwickler von Hop. Die Macher von Torchlight, Torchlight 2 und jetzt dem neuesten Spiel Hop sind geschlossen worden. Ähm, allein es gab halt schon im Vorfeld eine Diskussion, die hatten hatte Games halt ge geführt mit den Machern von Hop, warum sie nach Torchlight 1 und 2 nicht Torchlight 3 machen, weil jedes Mal wenn Diablo gesagt wurde, ist Torchlight gesagt worden, das heißt, sie hatten kostenlose Werbung für die Spiele und Hop war jetzt halt komplett was anderes und wie sie sich halt vorstellen können, dass die Dinger halt verkauft werden und sie haben halt eben so argumentiert, dass sie sie hoffen, über einen langen Zeitraum halt Spieler absetzen zu können, ähm, und dann eben dadurch halt Cashflow bekommen und das scheint wohl nicht passiert zu sein. Und jetzt ist Runik halt dicht gemacht worden nach denen. Also Torchlight 3 wird dann wahrscheinlich zumindest nicht mehr von Runik halt kommen, wenn nochmal irgendwann eins kommt. Hm. Fand ist ich ja schade. Ja. Und ja. Hopp war auch richtig gut. Also mir hat's gefallen. Yep. Mir auch. Aber sie haben auch gesagt, das war nicht das Letzte, was ihr von uns hört. Also sie wurden halt nur von ihrem, ihrem ihrer Oberfirma quasi ähm, dicht gemacht. Und die Entwickler sind ja noch am Leben. Das heißt, wer weiß? Vielleicht äh, kommen sie mit irgendwas Neuem an. Ähm, garantiert ah, kein Torchlight. Business. Garantiert kein Torchlight, weil ich glaube, die Namensrechte liegen jetzt beim Publisher. Aber mal gucken. Ja, aber da, da sieht man halt, wie gefährlich es ist, halt was zu machen, was halt nicht dein, deine Schuhe sind. Was 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 erwartet wird, was dir halt passt. Und Machst du was anderes? Ähm, ja, hast du ja eventuell einen Flop bei, was in der heutigen Zeit dann schon bedeutet, dass der Studio vorm Haushalt steht. Ja. Es ist halt schwierig. Ich meine, deswegen haben wir halt auch so viel Kost, wo halt eben Leute Safecall machen und immer eine Fortsetzung von, von Spiel XY, weil sie wissen, es kommt halt an und der Name verkauft allein schon, was weiß ich, eine Million Copies. Ja. Hm. Naja, gut, aber Runic hat sich ja nicht selbst zugemacht, sondern es kommt ja tatsächlich vom Publisher selbst, beziehungsweise von der M Mutterfirma. Ja, genau. Also... Hopp an sich war ein super Spiel. Also da haben sie echt ein fantastisches Indie-Spiel rausgehauen. Muss ich Ja gut, die technische Performance auf der PlayStation war jetzt nicht ganz so gold. Ich weiß nicht, ja. ob es mittlerweile besser ist. Es kommen quasi immer noch wöchentlich Patches. Ja. Aber ähm, vom eigentlichen Gameplay war es halt was cool. Super kreativ. Also ich habe mich tatsächlich erinnert gefühlt an, an Nintendo, weil es tatsächlich so so mich mich die ganze Zeit immer wieder überrascht hat mit neuem Gedöns. Weißt du? Ähm, so wie eben so ein Super Mario, wo du denkst, so jetzt könnte es langweilig werden und dann hauen sie schon wieder einen raus, was fast, fast einen total überrascht. Und genauso war eben Hop auch. Und ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, wer gerne so Adventure Games spielt, äh, Hop mal zu spielen. Das ist echt ein klasse Game. Ja. Kann ich mich so nur anschließen. Ein anderes äh, Studio wurde auch geschlossen. Und <laughs> war Visceral Games. Eins der Studio von äh, Studien. <laughs> Studios. Von ich hätte doch noch so gerne Dead Space 4 gehabt. Ja, ne? Weil Dead Space 3 schon so klasse war. Ne? Nein, aber <laughs> die ersten beiden waren gut. Als wenn. Nee. Ganz im Ernst. Äh, dead Space war <laughs> tot. De dead, dead Space Dead äh, war dead. Oder, Na gut, Ahnung. der ist Inferno 2. Nicht? Ja, schade. Also ich fand Visceral war cool. Hatten halt eben auch viele gute Spiele. Wie gesagt, Dantes Inferno gerade genannt, Dead Space, die ersten Teile, die ersten beiden, ist dann von EA aufgekauft worden und EA hat sie jetzt halt eben zugemacht. Ähm, interessante Sache ist, mehr oder minder, sie waren ja neben ähm, Battlefront an einem weiteren Star Wars Spiel am Machen oder war in der Mache und das ist damit auch erstmal quasi begraben. Äh, Hauptgrund ist wohl, dass das sollte eine Singleplayer mehr oder minder Erfahrung sein, ähm, dass es wohl. Programmiertechnisch eine absolute Katastrophe gewesen sein soll, die weit hinter den Zeitplänen hing und dementsprechend der Projekt erstmal eingestampft wird und nochmal neu aufgezogen wird. Ja, das wäre, wenn das Star Wars, auf das ich mich mehr gefreut hätte als auf Battlefront. Na ja gut, dadurch, dass ich jetzt eingestellt wurde, mehr oder minder von Grund auf aufgezogen wird, bis wir davon was hören und wer es auch dann immer machen wird, werden noch Jahre vorgehen. Ja, schade, Visceral waren gute, bis sie von EA aufgekauft wurden, dann nicht mehr so, aber naja, die sind auch weg. Stand ich schon bei. bei Dead Space 1 EA dahinter? Als Publisher? Ja, aber da, da waren sie dann noch eigenständig. Dann so. haben sie das Spiel halt nur gepublished. Das mag ja sein. Ja, okay. Ja, gut, aber Dead Space 2 hatte schon DLCs, Pre-Order-Boni und das ganze Gedöns. Aber es war noch ein, ein spielbares Spiel. Spiel. Ja. Das stimmt. 3 war dann. Ja. ja. Ja, da dachte EA, sie könnten äh, ein Horrorspiel rausbringen, das irgendwie super gut. Irgendwie super viel Geld einbringt. Aber Horror ist halt eben nicht das Genre, das viel Geld einbringt. Das vergesst, nee. vergessen Publisher. Und vor irgendwie. allen Dingen noch so, keine Ahnung, ich glaube, Lost Planet von Capcom ging es auch nie wirklich gut. Das war auch mehr oder minder immer so ein Trash-Koop-Spiel, ja. was du mhm. alleine nicht ertragen hast, aber im Koop ganz okay war. Ja. Jo. Zwei Studios geschlossen. Ja. Ich weiß nicht. Wollen wir jetzt noch die anderen Dinge abklatschen oder? Das muss schon. Wollen wir direkt sagen. in die äh, Twitch News äh, übergehen? Weil wenn die sie nicht mal ranten kann hier über Lootboxen und <laughs> Patente und blockierten Content bei Assassin's Creed. Was ich glaube ich noch interessant finde, was worüber wir kurz oder was, was ich kurz ähm, was wir kurz sagen können, ist das Humble Bundle von IGN aufgekauft wurde. Das heißt, Humble Bundle, die kennt die. Ne? Das ist einerseits ja, ja. der Store, der diese Bundles rausbringt, ähm, in denen ganz viele Indie-Spiele oder andere Spiele eben für für billig Geld äh, verhauen werden und von denen halt ein Teil des Geldes ähm, in, für Charity halt äh, gespendet wird. Die jetzt aber gleichzeitig auch in das Publisher-Business eingestiegen sind, mit ähm, Overgrowth, das seit irgendwie gefühlt 20 Jahren jetzt aus dem Early Access raus ist, ähm, vor kurzem. Und eben diesen Publisher und Game Store hat IGN gekauft. Und AGN, äh, IGN ist ja eigentlich eine Internetseite, die Videospiele. <laughs> da ist sie sogar vorbereitet. Wow, wie sie das Product Placement der Pixel Maniacs nicht mal. <laughs> ähm, genau. Und deswegen ist das ein bisschen seltsam, weil da ist jetzt plötzlich ein Magazin, ein Magazin bzw. Ein, ein Blog, der Noten vergibt, was sowieso schon Meme in sich ist, weil wenn IGN eine 10 vergibt... Ähm, Ne, weiß jeder, dass es witzig ist und dass man es nicht ernst nehmen kann, aber eben die kaufen sich jetzt einen Publisher. Und da fragt man sich, ähm, können die überhaupt jetzt noch objektiv die Spiele bewerten, die aus dem eigenen Haus kommen? Naja, gut, die Frage ist, was wird Humble Bundle tatsächlich alles publishen? Ich glaube, die Titel wirst du an einer Hand abzählen können. Ich glaube, Overgrowth. Ist das ein Spiel, was man sich angucken sollte? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, prinzipiell gebe ich dir recht, es ist ein moralisches Dilemma. Aber vielleicht sollten wir mal wirklich grundsätzlich über die Bewertung von Videospielen halt drüber nachdenken, ob man halt wirklich das Ganze in Zahlen pressen kann und einfach sagen kann, ein Spiel hat zwischen 60, 66, 75 Punkte und wo fängt es an gut zu sein oder wo hört es auf. Ja. Ich glaube, das ist einfach im Moment nur geschuldet, damit die Leute es besser fassen können. Sei es jetzt die Industrie von PR und Publishern und äh, Producern, als auch die Kunden selbst. Weil bei vielen ist mittlerweile ja das Denken, ja, ein Spiel unter 80, brauche ich nicht mehr anfassen, weil es ja eh kacke. Was eigentlich totaler Blödsinn ist. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Der Ruf von IGN, ich weiß nicht eher, ob sich Humble Bundle damit nicht vielleicht geschadet hat. Aber die Frage ist, wie solvent waren die? Ähm, dass sie die Kohle halt brauchten und ob sie es hätten verhindern können. Ja. Ähm, von daher kann ich den Schritt nicht näher nachvollziehen, weil ich da halt eben nicht hinter die Finanzkulissen halt gucken kann. Klar sollte man im Auge behalten, gerade was dann IGN in Richtung Humble Bundle, wenn da nochmal Spiele kommen, halt eben schon bewertet. Das ist dann halt eben mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt ja halt eben nicht nur IGN als äh, kritische Reviewquelle, sondern eben viele andere. Ja. finde ich aber interessant, dass IGN da in den ähm, ins, äh, ja Publisher Business mit einsteigt. Gut, IGN ist halt schwierig. Ich glaube, die nimmt eh keiner ernst. Also, die nehmen schon Leute ernst, aber ähm, verglichen mit anderen Seiten. Ähm, das ich gebe auch. Bitte. Ich gebe nichts auf Wertungen. Egal, welche, welche Zeitschriften, welche Seiten oder sonst was. Und das sind auch ganz oft, wenn die Leute zu mir kommen, ha, kannst du mir das empfehlen sagen, Nee, könnt ihr euch bitte selbst ein Bild davon machen, weil ich mache mir auch selbst ein Bild von den Spielen. Also selbst wenn ich meine Zeitschrift aufblätter und, und da steht, das Spiel hat 50% bekommen. Und mich interessiert das Spiel, ich gucke es mir trotzdem an. Das ist so, ich gebe da gar nichts drauf. Also ich habe auch schon wahrscheinlich die tollsten, und so geht es vielen. Zum Beispiel pray. Oh Gott pray. Okay, können wir dann bitte das Nächste machen? Das ist so. Also ich gebe gar nichts darauf. Das ist immer ähm, subjektiv. Hm. Und ich mache mir lieber selber meine Meinung. Und äh, ja. Ja, aber es gibt trotzdem Leute, die auf so eine Seite gehen und ganz nach unten scrollen, um sich nur die Zahl anzugucken, um dann zu sagen: Oh, okay, gucke ich mir mal an. Weißt du? Ja, ich habe, ich, ich habe Dinge, hab Dinge zu tun. Ja. Und das sagen also andere prinzipiell eben das mit den Zahlen mache ich halt auch, aber mehr um zu sehen, ob das Spiel halt tatsächlich bloody mess ist, also tatsächlich halt technisch nicht funktioniert. Das heißt, ähm, das ist für mich das Wichtigste an einem Review, wenn ich halt auf diese Zahlen gucke. Funktioniert das Spiel, stürzt es ab, ist es durchspielbar, äh, ist die äh, FPS, die es haben soll, relativ konstant o oder ist es ein einfach eine Katastrophe? Ähm. Das kriege ich aus einem Review. Ob mir das Spiel letztendlich gefällt, von vom Story, Setting, Combat, Gameplay, whatever, das entscheide ich immer noch selber. Ähm, das heißt, wenn jemand zu mir kommen will und sagen, würdest du Alex empfehlen, würde ich sagen, das kann ich nicht empfehlen, weil es technisch halt nicht absolut rund ist. Ja. Das muss jeder selber wissen, ob er damit sich anfreunden kann oder nicht. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, könntest du Horizon empfehlen, könnte ich sagen, ja, das Spiel an sich, wenn du das Setting unter Thema magst, das ist technisch quasi mit eines der besten Konsolen. Titel, die auf der PS4 halt rausgekommen sind. Das ist Rock Solid mit der FPS. Es hat eine schöne Auflösung. Die Story ist geil. Es funktioniert technisch halt einfach. Das kann man halt empfehlen. Ja. Wenn man das Setting mag. Oder die Story. Viele kommen ja mittlerweile auch zu Twitch, um sich äh, Spiele anzugucken. Wie es andere spielen, was die dazu sagen, um dann zu entscheiden. Ob ja, ist ja auch vernünftig. Glaub, da hast du ja auch einen Eindruck, mitten aus dem Spiel irgendwo, du siehst, wie der Streamer halt reagiert, hat er Spaß oder ärgert er sich. Und so kannst du halt ableiten, würde ich in derselben Situation damit mit dem Spiel auch Spaß haben oder würde ich ragen, weil ich ja. von Dino in Alex umgehauen werde, weil Kacke. Und das Schöne ist, du kannst dir dein, du kannst dir die Leute quasi, wo du dir die Meinung rausholst, tatsächlich nach eigenem Gusto aussuchen. Bei einer genau. Zeitschrift weißt du nie, wer hat dahinter den Test geschrieben oder du kennst ihn nicht. So siehst Richtig. du ihn. Und dann denkst du, ah ja, okay, unsere Geschmäcker sind relativ gleich. Wenn er sagt, das ist ganz gut, dann wird es vermutlich auch ganz gut sein. Ne? Ähm, bei so einem IGN, wer jetzt gerade da diesen Artikel schreibt, weiß ich nicht so. Das könnte halt jemand sein, der den ganzen, also wenn ich mir einen Cuphead-Test durchlese und der ist ständig gestorben und schreibt, äh, das ist ein schlechtes Spiel, weil ich bin häufig gestorben, äh, spielt aber den ganzen Tag halt nur, weiß ich nicht, Hearthstone. Oder so selber für sich und kann überhaupt nichts mit Plattformen anfangen. Weiß ich ja nicht. Und er gibt dem Spiel plötzlich eine, eine 5 von 10, weil, er, weil es zu schwer für ihn war. Ähm, bei Twitch. Ich glaube, ich. Ich glaub, viele Leute wollen einfach irgendwie irgendwas hören. Was mir momentan sehr stark auffällt im Allgemeinen, ist, dass, dass ich Namen lese, die, ich, die noch nie bei mir irgendwas waren und mich nach einer Meinung, nach einem Spiel fragen. Und dann sage ich, sag ich, was interessiert... Wir kenn, weißt du, du kennst nicht die Sachen, die ich spiele, die mir ansonsten gefallen und so. Warum fragst du mich nach meiner Meinung? Das ist das, das, das ist so, mach dir doch deine eigene Meinung. Bleib doch ein bisschen hier, guck dir das an oder guck dir andere Streams an und bild dir deine eigene Meinung. Das ist so, weiß ich nicht, ich ver ver verstehe das nicht. Selbst Meinung bilden ist irgendwie nicht mehr in. Ja. Sag ich auch so. Sag ich, was, was, ich dich noch nie gelesen. Du kommst jetzt rein, was ist deine Meinung über das Kopfsystem? Und danach ist er auch wieder weg. So, okay, Hauptsache jetzt in 10.000 Chats gewesen und, und nach etwas gefragt und, und, und wartet auf das. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich sag da gar nichts zu. Mach dir dein eigenes Bild. Ich habe Spaß. Ja, vor allen Dingen, du kennst die Leute ja halt auch eben nicht. Was soll ich denen jetzt halt eben empfehlen? Ich weiß ja nicht, ob er den Spielegeschmack hat. Ja, dann sage ich ja das Spiel ist geil und 100 Leute kaufen sich Alex, die kommen dann 100 mal wieder und sagen, wo bist du ein Kackaffe, was empfiehlst du mir denn Alex? Genau so sage ich das auch immer. Ja, weiß ich doch genau nicht, so. ob du das Spiel magst. Das ist halt schwierig. Ich kann halt darüber berichten oder informieren, sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, ob das dann für dich genauso ist. Entscheid selber. Ja. Selbst entscheiden. Yep. Fand ich aber interessant. Also, das mit IGN und Humble Bundle. Das heißt, wenn ihr demnächst Humble Bundle äh, kauft, also Humble Bundles kauft, dann steckt da IGN dahinter. Obwohl Humble Bundle noch relativ frei sein soll in ja. den Entscheidungen und so. Also Yep. Ansonsten, ja gut, hätte ich noch ein paar Themen, aber ist auch schon elf. Also wir könnten theoretisch jetzt noch schnell die Twitch-News machen. Und ähm, dann die Streamer der Woche, würde ich sagen. Gelle? Gibt es Einwände? Oder gibt es irgendwas, worüber ihr nö. unbedingt noch sprechen möchtet? So vieles. Ja, du bist leise. Du redest heute über gar nichts. Ähm, okay, ja, dann kommen wir doch zu den Twitch News. Die sind auch ganz, 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 ganz kurz heute. Deswegen gibt es nur <laughs> oh Mann, der Dobbs. So. Ähm, Deswegen mache ich auch nur ein kurzen, kurzes Intro. Und zwar ähm, wurden Raids aktiviert, die ja, über die wir schon vor zwei Wochen geredet haben. Äh, für manche Streamer, noch nicht für alle. Ich habe es ausprobiert, für mich noch nicht. Äh, ich glaube, es sind nicht. auch nur ganz, ganz große amerikanische Streamer, die da freigeschaltet worden sind. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen gesehen bislang. Ähm, das heißt, aber bald, bald kriegen sie alle, hoffentlich. Und dann ähm, kann man auch raiden. Genau, das war's. Ähm, dann gibt's eine neue Subseite Und zwar bei go.twitch.tv slash subs. Da kann man jetzt ähm, A, nach Streamern suchen und den sofort von da aus ähm, subben. Äh, und B haben sie das gleiche auch für Mobile direkt gemacht. Also man kann jetzt zumindest von, von iOS, hier ist übrigens der Link dazu, falls ihr euch das angucken wollt, ähm, äh, äh, von Mobile kann man jetzt auch sammeln, von iOS, und zwar auch Find für 10 gemacht. Euro und für 25 Euro. Genau. An dem Go.twitch.tv sieht man, dass das schon über die Beta läuft. Das heißt, es kommen jetzt so die ersten Funktionen, die... Vorsätzlich oder nee, ähm, primär über die Beta laufen werden, beziehungsweise über die neue Seite. Ähm, ich vermute, dass die Beta, die jetzt noch Beta, bald auch schon ähm, zur richtigen Version wird, weil so viel Unterschiede gibt es da auch mittlerweile nicht mehr. Kann man sich auch angucken. Und die dritte und damit auch letzte News ist, dass man Bits bald auch per PayPal kaufen kann. Und das auch in der EU. Ich weiß nicht, kann man das mittlerweile wieder über andere Amazon Payments kaufen? Nee. Eigentlich immer noch nicht. Ne? Nee. Leider nein. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, wird das dann über die Twitch-Seite mit PayPal sein oder über Amazon? Weil Amazon und PayPal liegen ja im Clinch, weil Amazon ja PayPal immer noch nicht als Bank wirklich so anerkennt. Man kann ja dann nicht mit PayPal bezahlen. Die Frage ist, ob das dann halt eben tatsächlich dafür möglich ist, was ich nicht glaube. Das heißt, die werden da bestimmt irgendwie einen finsteren Hack oder Workaround irgendwie an den Start bringen, dass man es dann über Twitch mit PayPal kaufen kann oder mit Amazon Payments und Kreditkarte oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Amazon Payments dann geht. Mhm. Aber ich bin gespannt, klar. Ich meine, Paypal ist ja wahrscheinlich das, was die, die meisten halt wahrscheinlich dann nutzen für sowas. Eben. Fällt halt wieder der Wechselkurs weg und die, die Umrechnung und hast du nicht gesehen, steuern nicht und dann sollte es wieder günstiger werden. Das war ja kurz mit Bankeinzug machbar und dann ist wieder rausgefallen, warum? Da hat keiner was gesagt. Es war dann einfach wieder, einfach nur mit Kreditkarte. Fragt sich, ob Bankeinzug dann jetzt wieder kommt, auch wenn, wenn auch PayPal kommt, oder ob das jetzt die Alternative ist. Weil ich schätze, Twitch oder Amazon wird gesehen haben, oh, in der EU geht uns, oder zumindest in Deutschland, geht uns ganz schön viel Geld flöten, weil wir eben nicht, ähm, weil wir das nur über Paypal bezahlen können. Und wir brauchen dann eine Alternative, haben dann kurz die anderen Payments eingeführt, wurden wahrscheinlich, da wurde wahrscheinlich Schindluder mitgetrieben oder so, ich auch von aus es wieder rausgenommen haben und jetzt kommt halt, ja, soll sich Paypal drum kümmern. Ähm, quasi. Mal gucken. Ja. Und das waren auch schon wieder die Twitch-News. Wie gesagt, nur kurz. Da gab es nicht, nicht viel. Ja. Ja, die große News kommt ja wahrscheinlich hoffentlich noch irgendwann. Ne, die, was er ja schon zur Twitch schon gesagt hat, äh, die verschenkbaren Subs halt. Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, wie sie das halt implementieren. Ja. Und wann das kommt, Soonish. Holidays. Also Dezember. Haben Sie hm. gesagt. Warten wir mal ab. Da bin ich auch gespannt. Ach, da bin ich an so, bei so vielen Sachen gespannt, die jetzt noch kommen, bis zum Ende des Jahres. Wird noch ein gutes Jahr. Stabilität wäre erstmal wieder toll. <laughs> Inwiefern Stabilität? Ja, weiß nicht. Twitch hat doch im Moment ziemlich viel Schluck auf. Achso, ja, aber es liegt, glaube ich, auch an den ganzen neuen Sachen, die ja, natürlich im Hintergrund klar. die ganze Zeit geupdatet werden und so. Okay, ähm, Streamer der Woche. Fangen wir doch mal mit Sally an. Hm? Ja, Mein Streamer der Woche ist der liebe Drakon. Er ist mein Meckerkönig. Ich genieße die Streams oft morgens zum Frühstück. Da hole ich mir dann meine extra Portion Salz ab fürs <laughs> Ei und fürs Brötchen. Zum Glück, zum Glück trinke ich keinen Kaffee. Für den ähm, Salzbraten. Ist, äh <laughs> ich mag ihn sehr gerne. Also er, ist, äh, er nimmt halt die Spiele schon auseinander und er ist sehr viel am Schimpfen. Was mir gut gefällt, ist, ähm, wenn er komplett englische Spiele äh, spielt, ähm, er ist ziemlich flott im Übersetzen, muss ich sagen. Also der liest das in Englisch und übersetzt es gleichzeitig gleich auf Deutsch. Was für mich jetzt mit äh, schlechten Englischkenntnissen oder solche Spiele, wo du halt wirklich nur am Lesen bist und so, das geht dann ziemlich flott und das macht mir sehr viel Spaß, dazu zu sehen. Da war so ein komisches mit so asiatischen Mädchen. Doki-Literature-Club. Doki ja, genau das. Ich, ich mag es auch, dass er so breit gefächert spielt. Also nicht nur a titel sondern eben auch ähm, in die Sachen und Unverstecktes. Ich äh, schaue da sehr, sehr gerne zu. Momentan hat er leider auch Internetprobleme. Ne? Manchmal fängt er schon morgens um, um 4, fünf Uhr an und, und dann abends, also so wie es das Internet gerade zulässt. Aber da kann man mal vorbeischauen und Follow da lassen. Top. Tip top. Ja. Kann ich auch meinen Daumen draufsetzen. Ich hatte ihn ja auch schon mal vorgeschlagen. Ähm, auf jeden Fall. Okay. Dann hätte ich gerne den Streamer der Woche von dem guten ähm, äh, Sleth. Was? Ich? Jawohl. Ah, ja. Äh, ich, wer ihn nicht kennt, möchte euch mal den guten Cyrus empfehlen. Der ähm, hat angefangen hier auf Twitch mit einer Menge Overwatch. Ist dadurch in Kontakt mit Blizzard gekommen, ist dadurch in den Kontakt halt gekommen, Shoutcaster zu werden, hat jetzt unter anderem auf der BlizzCon auch die Turniere ähm, geschautkarte, geschautcastet, falls das ein Wort ist, ähm, macht er auch bei der Weltauswahl ähm, tatsächlich mit, um die Teilnehmer für die Teams auszuwählen. Das heißt, er ist da im Thema Overwatch sehr, sehr aktiv, macht jetzt aber so ein bisschen die Umstellung von mh, auf seinem Stream Overwatch ein bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr Variety. Das heißt, er guckt sich mittlerweile auch viele andere. Klamotten an, was ich halt sehr gut finde, weil Overwatch ist nicht so meins. Aber, wie gesagt, da ich ihn halt mittlerweile sehr gut kenne. Ähm, ja, wie gesagt, finde ich gut, dass er viele andere Sachen mittlerweile streamt, ähm, wo man halt definitiv mal reingucken kann. Nicht nur halt die Streams sind geil, er ist auch ein Top-Typ, wie gesagt, hab auch viel privat mittlerweile mit ihm gemacht. Absolut zu empfehlen, wer ihn halt nicht kennt und gerade Overwatch vielleicht noch zusätzlich mag, dann ist es ein Jackpot. Ansonsten bei Variety mal reingucken, Cyrus vielleicht vorbeischauen und ein Follow da lassen. Die möchtest du? Ich versuch's einfach. Ich habe hin. Ich hab keinen Stream geguckt. Trotzdem HDGDL, GDL da ist der Link. <laughs> Mehr ich nicht. Ja, man hat, man hat trotzdem nur die Hälfte verstanden. Hidden. angry Hidden. ist es. Bei diesem. Ist es Streamer der Woche? Streamt momentan ähm, das neue COD. Äh, da hat er Alex spielt der. Er spielt gerne PUBG. Ähm, da kann man auf jeden Fall reinschauen. Ja. War ich schon ein paar Mal und äh, ist ganz wundervoll. <laughs> und auch ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Absolut. Absolut. Also Triple Empfehlung hier. Geht zu so Hidden und followed ihm und guckt ihm zu. Oh, jetzt hätte ich fast meins gespoilert. So, ja, dann äh, bra brauche ja ich nur noch, ne? Ich äh, schlag euch die liebe Mari MK. Vor, die ich sehr, sehr gerne habe, die in letzter Zeit sehr, sehr viel streamt und auch sehr viel interessante stre äh, Sachen streamt. Die hat zum Beispiel Cuphead gestreamt. Äh, gestern habe ich ihr ganz viel bei, ähm, wie ist das Spiel nochmal? Ich habe es vergessen, äh, The Order 1886 oder so. Mhm. Ähm, da habe ich ihr zugeguckt. Äh, sehr, sehr entspannter Stream, ähm, sehr, sehr entspannter Chat und ähm, ich mag sie sehr und ich kann nur empfehlen da mal reinzugucken ähm, und ihr auch ein Follow dazulassen weil ich bin immer gut unterhalten ja manchmal macht sie so kreativ und blattborn habe ich bei ihr gesehen ja stimmt blattborn das spielt sie auch ja, dann auch Daumen natürlich... hoch genau so das waren die Streamer der Woche gab's da schon ja gab's schon tschüss Oh, Mehr wow. gibt's nicht. <laughs> oh Mann. Ja, halt was soll ich Red denn eine große Rede spielen? Kommt doch eh nicht die Hälfte an. Ja, ja das, das Tschüss war halt gerade schon so Tschüss. <laughs> es war ein ganz wundervoller. Nein, war es heute nicht. Nein, ohne Dizzy war es. Es war sehr still. Es war sehr unsalzig. Hoffentlich ist bald das Internet wieder richtig. Zum also War es schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Dankeschön fürs Einschalten. Danke, Sleth, für, für, für das, äh, ne? Dafür, dass du so, so informiert bist und so <laughs> on, on, on point. Finde ich super. Slappy, hast du ganz toll gemacht heute. Gute Regie. Dizzy, Schön, dass du da warst. <laughs> Danke fürs Zuhören. Ja. Schön mit Ö. Von mir auch. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass alle da waren, dass ähm, wir mal wieder hier eine, eine 1A-Sendung abgeliefert haben und ihr uns dabei 1A zugeschaut habt. Danke, Sleth, fürs ähm, durch, auch mit mir durch die ähm, Sendung führen. Hast du ja fast mehr gemacht oder hast du tatsächlich mehr gemacht als ich. Ähm, auch für, dein, für deine Recherche natürlich. Und ähm, allen anderen auch. Dankeschön, dass ihr hier wart. Und habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Oder morgen. <laughs> Je nachdem. Tschüss. Und jetzt noch du. Und jetzt ich als letztes. Genau. Ja, danke für die erneute Einladung. Ich hoffe, ihr drei hattet Spaß. Ich hoffe, ihr an den Empfangsgeräten da draußen hattet Spaß. Ja ganz dicken Knuddler nochmal an, an Dizzy für, für Internet murks Ich kann echt extrem nachempfinden. Ja, großes Respekt und großen Lob dafür, dass er halt eben trotzdem dabei bist und nicht hinschmeißt. Ja, dafür auch nochmal natürlich einen dicken Knuddler. Ist auch nicht selbstverständlich mit UMTS-Gedöns und so weiter noch durchzuziehen. Ja. Nächsten Monat kommen viele Spiele. Für den einen oder anderen vielleicht nicht der große Highlight dabei. Spielt das, worauf ihr Bock habt, genau das mache ich auch. Ich denke mal für den einen oder anderen eine kleine Perle irgendwo dabei. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in knappen Monat wieder zu der nächsten Games-Vorschau. Das Team um den Plankenschnack mit einem interessanten Gast wahrscheinlich in 14 Tagen. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Guten Start in die Woche und haut da rein, schlaf da fein. Bis dahin. Und nochmal winken. Such mal zu winken. Alle winken. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Haben wir eigentlich ein Endscreen? Oh, ich habe keinen Endscreen. <laughs> nicht, ah. dann winken wir noch weiter. Nee, <laughs> weiter nee jetzt ist <laughs> schon vorbei. Okay. Oh. oh, warte, warte, man kann uns noch hören. Aber jetzt ah. nicht mehr. Tschüss. Tschüss.